Einen wunderprächtigen Samstagabend, herzlich willkommen zum großen ersten Giga Online Welten-Spezial im neuen Jahr 2007. Ich heiße euch herzlichst willkommen zur Naxxramas Party auf dem deutschen PvP-Server Black Moor, auf dem wir heute Naxxramas raiden werden. Natürlich nicht Phil und ich, wir sind ein bisschen wenig, wir wären ja nur ein Tank und ein klitzekleiner Magier. Dafür haben wir uns Unterstützung eingeladen in Form der sehr erfolgreichen Gilde Illuminatis. In Form des Main Tanks, eines offensiven Kriegers und eines Paladins, der allerdings nicht mitspielt, sondern links neben mir sitzt. Das ist der Lancelot. Lars, erstmal stellvertretend an die Gilde Illuminati ein herzliches Dankeschön an dich, dass ihr euch bereit erklärt habt. Und wie garantiert ihr uns heute einen möglichst reibungslosen Abend? Also wir haben uns sehr gut vorbereitet für diesen Tag heute bei Online-Welten, bei Giga. Mit bestimmten Farm-Events sozusagen in unserer Gilde und haben halt sehr viele Pots besorgt und auch halt verschiedene Buffs organisiert. Sprich Onyxia-Buff, Zugrot-Buff, was sowas. Man da alles so kriegen kann. Ja, genau. Und haben halt auch den Ablauf selber organisiert, sodass das hier alles reibungslos abläuft. Ja, wir hatten ja schon mal die Erfahrung in anderen, damals noch nicht Online-Weltensendungen, sondern da waren es noch Giga-E-Sports-Raids und da hatten wir mit der Gilde Undisputed von meinem Server so ein bisschen das Problem, dass wir so das ein oder andere Mal in AQ40 bei einem Encounter gewiped sind. Für alle, die nicht wissen, was ein Wipe ist, alle Mann, die da angreifen, verrecken. Elendiglich und man muss von vorne wieder anfangen. Ja, das ist das Schwierige. Ja, das stimmt. Und wir hoffen auch, dass es heute bei uns nicht so sein wird, aber ich denke, wir haben die meisten Risiken, die man eingehen kann, sozusagen mit diesen Buffs und Pots ausgeschaltet. Und ich denke auch, dass sich unsere Leute gut konzentrieren werden. Wobei ich glaube natürlich, dass die Leute von Undisputed das auch gemacht haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ich kenne die und ich denke, dass ihr euch besser konzentrieren könnt. Nochmal kurz für euch Zuschauer, um euch so ein bisschen eine Struktur über die kommenden 4 Stunden zu geben. Wir werden natürlich nicht jeden Endboss in Naxxramas legen, denn das ist eine Instanz, die über eine gesamte Woche ausgelegt ist. Und ich glaube, es gibt noch keine Gilde, die in 4 Stunden sämtliche Bosse legen könnte. Das schaffen auch die Amerikaner nicht. Das ist sehr schwierig und ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Also wir haben schon sehr viele Bosse geschafft, aber alle ist nahezu unmöglich. Deswegen haben die Illus, wie wir sie liebevoll auch nennen, sich im Vorfeld schon aufgemacht und die Flügel bis auf die Endbosse leer gemacht. Sprich, wir haben nur noch in den 4 verschiedenen Flügeln die jeweiligen Endbosse stehen, plus? Plus Gluth, das ist vom Abomination Wing, der vorletzte Boss. Bedeutet sozusagen, das ist also der einzige Flügel, in dem es 4 Bosse gibt, anstatt nur 3 Bossen. Und dieser Boss ist sozusagen ein additionaler Boss in allen einzelnen Flügeln droppen bei den ersten beiden Bossen jeweils eins der Setteile und bei dem letzten Boss halt noch ein anderes. Nur bei Glues droppen halt aus allen von allen Anfangsbossen der 4 Wings die Setteile zusammen. Also es ist ein sehr großer Pool an Setteilen, der bei diesem Boss droppt und das ist halt der einzige Wing, in dem es 4 Bosse gibt. Also sollte man Glues auch wirklich nicht auslassen, selbst wenn man es könnte? Richtig. Ja, des Weiteren haben wir noch etwas organisiert und zwar eben auf dem Server Black Moor, PvP-Server Europa, beziehungsweise Deutschland, nee, EU-Server sind es ja, ne? Ja. Haben wir eine kleine Party zu diesem Raid veranstaltet und zwar wird die stattfinden in Goldshire im Elvin Forest, ja, ihr hört richtig, Allianz-Seite. Seid ihr aber als Hortler auch herzlich willkommen. Wir haben hier unten einen kleinen Laptop, da habe ich mir vorhin schon einen Char erstellt und werden dann ab und zu mal dorthin schalten und gucken, wie die Party abgeht und ob ihr ordentlich angefeuert werdet. Sicherlich spaßig. Wir werden dort die Drops durchsagen, was alles so fällt, wenn ihr nicht die Möglichkeit hattet, auf den Stream zu kommen. So, lange Vorrede, kurzer Sinn. Ich muss mal kurz an meinen Kompagnon, meinen kleinen Gnomenmagier Phil, eine Frage stellen. Und zwar, Phil, wir hatten eigentlich jetzt noch irgendwie so ein kleines Zwischenschmankerl geplant. Wie schaut's denn damit aus?
glaube, das Zwischenschmankerl ist im Moment noch nicht ready, aber ich habe mich als Gnomagierin perfekt versteckt. Ich habe mich getarnt, habe mich hier zwischen die beiden Tanks gestellt. Und mir geht es hier wunderbar hinter der so viel Feuerkraft. Zu Gast bei uns der Tono, das ist der Oliver Bernel, ist der Main-Tank. Ja. Zu meiner Seite, zur einen Seite. Und Christoph Klippin, der Off-Krieger, zu meiner anderen Seite. Hallo. Die beiden werden uns für uns heute vorspielen. Und aus Sicht dieser beiden Jungs werden wir heute den Raid live erleben. Main-Tank wahrscheinlich eher seltener, weil sonst kämpfen wir immer nur gegen Füße. Main-Tank genau. Ist ja dafür bekannt, dass du immer an den Leuten dran stehst, oder? Genau, richtig. Etwas langweilig, was stimmt wohl, ja. Das heißt, du die Aussicht genießen, das ist so für dich nicht so nee, langweilig, eigentlich stehe ich meistens immer direkt im Geschehen selber und das ganze Spiel ist meistens auf mich sonst halt zugeschnitten und ja, man versorgt mich mit Heilung und so, damit ich nicht sterbe und dementsprechend mache ich meinen Job, dass man die Encounter auf jeden Fall. Aber die schönste Ausrüstung hast ja du auch eigentlich, ja, oder? Ja, ich dürfte eigentlich ja alles haben, was es in diesem Spiel gibt. Ja. Also das Beste vom Besten muss der Mantling haben, damit er nicht unter den Händen der Heiler wegstirbt. Ja, richtig. Denn Aufgabe des Mantlings ist natürlich, den meisten Schaden abzubekommen, die Aufmerksamkeit, die Agro auch genannt, des Gegners auf sich zu ziehen. Wie das Ganze funktionieren wird, werden wir natürlich während unserer vierstündigen Sendung noch herausfinden, werden natürlich auch auf dich zukommen. Aber primär sind wir heute bei dem lieben Off-Tank. Und Christoph, wie sieht's damit? Du bist auch Krieger. Ja. Ich hatte gehofft, einen Paladin zu finden, um hier mal ein bisschen Leidensgenossen mit dem Bild zu haben. Du bist auch Krieger, nicht so ganz gut equipped. Wo besteht jetzt der Unterschied zwischen dem Equipment zu ihm? Ja, also er ist halt Main-Tank natürlich. Tankt halt eigentlich so jeden Boss, den wir in Naxxramas machen, auch außerhalb anderen Instanzen. Ich bin jetzt so, sagen wir mal, Aushilfstank. Also bei gewissen Bossen muss man ja nicht nur den Main-Tank, also nur noch einen Boss, sondern man tankt halt mehrfach mit mehreren Kriegern. Da springe ich dann ganz gerne ein. Ich habe auch einigermaßen gutes Tank-Equip, sag ich mal, akzeptabel. Ja, aber bei vielen Encountern ist es auch halt wichtig, einen Krieger dabei zu haben wegen Schlachtruf. Das gibt eine gute Raid-DPS mehr für die ganzen Schurken. Sind sowieso heiß auf den Buff. Ja, und halt, weil ich auch Schaden raushauen kann an sich, ordentlich. Du bist ja heute unser Regisseur, das heißt, er wird die besten Bilder für uns einsammeln, wird immer am Ort des Geschehenseins euch die beste Ausrüstung zeigen, die Tier-3-Rüstung, die es hier zu finden gibt, aber auch die legendären Waffen, na, die legendäre Waffe, im Moment ist es ja noch, Ashbringer ist ja noch nicht legendär noch nicht gemacht. Legendär. Dazu kommen wir aber später. Ich würde jetzt von dir gerne wissen, wie bist du denn dazu gekommen, wirklich in so einer professionellen Gilde auch zu spielen? Weil es ist ja keine Gilde, die sich mal so eben trifft und mal so eben was macht, sondern ihr spielt ja schon professionell. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also das hat auch, sagen wir mal, nicht so professionell, wie wir das heute machen. Also kann man ja nicht anders sagen. Hat es nicht angefangen. Ich bin damals, habe auf dem PvE-Server angefangen, habe da einen Krieger gespielt und ja, bin da halt nicht weitergekommen, weil sich das dann nicht so zusammengesetzt hat. Und hier Tono, der ist halt auch ein Freund von mir, also im normalen, also im RL halt. Ne? Ah, das ist dieses Spiel, was übrigens bald noch ein Add-on rausbringt. Ja, und ja, er hat mir halt gesagt, so, ja, vielleicht hast du Lust, bei uns zu spielen. Dann habe ich halt auf dem Server nochmal, damals gab es noch nicht diese kostenpflichtigen Charaktertransfers, habe ich halt nochmal einen Krieger hochgespielt und bin dann halt so in die Gilde reingekommen. Mhm. Das war gerade dann so, die hatten Molten Core, also Ragnaros gerade so fertig und ging so in BWL, also Blackwing Lair ging es rein. Da habe ich dann halt aktiv mitgespielt. Und es hat sich auch alles mit der Zeit hat sich das so entwickelt. Also gerade jetzt in Naxxramas sind wir doch ein bisschen besser aufgegangen, als wir jetzt in Ankirai oder. Ihr wart ein recht unbeschriebenes Blatt, muss man sagen, vor Naxxramas. In Naxxramas habt ihr aber richtig zugelegt, seid einer der wenigen Gilden, die auch wirklich noch aktiv spielen, die auch noch konstant über ihr Niveau halten konnten. Wie hat das bei dir ausgesehen? Wie bist du an die Gilde gekommen? Und vor allem, was mich jetzt am meisten interessiert, wie lange hast du gebraucht, um wirklich dieses Equipment zu bekommen? Ich habe sehr viel Spielzeit also an meinem Charakter und ja, ich spiele doch regelmäßig, spiele auch einige Stunden pro Tag. Also, wie gesagt, ich versuche mal alles so unter Dach und Fach zu bringen, sprich Freunde, Arbeit und na gut, aber dann geht auch wirklich auf fast jede freie Minute dann halt auch in dieses Spiel und in die Ausrüstung, die du dann auch da erreicht hast. Genau. Wir werden gleich diese Ausrüstung in Aktion sehen, wir werden den Off-Tank in Aktion sehen, aber jetzt gebe ich noch mal ganz kurz zum Florian und dann starten wir, denke ich mal, auch schon den Raid. Tja, die drei gehen mir übrigens alle ungefähr bis zum Knie. Gnome und Zwerge unter sich, da stehen wir doch ein bisschen drüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Gnome und Zwerge, die sind schon, die Zwergen gehen ja noch einigermaßen. Die sind ja noch durch ihre Masse sozusagen die gehen wenigstens noch ein bisschen imposant. Und ja, die Gnome, die sind dann eher lächerlich, könnte man sagen. Also
Ja, Phil. Vielleicht schaffen wir das mal, einen ganz kurzen Blick hier schon mal auf die Party im Elven Forest zu werfen. Mein Laptop, übrigens das Beste, was es momentan gibt, glaube ich, fängt schon ein bisschen an zu rödeln, weil einfach wir wirklich unglaublich viele sich schon eingefunden haben, um nachher ein bisschen mit uns zu feiern und Feuerwerk abzuzünden. Wie nennt man das? Ach, zu zünden, würde ich sagen. Ich denke drüber nach in der Werbung. Eklige Spinnen sind das Thema des ersten Wings. Und zwar heißt er auch genau so, heißt nämlich Spider-Wing. Es ist der Flügel, wo eigentlich alles voller widerlicher Spinnen ist, oder? Ja, nicht ganz, aber also es gibt ja so spinnenartige Tiere in der World of Warcraft. Und damit ist es gefüllt, beziehungsweise auch eine Spinnenanführerin. Und aber es dreht sich alles um Spinnen. Ja, zumindest in der Historie von Warcraft an sich ist es ja so, dass der Kel'Thuzad, der spätere Lich, ja auf seiner Reise in Richtung Naxxramas, also in Richtung der zukünftigen Instanz, von diesen Nerubenwesen angefallen wird. Genau. Und diese Nerubenwesen sind halt diese Art von Spinnenwesen, in denen es um die es sich dreht, im ersten Wing. Phil! Boah. Was für einen Boss besuchen wir denn? Ich bin total baff. Du hast es geschafft, diese Historie dieser Instanz auswendig zu lernen, um sie hier darzubieten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von ihm. Normalerweise bereitet er sich nämlich überhaupt nicht auf Sinn vor. Und ausnahmsweise hat er mal das gelesen. Ich bin total stolz. Kriegen wir das Video denn jetzt langsam mal zum Laufen? Oder klappt das nicht und wir springen direkt ins Spiel rein? Was meinst du? Ich krieg das irgendwann noch hin, aber nicht direkt jetzt. Nicht direkt jetzt? Lass uns das heißt, wir springen gucken, direkt zu wem wir springen. Genau, wir springen direkt ins Game, ins Spiel. Maxna heißt die Gute, ist die Bössin. Bossin des Spinnenflügels, der dritte Boss in diesem Trakt von Naxxramas. Ja. Und wir springen, denke ich mal, direkt ins Game und gucken uns mal an, wie das Ganze da so ausschaut. Wir sehen das jetzt hier hinter uns auf dem Bildschirm. Ein schöner Felsvorsprung und dahinter die fette Dame. Also alle Spinnenflügel rennen jetzt raus. Riesig großes Netz. Wenn man nach unten schaut, sieht man auch eine eine Höhle, sozusagen. Eine bodenlose Tiefe genau. Ist es, ein Turm mehr oder weniger. Ja, ne? Richtig. In dessen Mitte wölbt sich ein Spinnennetz. Jetzt können wir es nochmal unten sehen. Genau, jetzt sehen wir es hier so ein bisschen unten. Wir sehen das jetzt aus der Sicht des Off-Kriegers, also des Damage-Dealers. Ja, man muss dazu sagen noch, bevor man zur Maxna kommt, im Spider-Wing, im Spinnenflügel, muss man noch zwei weitere Bosse besiegen. Das sind zum einen Anub Rekan, ein Grubenlord, der schaut so ein bisschen auch aus wie der Pitlord aus dem normalen Warcraft, dass jeder Warcraft-Strategiespieler kennt, hat auch ungefähr die gleichen Eigenschaften sogar. Mit dem Insektenschwarm und mit den spawnenden Käfern. Also bei den neuen Bossen in World of Warcraft wird halt immer gern mit Adds, also NPCs, die dann noch dazukommen, gespielt, damit es ein wenig schwieriger gehalten wird. Bei diesem Boss ist es halt nicht ganz so. Da kommen nur ganz kleine Adds sozusagen ins Spiel. Und bei Anub Rekan ist es halt so, dass da immer wieder zwei Adds spawnen. Können wir mal kurz auf die Taktik eingehen? Wir sehen jetzt hier, der Raid, ganze 40 Mann verteilen sich jetzt hier im Raum. Nein, sie bewegen sich sozusagen zu ihrer Ausgangsposition, von der sie dann angreifen werden. Das habe ich gesehen, Flo. Am Anfang ist es sehr wichtig, dass der Boss sozusagen, dass der Main Tank auf den Boss zuläuft und den Boss dann umdreht, weil er halt einen Giftschock auf Deutsch macht, der alle Ziele vor ihm in 10 Meter Entfernung trifft. Und das wäre halt, oder es sind glaube ich sogar 20. Es wäre halt sehr schädlich für den Raid. Ich tue es nicht. Eine bekannte, beliebte Taktik, den Boss wegdrehen vom Raid, weil er halt Schaden macht. Ja, das muss man so machen. Also, es geht gar nicht anders. Warum wir das Ganze erklären, Bosse in World of Warcraft sind nicht einfach Bosse, wo man stumpf draufhaut und die dann irgendwann tot umfallen, sondern hier ist wirklich sehr, sehr viel Taktik gefragt. Und Sekunde, wir Jungs, haben auch lass uns doch mal kurz das Equipment des Off-Kriegers einmal angucken, wenn er schon dabei ist. Ja, also der hat ja auch ein Mikro, der kann uns ja sogar sagen, was er dort gerade für Waffen hat. Ah, ich glaube, die sind aber gerade am Buffen, das ist dann nicht so gut, weil die wollen dann jetzt losgehen. Ach, beim Buffen muss man sich ein bisschen konzentrieren. Nee, das nicht, aber die laufen ab dann. Achso, okay, die sind ja die Pilerbuffs, 15 Minuten. Ja. Und der Kampf dauert ungefähr. Das heißt, wir müssen jetzt sofort dann gleich in den Kampf schalten. Wie gesagt, warum wir das Ganze hier erklären, ist, weil wir halt die Taktik erklären müssen, weil wir wollen ja auch heute was lernen. Wir haben nicht umsonst eine der besten Gilden Deutschlands eingeladen, die in Naxxramas von sich reden, von sich hören. Hören lassen. Hören gelassen von sich reden machen. Achso. Ja, wir lassen irgend sowas. Auf jeden Fall, die haben sehr viel Erfolg gehabt, deswegen haben wir sie hier und deswegen können sie uns auch die Taktik erklären, damit ihr zu Hause das Ganze auch nachspielen könnt. Das Ganze ist Teamplay for the win, würde ich sagen. Und
Ich würde mal sagen, pullen. Wenn ihr soweit seid, Jungs, pullt. Gong auf zur ersten Runde. Haut die Illuminatis versus Maxna. Und das ist noch nicht so eine ganz große Herausforderung, aber man sieht schon hier, ihr nehmt es wirklich ernst. Selbst also, euer Oft-Worry hier mit einer Flask of Titans drin bei Maxna. Ja, wir nehmen es auf jeden Fall ernst. Und es war früher eine größere Herausforderung, nur seit dem letzten Patch kann man halt sozusagen die Healing over Times, also die Hots, kann dann jeder Spieler auf einen anderen Spieler machen und dann sind mehrere Hots, also die Healing over Times dann auf drei diesen Druiden und fünf Priestern hat der Main Tank einfach mal mehr. Fünf also Reused. Generell sind, sag ich mal, 14 bis 18 Heiler im Raid und davon sind ungefähr 6 Palas. Das ist noch eine Frage, die mich jetzt gerade mal interessiert. Behaltet ihr das Line-Up, das ihr jetzt habt, heute den gesamten Raid überein? Wir haben, da wird umgestellt. Also bei uns sind Spieler ausgelockt, weil sich auch schon Hordengilden angekündigt haben, uns da zu stören und war natürlich dumm von denen, wenn sie uns stören wollten sozusagen. Hier sieht man auch gut, dass der Main Tank Maxner umdreht. Das ist versucht? Nee, das ist nur eine Ausrichtung sozusagen von Maxna wegen der Hitbox. Also Maxnas Hitbox sozusagen hat sich schon noch nicht so weit weg bewegt, aber steht schon da. Also Maxna steht schon da, aber das Spiel hat das noch nicht so gemacht. Das war, deswegen der guckt nicht wirklich läuft da noch weiter zu uns hin, aber guckt noch nach hinten sozusagen. Also er macht seine Attacken, die er macht, macht er in die andere Richtung. Kommen wir kurz darauf, Taktik ist jetzt das Thema, worauf kommt es an? Wegreden, okay, haben wir jetzt gesehen. Ja, richtig. Hier sehen wir sehr gut, dass Maxner auf alle Ziele einen Webspray macht. Das bedeutet, wir werden alle in einen Kokon gewickelt und bekommen Schaden um die 2000 bis 3000. Und in dieser Zeit kann niemand was machen. Das ist der Kniff sozusagen an diesem Boss, was den Boss schwierig macht. Dadurch, dass niemand Heilung auf den Tank machen kann und der in dieser Zeit sozusagen schutzlos ist. Und der kriegt nicht nur diesen Schaden, sondern er kriegt auch weiterhin den normalen physischen Schaden, den Maxner ihm ja austeilt. Die macht nicht wenig Schaden, also es sind schon so 2000er Hits, kommt auf die also Rüstung drauf an. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Mit Volltier 3 ist es dann nicht mehr ganz so viel. Ja, das ist richtig. Und Maxner macht halt auch einen Gift-Debuff, also macht dann sozusagen was auf den Tank drauf, dass die Heilung um 90% verringert. Das kann aber gedispelt werden, aber wenn natürlich alle in einen Kokon gewickelt sind, ist das auch schwieriger. Also muss vorher so ein Dispel Overtime, also haben die Druiden was, das, ne? Ja, genau, richtig. Was immer nach einer bestimmten Sekundenanzahl, nach 3 Sekunden, das Gift wegmacht. Vielleicht könnten wir ja mal den Nimtz fragen, ob er sich ein bisschen weiter wegstellt. Aber macht er gerade, glaube ich. Ja, jetzt geht's gerade schwierig. Ja, das ist richtig. Schwer. Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, bis ihr die Taktik hier für den Encounter raus hattet? Also wir waren die erste Allianz-Gilde in Deutschland, die diesen Boss getötet hatte. Was aber auch teilweise daran lag, dass ihre AOD zu dieser Zeit, glaube ich, nicht geradet hat. Beziehungsweise ich glaub, an diesem Wing Tag. Geradet. Ja, genau, das kann gut sein. Auf jeden Fall haben wir einen Abend 14 Versuche gehabt. Dann sind leider zu viele offline gegangen. Wir haben schon gerade noch eine Besonderheit gesehen, wenn ich die kurz unterbrechen kann. Da hinten auch im Bild, da hängen Menschen an der Decke. Ja, das ist richtig. Alle 40 Sekunden? Alle 40 Sekunden, 3 Personen. Und das Schwierige an der Sache ist halt, dass die immer die ganze Zeit Schaden bekommen. Und dass man gucken muss, wer ist wichtiger als der andere. Ist natürlich, wäre im echten Leben schwieriger, aber hier kann man ja die Leute einfach wiederbeleben. Das ist ja, das ist halt, man muss sie aus diesem Kokon freischießen mit Magiern oder Huntern, Warlocks, was auch immer. Da sehen wir nochmal so einen Kokon. Man könnte der muss zerstört werden. Man könnte ja auch theoretisch in den Kokon reinheilen, nur manche liegen halt so ungünstig, dass du gar nicht dahin heilen kannst. Ja, das ist richtig. Deswegen ist sehr wichtig, sofort zu zerstören. Ja, das ist einer von den wunderschönen Bugs, die uns Blizzard aufs Auge gedrückt hat. Und sieht natürlich auch kacke aus, wenn da so ein Ding an der Hecke an der Decke sieht das aus, oder? Kacke. Sieht ein bisschen kacke aus, wenn das Ding an der Decke klebt. Ja, da ist er auch schon tot. Ja, sehr unspektakulär. Ist jetzt von uns gegangen, die große. Da haben wir einmal eine schöne Stoffrobe mit 53 Schaden auf der Robe und das ist nicht wenig. Also wäre was für die viel kleine Maline. Ausdauer und Intellekt. Ja. Transferier Maline. Und was war der andere? Kurz zu euch auf den Server. Das andere waren Set Handschuhe, einmal von Schamane und Paladin und so weiter. Einmal bitte hoch. Ich sehe das von hier so schlecht. Und das ist Krieger und Schurke.
Wie sagt man an dieser Stelle? Neat. Ja, das war die Maxna. Und ich sehe hier, das Dumme ist, bei unserem Off-Krieger, der braucht ja nicht den gesamten Raid sehen. Ja, das stimmt. Er hat den ganzen Raid nicht eingeblendet. Ich würde aber so gerne doch den ganzen Raid sehen, um immer zu sehen, wenn wer von uns geht während eines Encounters. Meint ihr, das kriegt der Nimz noch hin, den Raid einzublenden? Ja, also wir haben auf jeden Fall, wie wir oben sehen, City Raid auch. Ja, könnte man noch mit und, City Raid, übrigens also ein beliebtes Add-on, sieht man das, ohne Werbung zu machen. Grünen Punkt. Du willst ihn doch nur verunsichern, dass die Jungs es nicht schaffen, hier gut durchzukommen. Mach da einfach oben alle in eine Reihe nebeneinander, dann reicht uns schon. Ja. Dann siehst du auch selber noch ein bisschen ja, was. Ja, ich meine, er braucht ja auch nicht so viel zu sehen. Er hat ja da seine Zahlen und... Ja, aber wir müssen ja was sehen. Ja, wir wollen ja was sehen, stimmt. Einfach oben eine Reihe, ja. Dann... Da ist ja schon einer tot. Und nee, der ist ausgelockt. Nee. Jetzt wird also das Lineup umgestellt. Jetzt wird umgestellt. Denn nu kommt. Glus. Nee, wer kommt jetzt? Loatep kommt jetzt der dritte Boss im Seuchenflügel. Ja. Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Architektur von Naxxramas eingehen. Ja. Das Ganze ist als Riesennekropole örtlich platziert in den östlichen Pestländern. Die schwebt da über diesem schicken Wald, über dieser Untotenstadt. Ja. Und darin gibt es mehrere Flügel. Wir waren jetzt gerade im Spinnflügel, haben den verlassen. Und wie ändert sich das jetzt architektonisch? Also im Spinnflügel sind, wie vorhin schon gesagt wurde, also ist alles sehr auf die Spinnen orientiert sozusagen, auch sehr viel Spinnenweben und sowas. Hier ist halt der Seuchenflügel und wir werden gleich auch Seuchengruben sehen und auch so Pilze, große Pilze und sowas, was man mit einer Seuche irgendwie in Verbindung bringt, also... solchen Krankheiten, Pilze. Wer hätte denn auf uns gewartet, wenn wir den Seuchenflügel komplett durchgemacht hätten? Also zuerst hier in dem Raum, durch den wir jetzt gehen, hätte Noth the Plaguebringer auf uns gewartet. Das ist ein überwiegender Ad-Fight, wo man halt nur zweitrangig sozusagen gegen den Boss kämpft. Aber es gibt noch schlimmere. Also wenn man sozusagen nur gegen... Ads kämpft. Wir haben noch ganz vergessen zu sagen, der Vollständigkeit halber, im ersten Flügel kommt ja noch die Großwitwe, Felina, eine, ja, so eine schwarze Witwe, die aber eigentlich ein Mensch ist, so eine Sektenanführerin, glaube ich, die mit nichts Spinnmäßiges hat, aber trotzdem auch, sie hat irgendwelche Leute hypnotisiert oder sowas. Die hat auch was so ein bisschen mit Spinnen, Frontspinnen. Genau, also die hat auf jeden Fall schöne Schultern, die sozusagen auch an eine Spinne erinnern, weil sie dadurch die acht Arme sozusagen bekommt. Und die, also im Kampf selber hat es eigentlich sehr wenig mit Spinnen zu tun, aber man muss, glaube ich, Priester übernehmen, die dann einen Debuff auf sie machen, damit sie nicht enraged. Ja, genau. Und wenn sie enraged, macht sie halt auch sogar an unseren Kriegern 7.000er, 8.000er. Das ist viel. Aber bevor wir uns jetzt hier in Diskussionen über Bosse verwickeln, die schon längst tot sind, schauen wir auf das aktuelle Zeitgeschehen. Und ich möchte euch gerne dazu aufrufen, wenn ihr Fragen habt zu diesem Raid, wenn ihr Fragen habt an unseren lieben Gastkommentator, Fragen über Naxxramas, über Gott und die Welt, bitte schreibt in die Comments. Wir werden versuchen, sie in der Sendung zu beantworten. Der Flo hat ja seinen Laptop da auf dem Schoße liegen. Wir werden das alles beantworten, damit ihr dann auch, wenn es dann heißt, eure Gilde raided Naxxramas, dass ihr dann auch wirklich ohne Probleme da durcheiern könnt. Wie gesagt, stellt sie in den Comments. Wir gehen jetzt weiter in den nächsten Raum. Übrigens, wenn wir das noch kurz einbringen wollen, hätte ich auch noch dieses kleine Schmankerl. Ich denke, das machen wir später. Wir schauen uns jetzt erstmal diesen Raum an mit diesen grünen Pöllern auf dem Boden. Ja, richtig. Das ist ein Raum, der für den zweiten Boss benutzt wird. Da sind wir gerade durch den Raum durchgelaufen. Haben wir leider nicht so viel von gesehen, aber der ist auch sehr unspektakulär. Jeder, der Onyxia kennt, wird sich auf diesen Raum freuen sozusagen. Da er ganz ähnlich aufgebaut ist. Das ist der Boss Heigen, der zweite. In diesem Raum ist es halt deswegen wie Onyxia, weil es auch so Erdspalten gibt sozusagen. Genau. Und aus diesen Erdspalten kommt halt Gift raus, beziehungsweise so Gift, verseuchtes Wasser sozusagen. Und grüne bei Onyxia Suppe, so kommt Schleim. Da ja Lava raus. Ja. Da haben wir Boss Nummer 2 für den heutigen Abend. Loatep. Ein was auch immer Pilzhund-Sporling. Genau. Pilzhund-Sporling, glaube ich, trifft es ganz gut. Trifft gut, oder? Trifft echt gut. Ja, ein das, ganz einfach. Da habe ich übrigens, ihr könnt anfangen eigentlich, Jungs, oder? Ja. Ich habe aber dazu eine super interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob du das heute gelesen hast. Death in Texas, eine uns allseits bekannte Gilde, hat tatsächlich Loatep mit 5 Leuten belegt. Ja, das liegt daran, dass halt der Shadow Priest sehr gut da auch heilen kann, ohne dass er von diesem
von diesem Effekt sozusagen von Lord Tep betroffen wird, weil er halt mit Schaden heilt sozusagen. Genau. Also es gibt verschiedene Arten von Heilung. Es gibt Shadow-Heilung, das ist diese Heilung durch das, wie heißt es denn nochmal? Das heißt Vampiric Embrace. Genau, Vampiric Embrace. Dann gibt es Feuerheilung, war es zumindest früher, war es Lifestealing auf der Waffe. Auf der Waffe ist feurige Heilung. Und dann gibt es noch Lichtheilung halt, die ganz normale Heilung. Und die, da hat Lohatep eine Fähigkeit, die verhindert, dass man Heilspells direkt nacheinander wirken sozusagen. Kann, sondern ja, genau. Knapp 60 Sekunden. Also, ne? Ja, genau, 60 Sekunden. Da wird der Timer resettet. Kennt man sonst auch zum Beispiel von einem der Outdoor-Drachen, der macht auch sowas, glaube ich. Da muss man dann unterschiedliche Ränge reinziehen. Ah, es gibt so viele Bosse in WoW. Ja, stimmt, rein. Genau. Leton, ja, schon etwas länger her. Terra, ich weiß nicht. Ich würde mal fragen, wir fragen Hilft mal kurz mir. Den Tono, woran es denn im Moment noch hapert, dass er hier gerade steht mit gezücktem Schwerte. Was gibt es noch? Ich schätze, Gruppen werden umgebaut und neue Leute werden invited. Gruppen werden umgebaut, außerdem okay. Muss man Stichpunkt für diesen Boss eine Heiler-Rotation haben, wo man halt schaut, wer heilt als nächstes, damit es nicht so ein Durcheinander gibt sozusagen, weil halt, wie wir gerade schon gesagt haben, man nach jeder Heilung einen 1 Minuten Cooldown, also die Verzögerung auf den nächsten Heilspell hat. Und daher muss halt koordiniert werden, wer hintereinander heilt. Sprich, erst heilt. Das wird jetzt gerade gemacht, weil ich glaube, es wurde schon vorher gemacht. Das sehen wir hier unten. Also die graue Schrift ist immer zu Nade. Das ist unser Raid-Leader, den ich an dieser Stelle auch gerne grüße. Der sagt halt immer, wer hintereinander heilt sozusagen. Und das wird jetzt hier alles eingestellt. Dann machen wir uns halt Tasten, auf denen gesagt wird, dass einer geheilt hat und dann ist halt der nächste sofort dran. Aber ich muss schon sagen, der Nims wäre schon gerne ein Hortler, oder? So? schon, oder? Wäre schon gern undead, oder? Der Tonung auch. Ist einfach also stylisch. Man muss sagen, das muss man den lassen. Taurenbori wäre auch nice. Taurenbori, finde ich auch. Taurenbori wäre wirklich nice. Also. Die Hortler haben auf jeden Fall die besten Animationen und auch, also die Städte sind wunderschön. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Allianz auch sehr schön steht. Also kann man durchaus erwarten, dass ihr vielleicht mit Burning Crusade, ich meine, da gibt es die Paladine dann ja auch auf Horde-Seite, euch entscheidet nochmal. Ne, nein, das glaube ich nicht. Also wir haben jetzt so einen Item-Vorsprung sozusagen durchaus. Und den kann man nie im Leben aufholen. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht euch für die Allianz-Seite entschieden, weil ihr da unbedingt den Paladin habt. Also ich muss sagen, ich habe zu dieser Zeit die ganzen, Ritter der Tafelrunde Bücher gelesen und mein Charakter heißt halt Lancelot und daher muss es natürlich ein Menschen-Paladin sein. Hast du tatsächlich aufgrund mittelalterlichen, weil du das so schön fandest, hast du dir gedacht, nicht direkt mittelalterlich. Ich war jetzt nicht der Junge, der mit Ritterrüstung und Schwert durch die Stadt rennt, aber ich habe halt die Bücher damals gerne gelesen und wir haben gesagt, wer zuerst auf dem Server ist, sucht den Server aus, sozusagen. Habt ihr direkt mit dem Release von und ich hatte damals noch den Client von der Beta drauf und dann konnte ich natürlich sofort einloggen. Und dann gab es auf einmal Prinz Eisenherz und Lancelot. Sozusagen. Sehr schöne Anekdote. Gefällt mir aber persönlich sehr gut, diese Einstellung. Die Horde hat durchaus stylischere Models und Städte und so weiter. Kann ich nur weitergeben. Du bist der einzige Hortler hier in der Runde, Florian, durchaus. Und ich fühle mich auch gerade ein wenig gebauchpinselt. ich glaube, Lohatep wartet darauf, dass ihr ihm Feuer unterm Hinter macht. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was Lohatep so alles kann. Ich weiß, er macht eine Menge Schattenschaden und man muss sich ständig so einen Schattenschutzstand reindrücken, egal das wie Problem, gut man equipped ist. Also wir haben ja gerade schon erklärt, dass die Heiler nur sehr wenig Heilung raushauen können, sage ich einfach erstmal so. Da ist es natürlich sehr schwierig, gegen diesen Schaden von Lohatep anzustinken, den er macht. Er macht nämlich nach 2 Minuten jeweils alle 30 Sekunden 2550 Schaden an jede Person, die hier jetzt gerade unter uns weilt. Also hoffentlich auch auf den Florian. Ja. Der hat es am ehesten verdient. Das ist dann natürlich ein ganz großes Problem, sozusagen. Boah, ich habe schon eine super Frage, Jungs. Darf ich die erstmal als allererstes stellen? Ja. Ja, bitte. Ist das live? Ja. Nee, ich habe deine Frage nur heute Mittag schon vorausgeahnt, lieber Leonardo, und habe sie schon mal vorweg beantwortet.
Natürlich ist es live, deswegen haben wir auch im Moment die Naxxramas-Party live in Elven Forest laufen. Auf Blackmoor, auf Seiten der Allianz. Level 1 Charakter Paladin, Menschen erstellen und mitfeiern. Vorher killen wir aber den Boss und Taktik, genau. Glaube ich mal was zu erklären. Ja, das also, jetzt endlich mal. Entschuldigung. Nimm's, dreh dich mal bitte um, gleich, wenn die Spore kommt. Hier spawnen, hier vorne müsste es jetzt kommen. Da spawnen immer Sporen, die einen Buff abgeben, der sehr, sehr, also ich glaube 50%, 70% Crit für beide, also für Spell und für Nahkampfschaden Crits, 50% Crit plus gibt. Mhm. Er zeigt uns auch gerade. Ja, das kann man leider sehr schlecht lesen. Ja, wir können es hier nicht lesen, aber sonst an den lesen. Das kann man lesen. Okay. Ja. Und halt die Gefahr, die der Spieler für den Gegner aufweist, auf, um 100% reduziert. Das bedeutet, man kann überhaupt gar nicht die Aggro von dem Boss Velastras bekommen. Mode quasi. Das heißt Crit ohne Ende. Velastras nicht. Da kann man ja Aggro ziehen. Ganz ja, aber gut, da hat der Main Tank ja... Ja, gut, stimmt. Ja, okay, du hast recht, du also, hast recht. Auf jeden Fall hat dann sozusagen nur der Tank und vielleicht ein Heiler Aggro, aber die Heiler kriegen hier sehr, sehr schlecht Aggro, weil die halt nicht so viel aufbauen. Aber hier sehen wir sehr gut, dass alle einfach nur drauf prügeln. Und also als wenn es keinen Morgen geben würde sozusagen, weil man halt total viel Schaden in total wenig Zeit machen muss. Wir haben hier auch alle möglichen Sachen eingeschmissen. Man sieht als fünftes von oben den Schattenschutzpot, der da also dreimal in einem Kampf eingesetzt wird. Und halt auch noch andere Sachen wie zum Beispiel Bandagen oder Heilsteine. Um sich selber zu heilen, um nicht dann auf die Heilung des Priesters angewiesen. Da sehen wir schon wieder eine dieser Sporen. Sporen, genau, weil also Nimes muss natürlich auch eine abholen, weil sonst kriegt er, also ich glaube nicht, dass er Aggro kriegen würde, aber er will halt auch schöne Zahlen haben. Das möchte man ja gerne. Man geht ja eins zum Beispiel in die Raids mit. 2000 Blood. Ja, das ist sehr nice. Ich sehe gerade hier, warum wir hier so alle aufschreien. Wir sehen gerade hier die Naxxramas-Party auf Flo's Laptop. Da ist mächtig was los. Wir werden auch gleich mal live reinschalten und mal Hallo sagen und hoffen, dass da ein richtiges Feuerwerk abgeht. Aber wir wollen natürlich die Endphase des Kampfes nicht verpassen. Nein, wir sehen also hier auch die Criticals beim Nymphs in die Höhe fliegen. Da lässt er sich das auch nicht nehmen und steht ganz nah dran, auch wenn er eigentlich von uns die eindeutige Ansage bekommen hat, hinten zu stehen, damit wir mehr sehen. Also hier sind die ganzen Heiler und Caster halt. Das ist auch nicht so ganz so spektakulär, weil man hier halt nur sehr, sehr, sehr viel Schaden machen muss. Nee, mach ruhig Gas, nimm's. Ist nicht schlimm. Achso, er braucht sowieso einen neuen Buff. Ja, klar. Dieses Modell der Sporen ist auch übrigens eins, was sonst überhaupt noch nie im Spiel aufgetaucht ist und dementsprechend Das ist aussieht. Aber sehr, sehr oft in Naxxramas, dass Models benutzt wurden, die noch nie vorher aufgetaucht sind. Also, ich glaube, also bis auf Patchwork zum Beispiel. Mhm. Die Todesritter haben auch das Model vom Baron übernommen. Ja, aber auch. Genau, aber normal. Also, sehr stark abgeändert und jeder einzelne von denen hat einen eigenen Skin. Ja, aber das so ein bisschen sind sie ja schon. Ja, vom Aufbau. Ist schon ein bisschen aber der sonst sind halt alle Bosse anders, bis auf halt. Hast du durchaus recht, sind alle neu designt worden. Da hat sich Blizzard viel, viel mehr Mühe gegeben als mit den vorigen Instanzen. Also die Instanz ist auch wirklich sehr, sehr schön. Kann man jedem nur ans Herz legen. Und manche Bosse sind auch wirklich mit Molten Core Equipment. Das Problem ist, jedem Boss. Tatsächlich. Ja, der Instructor zum Beispiel, so die also, ersten sind. Oder, ja, doch. Ne? Ja, zum Beispiel. Instructor ist eher mehr Koordination. Da braucht man ein bisschen plus Hit für die Priester und das war's. Die Gilde, die gerade Molten Core hat, ich will jetzt nicht sagen, dass die vielleicht nicht die Disziplin haben, aber also man kann es auf jeden Fall schaffen. Ich möchte euch aber ein bisschen bremsen. Also Naxxramas ist jetzt keine Gilde, die man mal eben so mit der Random-Gruppe mal so Instanz, die man mal eben so nebenbei legen kann. Also es ist schon eine Instanz. Sehr viel Koordination und Teamplay. Und nicht umsonst gibt es nicht sehr, sehr viele Gilden in Deutschland, die den Endgegner haben fallen sehen. Ja. Also ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Beta vom Burning Crusade rauskam, sondern denk auch daran, dass die Instanz doch recht schwer ist. Von manchen Bossen, wo man halt, wo es halt mehr um Koordination geht und so weiter, als um die Items. Halt. Also vorher war es ja immer so, dass Items. Ah, das ist ein sehr schöner. Da liegt da übrigens sehr schon. Schöne helle Bade. Hunterwaffe! Hunterwaffe! Hört man jetzt das Schreien? Überall, weltweit bei den Giga-Zuschauern. Das Problem bei uns ist halt, dass sie schon alle Hand haben. Ist tatsächlich wirklich eine, ausnahmsweise mal eine wirkliche Hunterwaffe. Ja, das stimmt. Normalerweise haben Hunter ja trotzdem also die nicht. Die macht alles, halt auf alle, also auf Armbrüste und Bögen und ich glaube auch Schusswaffen. Ja, auch Schusswaffen macht ihr halt. Plus Skill sozusagen. Plus 15, plus 5 auf, ne? Ich sehe das von hier nicht. Plus 8, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Helft mir, wie viel ist das bei dem Eye of Nerub? Plus wie viel? Moment, einen Augenblick. Kann ich nicht sehen,
Loot und so. Ja, wenn ihr hier schön die... Plus neun. Wenn ihr hier schön die Loot-Tables durchdiskutiert, möchte ich noch auf ein kleines Schmankerl hinweisen, was wir heute noch in der Sendung haben. Wir haben Felix, den Kollegen von Games, gebeten, mal für alle, die heute zuschauen, World of Warcraft zu erklären. Und was dabei rausgekommen ist, den ersten Teil davon, den schauen wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen bei den WoW-Porno-Nachrichten. Die Hexenmeister. Sie verbringen ihre Zeit meistens mit dem Ausschlürfen von Schädelinhalten. Hin und wieder extrahieren sie die Lebenskraft ihrer Gegner mit Winsip, um sich selbst zu stärken. Hexenmeister besitzen oft 2 bis 3 gut aussehende masochistische Hexen, die sich alle paar Minuten ohne jeden Grund eine Hand auf den Arsch knallen und dabei stöhnen. Das wird eben die ganze Zeit auf den Arsch knallen schön, das macht der Flo in der Redaktion auch immer. Ja. Das wird er in den Werbungen macht er das auch immer und deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz ab in die Werbung, damit Flo seine Bedürfnisse mal kurz ausleben kann. Danach sind wir wieder da mit den nächsten Bossen in Naxxramas, mit der Naxxramas Party live. Wir schauen mal dahin. Bis gleich nach der Werbung. Während ich mir gerade fleißig den Hintern versohlt habe, hat Phil ein ganz langes Gesicht gezogen, denn von Lars kam gerade die Idee, ja, wenn wir das Ganze mal aus einer Distanzsicht angucken wollen, dann nehmen wir da einfach Phils Mage mit. Oh, schade, der ist ja gar nicht auf unserem Server. Ach, auch schon gemerkt, dass Marlene nicht auf diesem schönen Server ist. Hast du das auch mal gemerkt? Hätte guten Drop gegeben, Phil. Ich hätte gerade schon... Ich habe extra schon drüber nachgedacht, welche Loots denn nicht mehr gebraucht werden. Die Robe gerade zum Beispiel wäre schon... Ich habe einen Vorschlag gewesen. Ihr transferiert alle 40 Mann auf Ereda. Natürlich. Wir spielen dann mal ein bisschen und dann könnt ihr wieder zurück. Ja, wir machen noch einen Auftritt, klar, aber das reden wir dann hinter der Sendung. Den Flo lassen wir da mal ganz außen vor. Wir schauen uns jetzt den Weg an zum nächsten Boss, zu unserem Boss 3 heute, zu Glut. Das ist nicht der Endboss vom nächsten Flügel. Das haben wir im Vorfeld schon erklärt. Habt ihr das erklärt? Ja, das haben wir schon erklärt. Ja, wirklich. Aber wir laufen jetzt gerade. Also hier sieht man auch sehr schön die Architektur. Nach oben bitte einmal. Von den ganzen Räumen. Es ist alles sozusagen ganz neu gemacht. In anderen Instanzen sieht man ja immer gerne, dass irgendwelche Sachen abgekupfert wurden von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel Labore oder irgendwas. Aus Scholomance geklaut und so. Aber hier ist echt alles... sozusagen neu. Da ist noch was Tolles. Auf dem Weg zu Gluff gibt es noch diese schönen Blobs auf dem Weg. Ja. Die haben schon für die eine oder andere Gilde... Auch genannt The Hardest Encounter in Naxxramas. Richtig. den Wipe bedeutet. Ja klar, Auto laufen und mal kurz im Kühlschrank rennen. Ja, oder einfach halt mal Stick. Bisschen also. Steuern. Bevor ihr euch jetzt wundert, wir haben nicht den Charakter gewechselt. Wir sind immer noch demselben, aber der liebe Krieger hat seine Ausrüstung gewechselt. Können wir da mal vielleicht drauf eingehen? Und mal dieses wunderschöne Star Trooper Equipment zeigen. Ja, hat noch nicht 9 von 9, würde ich sagen. Nein, hat er nicht. Er ist nur ein Off-Tank. Also wir haben 3 Tanks, die ausgestattet wurden sozusagen. Also die bevorzugt wurden im Gegensatz zu den anderen, aber nur aufs Tank-Equipment halt gesehen. Aber und, alles 3 Death-Krieger dann. Also wir reden gerade vom T3-Equipment. Nicht unbedingt. Also die haben dann genug Kohle, um immer umzuspecken. Okay. Also das sind richtige Bonzen, könnte man sagen. Aber der... Nimmt's, der hat hier. Der hat 6 Teile. Dann. Ja, nicht unbedingt. Also, der hat, glaube ich, so spät die Sachen bekommen, dass er nicht hätte bieten müssen. Vom Tier 3 Equipment, was man in Naxxramas bekommen kann, davon ist hier die ganze Zeit die Rede. Wir reden gerade von der Tier 3 Rüstung, die es für jede Klasse in dieser Instanz gibt. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wollte ich nur noch mal ganz kurz anmerken. Super. Das war zum Beispiel das, wo wir vorhin gesagt haben, für Schurken und für Krieger. Da gibt es dann Drops, die sind dann für die Armschienen, für 2 verschiedene Klassen. Richtig. Beziehungsweise für 3. Also. Ja. Oder mit nächsten Patch für 4. Ähnlich wie in Paladin, Schamane, Hunter und Druide. Ähnlich wie in Sol'Gurub, wo es auch bestimmte Teile gab, die man dann einlösen konnte. Das verhindert, dass es immer nur einen Drop für eine bestimmte Klasse gibt und dass dann, alle Hexenmeister haben ausgesorgt, aber es droppt die ganze Zeit. Ja, oder alle 20 würfeln halt, beziehungsweise bieten, das wäre dann natürlich auch nicht so gut. Und das ist ein recht gutes System, finde ich. Also ist sehr angenehm, dass eingebaut wurde, dass mehrere Klassen da halt auch... Das wird sogar noch mehr vereinfacht. Wird halt nur jetzt mit dem letzten Patch wurde ja sozusagen schon hinzugefügt, dass auch Schamanen ins Spiel kommen und jetzt droppen in den Instanzen wie zum Beispiel BWL, wo die Sachen ja auch schon klassengebunden sind, auch Schamanen-Items und wir waren natürlich nicht so begeistert, als dann bei uns bei Kel'Thuzad der Schamanen-Ring gedroppt ist. Weil dann von 4 Drops bei so einem starken Boss einer dann wegfällt sozusagen, das ist dann nicht so prickelnd. Und die sind natürlich auch Bind on Pickup, sprich, ihr könnt sie nicht mal für einen etwaigen Schamanen in der Burning Crusade aufheben. Und die kann kein anderer anziehen.
Das kann man da nicht mit einem GM irgendwie sprechen, ob man das dann nicht einem Schamanen-Twink gibt, nee, der dann hochgelevelt versucht. Wird? Also, das haben dann wir alles Pech. Probiert. Richtig, das ist Pech. Alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir quatschen hier viel zu lange, die Jungs warten die ganze Zeit und schauen in die Röhre. Sozusagen, ja, das ist der Anfang von dem Boss. In dieser Röhre ist eine Flüssigkeit, die jedem Spieler, der da durchläuft, Schaden zufügt. Das sieht man auch hier vorne schon ein wenig. Wenn da Leute grün leuchten sozusagen, dann hier wieder, dann bekommen sie Schaden von dieser Säure. Da müssen gleich alle durch, aber das ist eigentlich das kleinste Problem an diesem Boss. Tickt nicht hoch, macht nicht viel Schaden? Nee, 200 oder? Schaden. Also wenn man ganz durchläuft, vielleicht 3000. Aber man springt und kann dann auch mal einen Tick auslassen richtig, und sowas. Genau. Ja, richtig, genau. Also ja, das dauert bei der Horde alles nicht so lange. Da wird nicht immer wieder dieses 15 Minuten Durchgebuffe angestellt. Das dauert bei uns auch nicht lang. Achso. Das geht nur halt darum, dass sozusagen wir hier bereit sind. Wir Plappertaschen. Kein Problem, der Flo lästert die ganze Zeit rum, weil der Flo ist nämlich Horde und der wird die ganze Zeit eigentlich, wenn ich hier nicht da wäre, wird die ganze Zeit erzählen, dass wir ja nur im Easy-Mode spielen würden. Ja, und natürlich. Wenn die Horde das Ganze machen, wenn die Horde das machen würde, würde das alles viel besser und schneller. Wir fangen jetzt gerade an. Und wir fangen jetzt gerade an. Achso. Wir fangen gerade an. Schade, Flo. Ah, schade. Ja. Easy Mode or not easy mode? Nein. Ich mag auch die. Ich habe tatsächlich sogar auch einen 60er Allianz. Ein 60er Shadow Priest. Human. Also, ein Hund. Nims läuft hier gerade nach links, um sozusagen unter diesen Kacheln oder also diesen Gittern oder über diesen Gittern spawnen Skelette, die dann immer zu dem Boss hinlaufen und man muss halt verhindern, dass sie zu ihm hinlaufen, weil er sie sonst auffrisst. Und dann geheilt wird von Ghule. Ja, genau. Stimmt. Der mag nämlich Ghule sehr gerne, dieser Boss. Wir nennen den Namen nochmal. Glus ist das? Glus ist ein Köter. Ja, das ist der Schoßhund von Axdamas. Ja, und es ist eigentlich, dieser Encounter besteht, oder die Herausforderung besteht zum Großteil darin, dass man diese Ghule davon daran hindert, zum Glus zu kommen. Genau. Sprich, die kann man aber nicht töten, die haben viel zu viel AP. Das ist richtig. Man muss sie nur verlangsamen und stunnen und so weiter. Einer gewissen Zeit, das sind glaube ich 1 Minute und 51 Sekunden oder 52 Sekunden, ist es so, dass Glus alle Leute in diesem ganzen Raum auf 5% HP bringt. Auch den Main Tank? Auch den Main Tank. Alle. Fies. Also es ist egal, ob man jetzt 1 HP hat sozusagen, dann bekommt man nichts abgezogen oder ob man ganz voll ist, dann bekommt man halt die vollen 95%. Und was macht der Rest des Raids, der nicht damit ver... Der Rest des Raids macht entweder Schaden auf den Boss, solange wie niemand 5% hat, also wie alle ganz voll sind, macht der Raid Schaden auf den Boss, beziehungsweise es gibt Priester, die eine bestimmte Fähigkeit haben und den Tank also für einmal Unverwundbarkeit gegen 4, also Furchteffekte. Tankpriester. Richtig. Nein, nicht Easy Mode. Nein. Gibt's bei der Horde nur nicht. Die dem halt das verleihen können. Und dadurch wird der Main Tank nicht weggefeiert. Ja, ich wollte das eigentlich erklären, dass man ihn zu zweit tanken muss, wobei der eine immer in der Berserker-Stance sein muss, um mit Berserky Rage 4 abzubrechen. Aber gut, als Allianzer braucht man das halt nicht. Da, alle 5%, ja, du hast doch. Es gesehen, die Heals bei. Hier ist also das Problem, dass Glus auf den Main Tank einen Debuff macht, den wir von Fancris oder Kurinax kennen, aus Akku 20 der Kurinax. Das kriegen wir gleich nochmal zu sehen, dann erkläre ich das nochmal. Und das Problem daran ist halt, dass der Tank immer weniger Heilung bekommt von seinen Heilern. Und da dieser Boss aber wie, also im Gegensatz zu Kurinax und Fancris, nicht tauntbar ist, ist das halt das Problem. Aber da kann man halt den Fear ausnutzen sozusagen, dass der Tank sich wegfieren lässt und dadurch natürlich die Agro verliert. Also nicht einfach auf beide Tanks Fear Ward buffen, richtig, denn dann kriegt der andere keinen Schaden. Ja, was auch noch ein großes Problem ist, dass halt wir im Moment ein wenig am Ausmisten sind sozusagen für BC, was sich Blizzard natürlich sehr schön gedacht hat. Darauf kommen wir aber nachher zurück, weil es halt bald nur noch 25 Instanzen geben wird. Das heißt, ihr kickt alle Leute, die so ein bisschen mies aufgefallen sind. Also einmal so ein bisschen Schimpfwort in den Gildenchat geschrieben, also Schimpfwort dann fliegt da raus. Sozusagen gibt's schon, aber also wir klären das später nochmal. Okay, weil jetzt gleich kommt nämlich hier nochmal dieser Decimate. Auf jeden Fall, also dass alle auf 5% gebracht werden. Das Problem ist halt, dass er auch noch immer in einen Modus geht, in dem er viel mehr Schaden macht und viel höhere Angriffsgeschwindigkeit hat, der aber von den Huntern durch einen Tranquilizing Shot
verhindert werden kann, beziehungsweise abgebrochen werden kann. Den kennt, glaube ich, inzwischen fast jeder aus Mountain Core. Da kriegt man den zum ersten Mal. Den hat auch jeder Hunter, den es gibt. Ja. Hier sehen wir es wieder. Auf 500 HP wurde der Nimbus mit einem Schlag gebracht und er hat nicht gerade wenig HP. Jetzt werden alle, wie man hier rechts oben im Bild sieht, alle von diesen Ghouls getötet, bevor sie am Boss sind auf jeden Fall, weil sie sonst den Boss heilen. Und das ist unbedingt, also unabdingbar bei diesem Boss, weil der halt sonst ganz viel Schaden macht, sozusagen 10.000 oder 12.000 pro Schlag später. Ja, man muss ihn in der dritten Phase oder kurz nach dem dritten Mal muss er tot sein. Das heißt, ein bisschen Zeitnot ist da auch. Das sind, man kann den Kampf nicht endlos ausdehnen, sondern der muss auf jeden Fall wirklich geteilt sein. Bossen, aber es ist bei vielen Bossen so, ne? Jetzt ist es schon vorbei. Was ich sagen wollte, ist, dass wir halt heute nur drei Hunter, glaube ich, dabei haben, weil der Tuka, den ich an dieser Stelle grüßen wollte, bei uns, also bei mir zu Hause sozusagen ist, also bei einem Freund, aber bei mir in der Stadt. Und der kommt eigentlich aus Österreich und ist extra für den Raid hier sozusagen hergekommen. Weil wir haben da gestern Abend auch lecker geschmaust mit allen Leuten, mit 30 Leuten aus der ganzen Gilde. Achso, der ist nicht gekommen, weil man in Österreich kein Internet hat. Also ja, der wohnt auf dem Berg und da muss die Mutter immer die Antenne hochhalten. Der kommt immer zum Spielen runter nach Deutschland. Genau, so ungefähr. Nee, wichtig, warum du das überhaupt ansprichst, ist, alle 10 Sekunden muss man diesen Trankshot machen. Das mit 3 Minuten, das ist anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und daher hatten wir da schon so ein bisschen Bedenken, aber ist ja, wie man sieht, alles gut ausgegangen. Das ist ein sehr schönes Schild gedroppt. Nimm es bitte noch einmal die Drops. Wir sind gar nicht auf die Drops eingegangen. Zeig uns die noch mal kurz, bitte. Also kannst du es auch selber vorlesen, Nimm. Ein sehr schönes Schild gedroppt. Ja, da läuft er noch mal vorbei. Das heißt, glaube ich, Death. Ich weiß nicht, welches es ist. Ich habe leider den Loot-Table von ihm nicht ganz im Kopf. Nimm's, du stehst gar nicht am Gluth. Guck mal, die Loots. Ach so. Wir wollen den Loot. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Parler-Schild mit Mana-Rack, 6 Mana alle 5 Sekunden, 1% Spell-Crit und das ist mit den grünen Buckeln 30. da drauf? Ah, ja. Ja, genau. Sind die Horde könnt damit jetzt gar nichts anfangen. Doch, es ist genauso ein gutes Charmy-Schild. Ja, aber so ein Easy-Mode-Schild, ne, das kann man nur für also Paladin. Also es geht eigentlich nur bei Paladin, ist das für den Easy-Mode. Siehst du? Also die Horde kann damit gar nichts anfangen, weil diese Easy-Mode, der geht nur bei der Allianz. Verloren. Wir haben übrigens noch eine Frage. Deswegen laufen Horde damit gar nicht rum. Er hat den, ich glaube, Gürtel, ja, den Gürtel für Krieger und Schurken gedroppt und ja, da sehen wir halt, der droppt sonst bei auf jeden Fall woanders. Auf jeden Fall, ja, wie heißt der Boss noch? Egal. Ich weiß auch nicht. Es gibt übrigens auch ein Schild, das ist sehr witzig, das ist hier so ein Gimmick, wieder so ein Osterei, ein Easter Egg. Bei Hagen, genau, gibt es ein Schild, das sieht genauso aus wie diese Tür. Also, aber ich muss jetzt mal einschreiten. Das war Patchwork. Also, ich muss jetzt echt einschreiten. Ja. Wir machen einen Stopp mit dem Raid. Wir machen einen Raid-Stopp. Wir sagen jetzt alle Maschinen volle Kraft zurück, macht Sitz. Regeneriert euch, kuschelt mit den Paladin noch ein bisschen. Es wird Zeit für uns mal endlich das uns anzuschauen, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Unsere Naxxramas-Party. Florian, was geht denn da gerade ab in Elwynn Forest? Ja, ich habe meine Ignore-Liste ist inzwischen voll, weil links das Yell-Fenster die ganze Zeit hoch und runter geht und alle irgendwas schreien. Und ich werde gerade irgendwie gekillt. Oh. Weil ich glaube, ich mit Autowalk ausgelaufen. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier weggekommen bin. Ach so, von einem NPC. Das ich bin hier irgendwie in so Leute gelaufen, während ich hier ausgeloggt bin. Aber wir können uns das gleich mal angucken. Ich laufe eigentlich jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, Phil, was hier ist. Es ist, dieser gesamte Blackmoor-Server bricht hier, glaube ich, gerade, zumindest was den Bereich Elwynn Forest angeht, total zusammen. Wir konnten es ja gerade schon mal kurz sehen. Es sind wirklich extrem viele Leute hier. Ja, das Schöne ist ja, die Instanzen sind auf einem eigenen Server. Das heißt, wenn Blackmoor zusammenbricht. Ja, das ist natürlich dann auch problematisch, weil die Login-Server halt meistens mit den World-Servern down gehen und wenn dann jemand rausfliegt, ist er dann auch weg. Das ist das Problem. Ah, das ist das Problem. Das heißt, nicht zu viele. Das heißt, wir müssen eine Eingangskontrolle machen. Leute, die wirklich nur dahin gehören und die auch nicht Stunk machen wollen, die können da jetzt nur drauf gehen. Ich bin der Rest darf da nicht. Du bist tot. Wieso bist du tot? Ich bin irgendwie in Mobs geleckt und jetzt tot und kann auch nicht releasen. Und das mit dem besten Laptop, den es im Moment gibt. Ja, furchtbar. Also, es ist, glaube ich, ein serverseitiger Lag, nicht Laptop-Lag. Du bist tot. Ja. Dann müssen wir gleich nochmal auf die Naxxramas-Party zurückkommen. Bitte kommt hin. Der Server ist euer Server. Sag ihn nochmal bitte für alle, die es mitbekommen wollen. Auf Blackmoor. Elwynn Forest, bitte kommt in die Naxxramas-Party. Goldshire, genau. Macht euch einen Charakter. Wir geben dorthin die Loot-Tables durch. Mit den Menschen. Genau.
Menschen-Paladinen. Ja, am schnellsten mit den Menschen-Paladinen, die weiblichen Menschen-Paladinen. Am besten Lancelot oder I Love Lancelot oder sowas. Ja, sowas natürlich. Dort könnt ihr Raketen abfeuern, wir geben die Kills durch, wir geben die Loot-Tables durch, feiert mit uns. Ich glaube, Loot kann man hier nichts mehr lesen, da wird die ganze Zeit durchgespammt, das ist unglaublich. Ist was hier gejellt, ja, ich kann es gleich nochmal zeigen, wenn ich irgendwann wieder an meiner Leiche angekommen bin. Wenn du wieder gleich lebst, dann können wir das machen. Das vorher dauert. Gehen wir dann natürlich noch, wenn das gerade so schlecht ist, haben wir noch ein paar Fragen, Florian? Ja, wir hatten, da muss ich natürlich wieder rauswitschen aus dem Gelenke hier. Wir hatten eine sehr interessante Frage, finde ich, vom Schlapper Pumpf. Ich wollte mal fragen, wie das Setup des Raiders aussieht, aber jetzt nicht, wie wir das vorhin schon gesagt haben, wird immer gewechselt oder so, sondern speziell darauf, ob der letzte Patch euch nicht so einen kleinen Genickschlag mitgegeben hat und jetzt viele Leute eine PvP-Skillung zum Beispiel haben. So ist es bei den normalen, sage ich mal, bei den etwas unerfahrenen oder noch nicht ganz so weiten Gilden. Bei denen ist es jetzt so, alle holen sich jetzt durch PvP noch eben das letzte Equip, was ihnen noch fehlt. Deswegen PvP-Skillung, zum Beispiel Shadow Priest, Feral Druiden und so weiter. Ist bei euch auch so? Nein, also bei uns werden skillen die Leute vorher um, beziehungsweise wir haben nächste Woche eine Raid-Pause und allgemein, also bis BC eine Raid-Pause, wo die Leute sich dann die Sachen besorgen können. Eine Woche? Ja. Oh, immerhin. Ja, wer was haben will, muss auch was machen. Ja. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja, die Leute werden sozusagen dazu gezwungen, die Heiler, aber eigentlich nur, also auf Heilung zu skillen. Und die Damage, die da die im PvP Damage machen, machen ja meistens auch so Damage. Aber gut, erlaubt ihr denn zum Beispiel bei euch einen, ich sag mal, einen tödlicher Stoßkrieger? Heißt es, glaube ich, Mortal Strike Krieger. Zweihand Mortal Strike Krieger. Wird bei euch im Raid mitgenommen? Ja, natürlich. Ja, ich kenne es tatsächlich so, dass jeden eine Dual-Wield-Skillung vorstellt. Ja, ich weiß nicht, bei euch ist es ja, also bis zum letzten, oder bis zu einem der letzten Patches war es ja bei euch so, dass ihr auch keinen Segen der Rettung sozusagen hattet. Nein, also wir sind durch Molten Core und BWL und sowas, da waren wir auch eine der ersten mit meiner alten Gilde, Dago das Ziel, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, weil das sind alles ganz nette Menschen, haben wir auch ganz ohne Deftanks sozusagen die Sache durchgezogen, was natürlich auch nicht so schwierig war, wegen unserem Vorteil. Wir als Allianzler mit dem Easy-Mode haben den Vorteil, wir können die Leute mit dem Mortal Strike mitnehmen. Da hat die Hordler, muss er schon ein bisschen wir besser aussehen. Wir können noch Spaß am Spiel haben nebenbei. Bei euch und wir müssen uns auch anstrengen. Flo, haben wir noch ein paar weitere Fragen? Ja, durchaus, durchaus. Also wenn eure Frage auch vorgelesen werden soll, bitte schreibt in die Comments zu News auf giga.de. Schreibt eure Frage, wir werden sie vorlesen. Wenn es nicht so Fragen sind. Schreiben gerade so. Hör mal auf mit den Fragen aufrufen, Phil. Warum? Bitte alle Fragen schreiben. Nein. Weil sie es alle tun und weil sie alle wissen möchten, zum Beispiel, ob du traurig bist, dass du Horde spielst? Nee, weil einfach die Seite inzwischen schon so langsam ist, weil so viele Fragen kommen. Lieber Flo, um deine Gesundheit weiterhin zu erhalten, ist dir davon abzuraten, den Laptop in Zukunft auf den Schoß zu nehmen, dass sie den erwiesen haben, dass die männlichen Genitalien davon erheblich geschädigt werden. Ja, das habe ich auch gehört. Kannst du mal kurz halten? Ich werde es heute Abend überleben, danke. Aber vielen Dank. In Zukunft werde ich es nicht mehr tun. Aber jetzt eine sinnvolle Frage. Und zwar nehmen wir doch mal hier Ellie oder Horde. Finde ich, das ist eine sehr sinnvolle Frage. Tippen wir mal drauf. Beides hat sicherlich seine Vorzüge, aber Allianz natürlich. Jetzt. Nein, ernsthafte Fragen. Natürlich muss das jeder für sich selber wissen. Denke ich auch. Wäre zum Beispiel Nux Up Burning Crusade für alle, fragt Spacey. 24. Den genauen Inhalt der Frage haben wir auch gleich. Also ich denke... Ja, also ich denke, es geht um das Thema, ob, wenn man Level 70 ist, Naxxramas für alle sozusagen gut zu machen ist. Ja. Und also ich habe selber ja schon, wir haben ja selber schon Burning Crusade gespielt und haben gesehen, dass es da sehr gute Items gibt sozusagen und ich glaube, es lohnt sich nicht mehr so sehr nach Naxxramas zu gehen. Nur noch für ein paar gute Items. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mal von Phils Gilde ausgehe, das sind alles so Rentner, Hausfrauen und andere Gelegenheitsspieler, die alle so anderthalb Stündchen am Tag Zeit haben. Die Mona kommt ja gleich dahin. Die Mona, nein. Und ist es dann so, wenn die jetzt auf irgendwann dann doch geschafft haben, so in anderthalb Jahren Level 70 zu werden, um dann mal so eine Fünferinstanz zu schaffen, sollten die dann nicht vorher, sollten die dann nicht vorher vielleicht sich noch eben Tier 3 holen mit ein paar 70ern? Ja, also kommt immer auf die Klasse an, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, was die da machen. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, die werden da haben sie gerade Spaß sterben wollen. Beim Sterben? Ich meine, es kostet ja auch nichts. Nur kurz zur Information, während wir hier die Fragen, vielleicht nochmal ganz schnell Frage an dich, speziell, ob ihr nach dem 16.01. auch noch Nax Akku gehen werdet, das hat sich damit ja dann erledigt. Das hat sich damit erledigt. Instant auf Level 70 und ja, wir machen. Werden also erstmal Zeit brauchen, um auf Level 70 zu kommen, weil wir halt auch Berufstätige und
auch Personen haben, die im Moment ihr Abi machen wollen und noch andere Sachen zu tun haben, außer WoW zu spielen. Aber wo du gerade über Ausrüstung sprichst, habe ich noch ein wundervolles Thema, was wir heute Abend auf jeden Fall anschreiben werden und wo ich im Vorfeld auch Fragen bekommen habe. Und zwar Naxxramas in Bezug auf legendäre Waffen. Das sind die Waffen, die nicht lila sind, nicht blau, nicht grün, nicht weiß und nicht grau. Das sind die Waffen, die diesen orangenen Farbton hat. Und jeder, der so eine orange Farbe irgendwie sieht, kriegt da so ein Flimmern in den Augen. Es gibt ein paar Waffen im Spiel, die orange, also legendär sind. Richtig. Und mit zweien hat auch Naxxramas zu tun. Und mit einem möchten wir uns jetzt gerne beschäftigen. Das ist der Stab. Der Stab. Ja, also... Sollen wir nicht erstmal auf Thaddeus kurz eingehen? Wurde jetzt schon gerade auf dem rumprügeln? Oder beziehungsweise auf sein Netz? Okay, dann gehen wir auf ihn ein und gehen später auf Thaddeus ein. Also das ist jetzt Folgen sozusagen. Das ist ein Vor-Ad von Thaddeus, um einmal kurz das Allgemeine zu erklären. Thaddeus ist ein Boss, bei dem es stark um Elektrizität geht sozusagen. Wir können natürlich klar sagen, dass wir hier nicht den perfekten Physiker brauchen, um alles zu verstehen, sondern diese beiden Bosse hier, die Vorbosse, sind an solche, wie sagt man denn, auf jeden Fall an solche Elektronen angebracht. Und wenn diese Bosse, also diese zwei Anfangsbosse, zu weit von diesen Elektroden weggehen, dann gibt's ganz groß Bumm und die, also sozusagen, dann sterben alle. Aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und dieser Boss ist halt, also der eine Boss macht einen Thunderclap, also Donnerschlag sozusagen, den wir vom Krieger kennen, der dann auch Mana abzieht. Ja, natürlich. Hatte eine Kommentare. Ja, ist verdammt heiß unter dem Laptop übrigens auch. Flo schüttelt sich gerade den Laptop aus. Auf jeden Fall muss man da halt nur mit Nicht-Mana-Klassen dran stehen. Sozusagen, damit man im Endkampf noch genug Mana hat. Und auf der anderen Seite wird halt sehr viel Schaden von diesem Donnerschlag ausgehen. Deshalb dürfen keine Nahkampfklassen bis auf der Tank dran stehen. Ähnlich Twin Emperors in Ankirai. Richtig. Bis auf, dass es hier halt keinen direkten Switch gibt, sondern alle 20,6 Sekunden. Oho, ich weiß das so genau, weil ich damals immer die Timer geschrieben habe. Oh. Ist es so, dass der Tank rübergeworfen wird von dem jeweiligen Boss und dass es dann sozusagen einen Tank-Switch gibt. Aber da diese beiden Anfangsbosse sehr empfindlich auf Spot sind, also Taunt, ist es sehr einfach, wieder die Aggro zu bekommen. Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass man bei diesen, bei diesen beiden Vorbossen endlich mal nicht unter Zeitdruck steht, sondern da kann man sich wirklich schön viel Zeit lassen. Ja, man muss sehr gute koordinative Fähigkeiten haben, weil nämlich diese Bosse nahezu gleichzeitig getötet werden müssen und sie sonst wieder aufstehen und das Ganze dann in einem Dilemma endet. Aber man kann, sagen wir mal, langsam machen, dass dann die Healer zumindest, wenn es in Richtung Thaddeus geht, noch volles Healing haben etc. Ja, also man muss dann nicht Power Executen mit Recklessness anmachen. Genau, das braucht man dann bei Kriegern was. So, komm, ich stelle mal noch ganz schnell ein paar Fragen zwischendurch. Ja. Frage an Nimz und Tonno, wenn ihr jetzt gerade was beantworten könnt. Wie viele Stunden zockt ihr denn so am Tag gerade? Fragen wir mal den Tonno, so als Main-Tank. Darf man ja eigentlich nie fehlen. Also, ja, das ist richtig. Also, man ist wohl darauf bedacht, dass man regelmäßig zu jeder Raid da ist. Also, ich arbeite also jeden Tag und bin dann so gegen 4 zu Hause, erledige so die Grundbedürfnisse, die man so hat. Und ja, und dann spielt man auch so ab 5, 6 Uhr ist man auf jeden Fall online. Und dann auch bis 11 maximal sind unsere Raid-Zeiten. Wir raiden immer so zwischen 6:30 und 11 Uhr. Das wäre zweimal, dreimal die Woche so. Und dann müssten wir eigentlich mit dem Wichtigen immer fertig sein. Sollen wir uns jetzt mal reichen von ihm, weil wir müssen mal ganz kurz auf den Kampf zurückschalten. Da wird es nämlich kritisch und anstrengend für die Konzentration. Genau, das ist auf jeden Fall einer der vom Denken her anspruchsvollsten am Anfang. Natürlich, wenn es einmal drin ist, dann hat man es sozusagen. Aber wir müssen hier rechts unten auf den Bildschirm gucken, wo wir ein Minus sehen bei Nimz. Und wir werden vielleicht gleich in den Genuss kommen, ein Plus zu sehen. Weil es wird nämlich immer die Hälfte des Raids mit einem Plus und die Hälfte des Raids mit einem Minus geladen, welche sich dann zusammenstellen müssen. Und alle 5 Sekunden wird sozusagen dieser Debuff abgefragt. Und wenn ein anderer, also einer mit einer anderen Polarität in der gegnerischen Polarität, wir sehen jetzt, dass das blaue Plus steht, dann bekommt dieser
also 2000 Schaden von allen anderen, beziehungsweise gibt 2000 Schaden an alle anderen ab. Können wir vielleicht auch nochmal mit unserem Tank mal ein bisschen hochgucken, damit wir den Boss auch mal in seiner vollen Pracht sehen können? Weil wir sehen die ganze Zeit nur die Füße. Ja, ich glaube, der hört uns nicht so gut. Er hört uns gerade nicht so konzentriert. Okay, lieber konzentriert gewinnen als da sehen wir auch, mit einem schönen Boss. Also vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass Nimes sehr viel Schaden macht. Das liegt daran, dass dadurch, dass die Leute zusammenstehen, wird sozusagen ihre Polarität an die anderen weitergegeben und dann lädt sich das auf, sozusagen. Also das bedeutet im Klartext, wenn 19 Personen nebeneinander stehen, dann macht Nimes 190% mehr Schaden. Das addiert sich als dann. Richtig, genau. Es addiert sich pro Spieler um 10% und im Endeffekt macht man dann also dreimal so viel Schaden. Ja. Das ist, und das ist jetzt auch das ist jetzt quasi der Kampf. Richtig, das ist also mehr gibt es ja jetzt auch nicht zu beachten für uns. Genau, aber die Ausführung ist halt sehr schwierig, weil nämlich halt, wie gesagt, alle 5 Sekunden das abgefragt wird. Und wenn er diese Umverteilung macht, dann muss man ziemlich schnell reagieren. Ja. Jetzt sehen wir das. Dann macht er diese Umverteilung. Ja. Jetzt muss man sofort rüberlaufen. Und man darf halt nicht bei den anderen stehen. Man läuft noch ein bisschen weiter, um sicher zu gehen, dass man auch wirklich von den anderen weg ist. Und er macht halt auch kleine Zwischenschäden, wie man hier zum Beispiel diesen Blitz sieht. Mhm. Und so teilt er eigentlich sehr wenig. Also mal kurz auf K gehen bei dem Boss vorher oder während des Kampfes, geht gerade nicht. Man kann sich auch nicht ziehen lassen, man muss die ganze Zeit voll konzentriert sein. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Hauptprobleme, die Gilden oder Spieler in den Instanzen haben, wo es jetzt so schwer wird. Weil man halt, okay, es ist ein Computergegner, mit dem wir spielen oder der auf uns reagiert. Aber trotzdem hat dieser Computergegner so feine Mechanismen, die abgefragt werden oder erfordert so feine Reaktion, dass es da wirklich auf totales Teamplay und richtige Konzentration abkommt. Und die meisten Wipes passieren doch oft wegen Unkonzentration. Das auf jeden Fall. Also, wobei es auch teilweise daran liegt, dass man sehr viel Pech hat sozusagen bei den Bossen, aber man kann eigentlich die meisten Wipes auf das Konzentrationsvermögen der Spieler zurückführen. Du sagst, dass ein Restrisiko bleibt immer. Das ist ein Restrisiko, was heute Abend auch bleiben wird. Wir haben mit euch eine der besten Gilden eingeladen, in dem Hoffen, dass das Ganze hier wipefrei über die Bühne läuft. Aber selbst den besten Gilden kann irgendwie was dazwischen kommen. Wir sehen auch hier links oben, dass schon einige Spieler gestorben sind. Ja, 4 an der Zahl. Es sind sogar noch mehr. Es sind 7 Spieler. Sind von uns gegangen. Das seht ihr an dem Grauen oben. Wenn ihr mal oben ins Bild schaut, oben links, die Spieler, die grau hinterlegt sind, die weilen leider im Moment nicht mehr ohne uns. Die Plus-Minus-Polung hat da ihren Tribut gezollt. Das ist richtig. Die waren entweder halt zu langsam, beziehungsweise... Kurzes Feature im Spiel, was auch mit einem der letzten Patches, ich glaube, es war sogar der Naxxramas-Patch 1.11 mit ins Spiel eingeführt wurde, ist die Funktion des Markierens. Wofür benutzt ihr das denn jetzt hier zum Beispiel bei diesem Kampf? Also dieses Sternchen über diese Symbole über den Gegner. Man kann es über den Spieler setzen, über den Boss. Ich glaube, das sind die Group Healer sozusagen, also die Gruppenheiler, die man hier braucht, um die Gruppe halt am Leben zu halten. Und dann können sich die Personen an diesen Spielern orientieren, sozusagen, damit sie halt auch diese Gruppenheilung abbekommen. Jetzt wird es noch ein bisschen kritisch, Jetzt kann er mal auch hochgucken. Jetzt guck mal bitte hoch, damit wir den Boss auch mal... Ja, genau, Frankenstein höchstpersönlich steht da vor uns. Ja, Frankensteins Kreatur kommt erst noch. Ich denke mal, das war's. Ich denke auch, tatsächlich einer der konzentrationslastigsten Encounter kostet uns für den ersten Wipe kein Problem. Von der Zeit her eingeplant. Ja. Für uns ist es nicht peinlich, Phil, oder? Ich finde es überhaupt nicht peinlich. Gut, für uns Allianzler, die wir ja im Easy-Mode stehen, haben wir einen gewissen Ruf zu verlieren. Ja. Den habt ihr übrigens gerade verloren. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir den Rage schnell wieder buffen, schnell wieder auf die Beine kriegen, wiederbeleben. Ja genau, erst wiederbeleben, also dann buffen, dann sammeln, Taktik besprechen und dann legen wir los. Und Flo, wie sieht es denn jetzt endlich aus mit der Party? Das ist mir ein bisschen nur zu wenig Stimmung in der Bude. Ja, mir auch, durchaus. Ich kann aber kurz sagen, hier liebt einer Lena. Lena, ich liebe dich. Gezeichnet Eike. Für alle, die es wissen wollen, Lena, Eike liebt dich. Ich lebe jetzt aber auch wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt von meinem Monitor abgreifen können oder nicht. Du hast ein neues Kabel drin. Ich habe ein neues Kabel drin, aber... Uns wird gerade signalisiert, dass wir das nicht können. So, macht ja nichts. Ich laufe trotzdem mal hin und stelle den hier unten hin. Vielleicht kann man ja das ein oder andere sehen. Ich laufe gerade... Ich habe gerade meine Leiche wiedergefunden. Und du läufst gerade gegen einen Wand. Ja, ich laufe jetzt zurück nach
wie die Stadt auch immer heißt, und schicke euch so lange unglaublich schöne und tolle informative Produktinformationen auf den Bildschirm. Bis gleich. Wir haben die Party, Phil. Die Party läuft, die Party im Elven Forest. Ich bin angekommen. Wir haben zwar keinen Sound, aber das ist völlig egal. Denn wow. Schaut euch das mal an. Das seid ihr, wer auch immer gerade zuguckt. In der Mitte laufe ich mit dem vom Phil designten weiblichen Menschenpaladin. Da, dieser schwarz angezogene, das bin ich. Und hier, das ist die Giga-Party zu Ehren der Illuminati, muss man sagen, auf dem Server Blackmoor. Da oben guckt euch das an, zum Beispiel ein Tauren-Schamane. Und es ist kein böses Rumgebombe und sie bashen sich nicht gegenseitig. Das finde ich ja mal wirklich sehr hervorragend und sehr lobenswert. Normalerweise sprengen dann immer, manche Gruppen meinen dann immer, die ganze Party sprengen zu wollen, indem sie dann da hingehen und einfach nur böse drauf loshauen. Ich finde das total super, die Völkerverständigung. Können wir Raketen steigen lassen oder irgendwie ein bisschen da... Ja, ich muss durchaus mal gucken. Ich hatte vorhin einen Kontaktmann, nur diesen Kontaktmann werde ich jetzt... Was für ein Parler lädt mich an der Gruppe ein. Werde ich jetzt leider nicht mehr finden. Ihr seht das hier unten. Es wird durchgelollt. Ein unglaubliches Gespräch. So schnell komme ich gar nicht hinterher mit dem Leute ignorieren. Deswegen bleibe ich einfach... Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Bleibe ich einfach im Alt-Y-Vollbildmodus. Dann sehe ich das alles gar nicht. Und kann hier also keinen Go geben für Raketen. Aber wenn hier jemand Raketen hat, startet sie bitte jetzt. Ich gucke ein bisschen in den Himmel. Tja, Flo, deine Stimme hat nicht genug Gewicht auf diesen Server. Wir müssen ja damit rechnen. Sekunde mal. Also wenn so ein Horter, Sekunde mal. Wenn jetzt die meisten, Phil, lass mich mal ausreden. Die meisten, die das hier gucken, werden es auf dem Stream gucken. Und der Stream hat bekanntlich um die 30 bis 1,30 Verzögerungen. Und insofern werden hier gleich 22, Dinger 23, starten. 24. Wenn das nicht so der Fall ist, dann weiß ich auch schon, warum. Hordler haben kein Gewicht auf diesem Allianz-Vorplatz. Das heißt, wenn Hordler da seine Stimme erhebt, wie das gerade passiert ist, ich würde dann auch nicht hören. So, jetzt macht man hier ein bisschen Raketen. Ich beobachte weiter die Raketen und bedanke mich bei allen. Das sind hier Grüße von Naziata. Ich persönlich sende mal ganz liebe Grüße vom Server Azshara an alle, die hier zugucken. Denn auch dort hat man euch natürlich ein bisschen beobachtet. Und auch nochmal liebe Grüße, wo wir gerade die ganze Zeit bei den Grüßen waren. Sende ich dann einfach mal an meine Gilde raus. Ich habe nämlich eine neue, Phil, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ach, auf Azshara. Wahrscheinlich ja. Eine Horde-Gilde, oder? Allianz war dir zu einfach. Besondere Grüße übrigens an die Wilde Hilde. Die Wilde Hilde gilt auf dem Server. Echt? Ja. Tatsächlich? Bei uns heißt sie eigentlich Hildrud. Also, ach so. Ja. Nee, bei uns gibt es auch die Wilde Hilde. Ja. Wir haben noch, während Flo da gerade abfeiert und seine Rakete in den Himmel steigen möchte, haben wir euch noch den Felix vorbereitet, der, wie ihr das alles schon mitbekommen habt, für euch World of Warcraft erklärt mit einem neuen Begriff, Build-Up. Der Druide kann sich in alles Mögliche verwandeln. Bevorzugt in Feigwarzen, Darmkrebse und Robben. Während der Robbenjagdsaison nimmt die Sterberate der Druiden spürbar zu. Außerdem bekommen sie mit höherem Level Rüstung aus Blätter, Hirschgewein und Ästen, mit denen sie natürlich ein bisschen bescheuert aussehen. Auf die Bezeichnung Dudu reagiert der Durchschnittsdruide mit ausgedehnten Flame und der Verwandlung in eine Eule. Genau. Aber bei euch nicht auch immer Dudu? Wir sagen immer Dudu. Ja. Und Pfötchenbuff. Pfötchenbuff? Oder Baumschubser werden gerne die Nachtelfendruiden genannt. Ja, Baumschmuser. Jetzt reißen sie da vorne, die beiden Krieger reißen jetzt auf einmal den Mund weit auf. Wer hat denn gerade den Vibe verursacht? Das ist so die Frage aller Fragen. Liebe beiden Krieger, woran hat es denn gelegen? Ich würde sagen, an der Motivation, an der falschen Motivation bestimmter Leute. Also wir gedacht haben, hauen wir mal richtig rein. Hau mal einen Namen raus. Kani, hi Kani. Wer? Der Kani. Das ist ein was? Ein Krieger. Ein Zwergenkrieger. Oh, ein Zwergenkrieger. So, hat sich wohl gebufft bis zum Erbrechen und dann hat er wohl Aggro gezogen. So sieht's aus. Und dann lief das ganze Aggro-Management ein bisschen so außer Kontrolle. Das Ding ist nur, ihr seid ja so klein, dadurch, dass Burning Crusade bald kommt. Das heißt, wenn der Krieger jetzt gleich, dadurch, dass wir ihn genannt haben, keine Lust mehr hat, kommen wir in total große Schwierigkeiten, weil ihr euch so gesund geschrumpft habt, dass da kein Backup mehr da ist. Ja. Also wir sollten die Leute mit Samthandschuhen anfassen, auch wenn sie Wipes verursacht haben. Das soll jetzt auch kein Hindernis sein für uns. Wir starten mit dem Kampf einfach nochmal von vorne und ich würde sagen, wir schalten ins Game. Ich gebe ab an unseren Regisseur, den Off-Tank, und wir werden jetzt das Bild, wir sehen das Bild jetzt gerade schon auf unserem Plasma-Monitor, und ich würde sagen, Jungs, haut ihn auf die Mütze. Schöne Grüße noch nicht von Anub Arak, dem Server, und
von Durotan, also sämtliche Server jetzt hier vertreten und grüßen. Gerade ist schon wieder diese Seite von, wie nennt man diesen Kontinent, wo Elvenwald drauf ist? Das sind die östlichen Königreiche. Ja. Abgestürzt. Also wir hatten gerade schon wieder alle Disconnect hier. Stehen ziemlich viele Leute rum, spammen irgendwelche Teamspeak-IPs. Hier schreibt einer, I love Lancelot tatsächlich sogar. Das ist, Moment, ich kann es dir gerade sagen, habe ich nämlich gerade im Visier. Hauptmann Algas von Genei Ryodan. Was hast du ihm gezahlt? Kenne ich natürlich. Nein, aber Paladin. Also ja, Paladin unter nicht, sich. Aber von deinem Server. 60er so. Paladin mit Rang 14 Schwert. Ja gut, das haben wir inzwischen sehr viele. Wie hieß der nochmal? Hauptmann Algas. Ach, ich habe gedacht, der heißt Hauptmann Algas. Nein, also Algas quasi. Ja, von okay. Genei Ryodan. Mhm. Ja, okay, ich habe gedacht vom Server. Er liebt dich. Ja. Und hier heißt einer Lancelot FTW. Ja. Tatsächlich. Danke. Sowas. Sowas lobt sich doch. Wenn sie Schilder basteln könnten, würden sie sie hochhalten. Ja. Sie können Schilder hochhalten durch die Sprechblasen. Ja, das stimmt. Aber vielen Dank besonders an die Hortler, die sich hier reintrauen, obwohl sie hin und wieder sterben. Finde ich sehr mutig. So. Tipp, nackt ausziehen, dann gibt's auch keine Repkosten. Gibt's auch so nicht. Beziehungsweise Abnutzung. Ah ja, stimmt, ist ja PvP, genau. Ja, genau. Es sei denn, sie lassen sich dann nackt von den Wölfen beißen, die da rumlaufen. Das wäre natürlich die Level 1 Wölfe. Das wäre natürlich eine Herausforderung. War übrigens doch ein anderer, der das geschrieben hat. Wenn du mit deinem Nahkampf nicht geskillt hast, ne, wenn du deinen Nahkampf nicht geskillt hast, könnte böse enden. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht in Details verheddern. Wir sind wieder dabei bei unserem Bosskampf. Wir müssen wieder die beiden Vorbosse nehmen. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen nervig, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Wipe war auf jeden Fall nervig, besonders also das ist natürlich ein großes Problem in World of Warcraft, dass mit dem Equip zwar der Schaden steigt, aber die produzierte Aggro vom Tank natürlich nicht. Wir wollen jetzt nochmal ganz normal aufarbeiten, ohne hier Schuldzuweisungen zu machen. Woran hat es genau gelegen? Es wurde zu viel Schaden produziert? Dass eine Person halt Aggro gezogen hat, die dann gestorben ist und dann wahrscheinlich irgendwie es ist ziemlich laut im Teamspeak. Ich glaube, wir erklären das mal. Könnte laut im Teamspeak geworden sein. Wir erklären mal ganz kurz, worum es mit dieser Aggro auf sich geht. Das heißt, der Oberboss richtet seine Aggro bzw. Aufmerksamkeit auf den Main Tank. Und wenn das nicht so ist, weil man zum Beispiel dem Boss mehr böse macht als der Main Tank selber, weil der Main Tank, der ritzt den immer so schön und die anderen, die ritzen den auch, aber nicht so stark sozusagen. Für die Laien unter uns, dann kann das natürlich dazu führen, dass ein anderer Schaden bekommt sozusagen, dass der Boss auf eine andere Person zugeht. Und mehr sauer ist das auf ist, die. Das ist wie in der Disco, wenn dann die ganzen bösen Menschen ankommen und nicht wissen, wen sie verprügeln. Nein, man hat ja nicht umsonst den Main-Tank ausgewählt, weil er halt besonders viel Rüstung hat, weil er besonders viel HPs hat. Dadurch kann er, ist das alles ein bisschen kontrollierter, der Schaden kann mehr aushalten. Darauf konzipiert, auszuhalten und nicht den Schaden auszuhalten. Nenn jetzt mal so einen Hexenmeister, der sich gedacht hat, hey, ich hau mal ganz viel Schaden raus, krieg dafür aber die Aggro, der hat dann natürlich Probleme, weil der nicht so eine hohe Rüstung hat, nicht so viele HPs hat, geht natürlich schneller down. Deswegen sehr wichtig in World of Warcraft, vor allem in Instanzen, wenn man in der Gruppe spielt, dem Krieger nicht die Aggro klauen. Das ist so eine der Binsenweisheiten. Genau, das ist sozusagen so wie, wenn man hier im Giga-Studio keine Computer kaputt macht, das ist einfach klar. Also okay, nehmen wir da mal ein paar Leute aus hier, oder? Ne, Florian? Hat er schon einen Computer kaputt gemacht? Ah, eine Kamera hat er mal fallen lassen, oder? Nee, das war der Rülp. Tut mir sehr leid, aber da muss ich dich enttäuschen. Okay, dann ist er wahrscheinlich einer von denen, die immer Aggro ziehen. Genau, einer von denen, die immer Aggro ziehen. Nee, ist ja der Krieger, ist ja den Vorteil, aber ich glaube, er ist nicht der Main-Tank. Wir gehen ein bisschen weiter zum Fight. Ich habe einiges geklärt hier mal gerade. Ich habe den Yell, den 1 und den Say ausgeschalten. Jetzt wird schon einiges ruhiger. Du hast gesagt, Raketen hoch und kam keine. So, ich habe auch den Organisator gefunden, der Party, und das ist Merda. Merda? Merda von der Gilde Sitanimuli. Er soll dich mal bitte anschreiben, wieso er gestern nicht beim Mongolen war. Ja, warum warst du gestern nicht beim Mongolen? Frechheit. Auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier alles so ein bisschen mitorganisiert hast, und lass endlich mal die Raketen fliegen. So, das hatte ich nämlich mit ihm im Vorfeld abgesprochen. Ach so, ja, das ist ein ganz netter Kerl. Die Raketen werden dann fliegen, wenn der Boss gerade fällt und wir auf jeden Fall auf dem Boss bleiben müssen. Dann kommen die Raketen, wenn wir wieder reinschalten, ist Flo schuld, dass wieder keine da war. Das stimmt. Mir ist warm. Ja, das ist kein Wunder, wenn du die ganze Zeit den Laptop auf deinem Schoß hältst. Wenn ich mal nochmal auf die Loot-Tables zu den Bossen zurück. Wir sehen hier gerade, der erste Zwischenboss ist wieder down. Genau. Wir müssen jetzt beide sind, sie mussten ja gleichzeitig fallen. Genau. Die Bosse in Axramas, was können die denn
so droppen. Wir haben schon gehört, die können T3-Items droppen. Das sind diese Dinger, die man dann gegen das Tier-3-Set eintauschen kann. Aber wo ist denn der Loot so angesiedelt bei den einzelnen Bossen? Ja, also es gibt wie in jeder Instanz bei jedem Boss für jede Klasse, oder nicht für jede Klasse, aber immer so bestimmte Schmankerl sozusagen, wo man sich dann drauf freut, und bestimmte Items, wo man sich halt nicht so drauf freut. Und meistens droppen halt die, wo man sich nicht so drauf freut. Wie zum Beispiel Schamanen im Tier 3 Teil. Ja, da freut man sich dann natürlich gar nicht drauf. Aber es gibt halt so Items, die nimmt man, obwohl man sie nicht braucht, sozusagen. Also da gibt es bestimmte Personen, die das machen. Und es gibt auch Items, wo man sich dann sozusagen drum reißt. Hier oben sehen, rechts oben sehen wir schön, dass da jemand geschickt runtergefallen ist. Beim Rüberspringen, wie wir das gerade gesehen haben. Und der muss dann halt laufen, aber das ist auch nicht so das große Problem. Also ist auch schon wieder einer tot, übrigens. Ja, also das ist dann natürlich immer problematisch. Es ist tatsächlich so, dass bei Thaddeus der gesamte Damage gebraucht wird. Es sollten möglichst wenig sterben, oder? Wenn früh viele sterben, ist da eigentlich schon Essig, oder? Ja, aber also bei unseren Leuten jetzt heute nicht so ganz, aber generell eigentlich schon. Also ihr habt heute so viel Damage dabei, dass genau, es kein Problem ist. Genau, wir haben auch so viele Pots, die wir reinschmeißen können und sowas. Also für die gesamten 4 Stunden sozusagen wurde das schon eingeplant, obwohl wir eigentlich keine 4 Stunden durchgehend das machen. Nenn doch mal ein paar Zahlen. Ich habe da vorhin schon Zahlen gehört. Hast du sie auch im Kopf, was ihr an Pots für diesen Raid zusammengefarmt habt oder zusammengestellt habt? Ja, 80 Flask of Titans sozusagen. Also Einzelkosten? Einzelkosten? Einzelkosten um die 35 bis 40. Nee, gar nicht. Mehr. 60 bis 70 Gold. 60 Gold. Und da habt ihr dann 80 Stück. Wie viel Frostschutztränke? Um die 1500 bis 2000. Große. Ja, klar. Gibt's überhaupt kleine? Nee, bei Frost gibt's, glaube ich, keine kleinen. Frost nicht. Ich find's aber gut, dass ihr euch so schön auf die Sendung vorbereitet also habt, damit es hier auch alles ohne Probleme läuft. Wie macht ihr sonst Naxxramas? In welcher Zeit? In welchem Zeitraum? Also wenn es sehr gut läuft, geht's an 2 Tagen. Sonst halt 2 Tage und einmal eben 2 Bosse sozusagen. Also normalerweise machen wir halt Mittwoch und Donnerstag sozusagen alle Wings fertig. Und dann am Samstag machen wir dann noch die letzten beiden Bosse. Also als Sahnehäubchen dann nochmal Saphir und den Eisdrachen. Damit die Leute sich richtig auf die Drops freuen und sich dann auch gut anstrengen sozusagen. Schön nach dem Feiern am Freitag nochmal die Bosse da legen. Nochmal eine Frage, gibt es bei ihm auch eine Zeitbegrenzung? Ist, glaube ich, nicht weiter. Haben wir gerade auch schon gesehen. Also gerade hat er ganz böse rot geleuchtet am Ende. Und da dreht er sich einmal nach links und zerstört alle Polaritäten und einmal nach rechts und zerstört alle Polaritäten. Und dann ist man muss ihn also früher downbringen, bevor es dazu kommt. Ja, auf jeden Fall. Das sind 5 Minuten. Okay. Und halt alle 30 Sekunden wird das geändert. Diese Polarität, also 10-mal hin und her laufen sollte eigentlich schon drin sein, aber unsere Leute nehmen es da heute nicht so mit der Konzentration. Aber ich finde es dadurch eigentlich doch viel besser, dass jetzt die Kämpfe kurz und knackig gehalten werden auf 5 Minuten, als wenn ich jetzt den Schwierigkeiten nur dadurch bestimme, dass ich jetzt halt sehr lange überleben muss, sehr viel Mana haben muss und so langwierige Kämpfe, weil ein Kampf, der 20 Minuten dauert, okay, das gibt es auch in Naxxramas, das gab es auch in anderen Instanzen, aber das ist ja mehr so eine, ich muss jetzt wirklich lange überleben Sache. Ja. So 5 Minuten ist ja schön kurz, knackig und braucht man trotzdem Genusskill. Ja, das Problem ist nur, dass es natürlich schwieriger ist, sich über 10 oder 20 Minuten konzentriert zu halten und die ganze Zeit keinen Fehler zu machen, als wenn man nur über 5 Minuten keinen Fehler machen muss, sozusagen. Wie man das auch hier sieht, zum Beispiel Maxna ist einer der kürzesten Kämpfe, beziehungsweise also dieser hier auch, aber ist auch einer der einfachsten halt. Und Maxna und dieser Boss hier waren eigentlich die 2 ersten Endring-Bosse, die weltweit gelegt wurden und auch von uns gelegt wurden. Es gibt ja Unterschiede in der Schwierigkeit der Bosse. Jeder Boss ist nicht gleich schwer. Ich denke mal, wenn man einmal die Taktik raus hat, dann ist schon mal ein großer Schritt dazu getan. Habt ihr denn eure Taktik veröffentlicht? Ihr wart ja einer der... Oh, wer ist gerade gefallen? Ja, noch kurz die letzte Frage. Ja. Ihr seid ja eine der Gilden, die recht schnell in Naxxramas unterwegs waren. Habt ihr denn die Taktik dann auch gepostet, öffentlich, publik gemacht? Nein, also als wir das gemacht haben, da war bis auf von den letzten Bossen sozusagen, also von Four Horsemen und Saphiron und Kel'Thuzad, bis auf von denen waren da schon so gut wie alle Taktiken veröffentlicht sozusagen, also vollkommen. Und wir haben uns da nicht viel Mühe gegeben, sozusagen da irgendwie der Community was beizufügen. Ich frage mich jetzt, warum rennt er weg? Wir wollen doch den Loot angucken. Ja. Er läuft jetzt gleich wieder hin. Das ist nämlich, wie wir hier rechts unten sehen, läuft diese Polarität dann ab. Und
Das Problem ist halt, dass man nicht in die anderen Leute reinlaufen darf, sozusagen. Ah, weil man sonst mal, dann haben wir stirbt. Das auch nochmal geklärt. Das heißt, alle, die sich jetzt gewundert haben, warum er denn wie vom Berserker ergriffen einfach mal durch die Gegend in den Teich gelaufen ist, das liegt halt daran. Ja. So, wir haben noch ein paar Fragen, die wir ganz schnell noch beantworten können. Eine speziell an den Nims, der gerade schon beschwichtigend die Hände in die Höhe gestreckt hat. Und zwar wollte gerade jemand wissen, wie viel Attack Power du aktuell hast. Also genau jetzt mit sämtlichen Buff oder beziehungsweise gerade mit Maximalbuff. Ja, also jetzt fehlt noch Schlacht. Also ich habe 2175 ATP. Mach auch noch mal einen Schlachtruf drauf, kannst ja machen mit. Sekunde, Schlacht. Ja, Schlacht doch. Schlachtruf habe ich noch drauf. Entschuldigung, aber Rampage habe ich nicht drauf. Da muss man dann halt nochmal 250 dazu rechnen. Das kann aber man so leider 2175. Wie viel? 2175. Da ist ordentlich. Ja, das ist, ordentlich Holz bei der Hütte, könnte man dann sagen. Dann hat mein Nascher nicht ganz. Da muss man mal 1000 abziehen. Schlank. Ah, gut, aber der ist dann auch unbufft. So, ich hau nochmal ganz schnell ein paar Fragen hier raus. Und zwar, sucht ihr noch Members? Nee. Im Moment nicht, beziehungsweise, es kommt halt drauf an. Wir suchen immer nur temporär sozusagen. Ich glaube, ihr habt nur, warte mal, ihr hattet von irgendeiner Klasse nur einen. Ach ja, Schaman. Ja, Schaman, genau. Ja, sonst haben wir, ist das niedrigste 3 und das sind Hexer. Die Hexer, genau. Warum kommt am Ende des Kampfes die gleiche Melodie, die auch immer bei Final Fantasy kam? Ein Add-on, das heißt Big Wigs und dieses Add-on macht halt diesen Sound sozusagen, wenn der Boss oder der Encounter getötet wurde. Dieses Add-on macht diese Leisten, die wir immer rechts unten sehen, die dann sozusagen die Abilities oder die Fähigkeiten von dem Boss anzeigen. Jetzt haben wir immer noch nicht den Loot-Table gesehen, jetzt haut er wieder ab. Ja. Jetzt haut er wieder ab. Frage zu Kel'Thuzad, wird der heute noch gelegt? Na, wir hoffen es doch schwer. Auf jeden Fall. Ja, das ist also ja unser erklärtes Ziel heute, oder? Und wie viel Scheiß habt ihr gebraucht, um Kel'Thuzad zu legen? Scheiße? Sola. Also, wie viel Schweiß? Ach so, wie viel Tries? Wie viele Versuche? Ich habe jetzt Schweiß verstanden. Ich habe Schweiß verstanden. Ja, mein Englisch ist eher minus gut. Okay, ja, dann ist das natürlich total verständlich. auf jeden Fall, wir haben eine Woche bzw. 2 Raid-Wochen gebraucht. Also wir haben am Sonntag angefangen und haben dann den halt am Samstag gelegt. Okay. So war das. Kannst du noch ungefähr zählen, wie viel pro Tag, wie oft ihr da dran gehauen? Bestimmt 25 Tries. Also am das Tag. Ist ja mal das ist, 6, also eine Menge. Es ist auf jeden Fall auch ein langer Kampf, könnte man sagen. Und ja, es ist halt sehr langwierig sozusagen wegen der ersten Phase, weil die halt schon 4,5 Minuten ungefähr in Anspruch nimmt. Kurz. Und die ist halt ziemlich einfach und da muss man sich halt immer so durchschlafen. Kurze Frage noch an unseren lieben Krieger Christoph. Nimm's. Hast du noch den Loot-Table irgendwo, den Loot irgendwo noch gespeichert, dass wir uns den mal anschauen können? Weil dann hast du uns gnadenlos unterschlagen. Waren die Sachen so schlecht? Also, wir haben hier einmal die Brustplatte, Plated Abomination Recharge. Das ist die Brustplatte für Krieger. Sehr gut. Neat! Die ist bei uns, glaube ich, das erste Mal. Echt? Der Flo hat wieder Neat. Die ist die krasseste Off-Krieger-Rüstung, die ist eigentlich. Also, ist das. It's the crazy shit. Wer hat's bekommen von euch? Wer hast du es gekriegt? Und dann haben wir einmal hier den Desecrated Circle für Priester, Mage und Warlock. Also das Setteil für den Kopf. Wer hat denn die Brust bekommen? Ja, da möchte ich drüber reden. Ah, okay. Kannst du ihn denn zumindest mal anprobieren? Also, der gerade scheiße gebraucht. Oh, weil er nicht aufgepasst hat. Ne? Ja, ich war gerade abgelenkt, es wäre eigentlich meine Brust geworden. Kannst du sie denn zumindest mal anprobieren, dass wir so mal schauen können, wie der Style der Sache ist? Weil World of Warcraft ist ja auch so eine Style-Geschichte. Ja. Oh, hast du irgendwo noch den Link dazu, dass du den cool. kurz anprobieren kannst? Eben obwohl du hast so einen langen Bart. Ja. Da siehst du gar einen Helm einblenden, dann sieht man den Bart nicht. Helm einblenden? Helm einblenden, dann sieht man den Bart nicht. Die Tricks von den Profis, ja. Von den Langbärtigen. Hast du auch einen Bart? Ach nee, bist Mensch. Nee, richtig lang ich hab so einen kleinen Bart. Toller Helm. Jetzt hat er noch die lila Brustplatte an. Vom ja, das ist die Conqueror. Da sehen wir es. Ja, die sieht so aus wie die Deathbone-Brustplatte aus Strathorn. Und passt wunderbar zur, zu der Hose aus Warsong Revert. Auf jeden Fall. Oder Exalted oder was auch immer das ist. Ja, vielen Dank, Nimmt. Noch eine Frage. Darf ich noch eine vorlesen? Ja, du liest noch eine vor und dann gehen wir gleich wieder ab. Ein Weg noch. Okay. Der Fuppel schreibt, hallo Flo, hab gehört, Illuminatis vipen mit World Buffs, Nerf Easy Mode Plicks.
Schöne Sendung heute. Grüße vom Server Azshara an die Gilde, Undisputed, vor allem an Uman, den Schmutzi. Und viel Spaß weiterhin. Ja, der Fuppel, der darf den Mund so weit aufmachen, dass ihr wipe, weil das ist ein neuer bei Undisputed. Der war bei diesem legendären Wipe-Run von UD nicht dabei. Achso, deswegen sonst UD, Ballflach. Ja, also man sagt ja immer, man trägt also den Namen seiner Gilde mit. Ne? Ihr habt noch ein paar Wipes, habt ihr noch Zeit Fuppel, eigentlich. Die Hände nicht zu weit ausstrecken. Genau, wir lesen noch ein bisschen weiter Kommentare, schalten auch gleich wieder zu unserer Naxxramas-Party. Vorher gibt es aber noch ein paar Produktinformationen. Vielleicht findet ihr ja auch die ein oder andere Brustplatte, das ein oder andere Schwert, was ihr dann anziehen könnt. Ja. Schaut's euch an, wir sehen uns gleich wieder bei unserem Giga Online-Welten-Spezial. Willkommen zurück zu unserem großen Giga-Online-Welten Naxxramas Spezial. 4 Stunden lang raiden wir diese Untoten-Instanz und der Lichkönig, nein, ich habe gelernt, es ist kein Lichkönig, sondern es ist nur ein Lich. Genau. Lich Kel'Thuzad, der Löchrige mit seiner richtig fauligen Unterwäsche. Dem wollen wir heute einen Besuch abstatten, aber das geht ja nicht einfach so. Wir müssen vorher ein paar Bosse legen. Der hat nämlich ein paar Leute mitgebracht, seine Homies. Die hat er da irgendwo in seiner Base abgestellt. Mhm. Und die müssen wir jetzt erstmal alle besuchen, müssen in den Garaus machen, müssen euch dabei erklären, wie das taktisch alles funktioniert. Wir haben eine Naxxramas-Party gestartet auf dem Server der Illuminatis in Elwynn Forest. Dort könnt ihr hingehen, könnt Raketen steigen lassen. Aber übrigens bricht das alle 5 Minuten, bricht der Server zusammen. Könnt ihr trotzdem das machen, das ist total gut. Wir haben da die Giga-Party am Laufen. Vorher wollen wir aber nochmal Felix fragen, welchen Begriff Felix denn jetzt für uns in der World of Warcraft erklärt. Tauren. Eine Kreuzung zwischen einem Mensch und einer Kuh. Sie spenden in besonderen Fällen sogar Milch bzw. Wasser. Das Sprichwort dumme Kuh passt wortwörtlich auf die Tauren. Sie haben einen Gesichtsausdruck wie Lehrer. Es wird mit Hypnose gleichgesetzt. Zusätzlich ist mit ihnen ein Raid gänzlich unmöglich, da sie so sperrig sind, dass sie eine ganze enge Höhle verstopfen können. Wir auch die Allianz mitgenommen, damit diese dicken Tauren nicht die Höhle versperren. Damit wir lieber gar nichts von den Bossen sehen, weil die kleinen Zwerge so winzig sind. Fand ich übrigens unglaublich unlustig, Felix. Also die anderen davor waren viel witziger. Ich weiß nicht. Liegt vielleicht daran, dass du einen Tauren spielst, aber mag sein. Kein Kommentar. Ja, wir wollen uns ein paar ernsteren Sachen zuwenden, und zwar vier Bossen oder ein Boss, der aus vier Leuten besteht. Ein Encounter, der aus 4 Bossen besteht, der die ganze Raid-Gemeinschaft vor erhebliche Probleme gestellt hat. Die Rede ist von den 4 Horsemen. Bist du dir sicher, dass du die erklären willst? Wie bitte? Ich erkläre die nicht. Ich bereite mich innerlich vor. Ich warte. Das Wort gleich weiter abzugeben. Ja, ja, dann mache ich es jetzt auch, wenn ihr mich hier so blöd rausgebracht habt. Sozusagen die berühmt-berüchtigten 4 Horsemen, weil der halt der Highlord Morgrain dabei ist, der den Corrupted, also den Ashbringer trägt, der schon in der ganzen Zeit der Geschichte von World of Warcraft sozusagen mit einem ist. Aber halt immer nur als Legende sozusagen. Mhm. Aber jetzt haben wir ihn das erste Mal in den Händen zu halten sozusagen, aber halt nur die böse Version davon. Das machen wir aber dann, wenn wir seine Kiste gelootet haben, dann halten wir es vielleicht in den Händen und dann werdet ihr das vielleicht auch dann sehen, wenn wir es denn gelootet haben. Vorher müssen wir aber noch ein großes Stück Arbeit erledigen, und zwar die 4 Horsemen downbringen. Und ich rufe unsere beiden Krieger. Jungs, lasst mal jucken hier. Und zwar sind es Lady Blumö. Ja. Dann haben wir noch hier Herrn Nimitz. Wie heißt er? Nee. Morgrain hatten wir. Ich hab's mir aufgeschrieben. Cortas und Zilik. Den meinte ich. Die sind voll, das habe ich gerade schon angedeutet, die sind unfassbar schwer. Die haben, waren die Bosse, die am meisten aufgehalten haben. Also es ist. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die sozusagen als erstes, also zuerst als unschaffbar galten, aber dass dann sozusagen ein Weg gefunden wurde, die zu töten, und dann wusste man halt, die kann man töten, und dann haben wir uns da auch dran gesetzt. Also sie wurden nicht nachgepatcht oder so? Nee, also wurde zuerst gemutmaßt sozusagen, aber das macht Blizzard ja gerne, die machen man
unbesiegbar Gegner rein, die erst als unschaffbar gelten. Alle Gilden beißen sich über Tage lang die Zähne aus und dann kommt so ganz heimlich ein Patch und auf einmal geht's. Ja. In dem Fall war es natürlich nicht so. In diesem Fall hat natürlich die Gilde mehr Erfahrung gesammelt. Wie war denn eure Erfahrung oder wie lange habt ihr gebraucht, um die Four Horsemen wirklich down zu kriegen? Länger als jeder andere Boss. Wir haben also 2 Wochen, soweit ich weiß, da dran gesessen und haben, also wir haben, mussten natürlich zuerst die Taktik rausfinden und zuerst unsere Art der Taktik herausfinden, wie es für uns am besten ist und wie wir halt da dran gehen könnten. Und das hat halt schon sehr viel Aufwand gekostet, weil es eine sehr große Organisationsarbeit auch von wirklich 40 Personen gleichzeitig ist, die alle koordiniert werden müssen. Taktik alleine, wenn man sie weiß, heißt ja noch lange nicht, dass man gut spielen kann. Wenn ich weiß, wie man Fußball spielt, weiß ich ja trotzdem nicht, nicht gleich Weltmeister. Genauso ist es bei diesem Spiel auch. Wir haben hier gerade den Blick auf die weitläufigen Hallen, die wir hier gerade durchlaufen. Mhm. Im Death Knight Wing. Im Todesritterflügel. Das ist mittlerweile der 4. Flügel, den wir jetzt ansteuern. Es ist der letzte Flügel, bevor wir uns in den 5. Abschnitt von Naxxramas begegnen. Welche Bosse hätten wir vorher machen müssen, wenn sie denn noch gelebt hätten? Also wir hätten einmal den Instructor Razuvius machen müssen, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, was halt ein Gegner ist, der eigentlich mehr mit Koordination und Taktik zu tun hat, als mit Equipment. Weil halt man den Boss nicht selber tanken muss, sondern mit seinen Ads sozusagen tankt. Das dann erklären wir hier ja heute nicht, weil es geht ja nur um die letzten. Nee, und welche, dann noch Gothic. Wer wäre es noch gewesen? Also, Gothic wäre es noch gewesen. Genau, das ist, über den habe ich vorhin auch schon gesprochen. Das ist der Boss, wo es eigentlich mehr ein Ad-Fight ist, als der Boss eigentlich selber, weil man halt 4 Minuten, 4,5 Minuten nur die Ads bekämpfen weißt muss. Du, wie viele es sind? Wie viele insgesamt? Mhm. Soll ich jetzt zählen? Ich hab's mal. Also ich weiß, wie viele Wellen es sind. Es sind und insgesamt 120. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine also, 120. Ich weiß nur, in welcher Welle wie viele kommen und so. Und wie viele kommen pro Welle? Ja, also es sind zwischen einem Ritter, beziehungsweise es kommen entweder ein Ritter, zwei Reiter. Reiter? Pferde. Oder, gar nicht. Es kommt entweder ein Reiter, zwei Ritter oder drei Trainees heißen die. Das sind so kleine Arbeiter. Und die kommen halt immer verschieden, beziehungsweise alle gleichzeitig. Es gibt auch Wellen, wo alle gleichzeitig kommen, sozusagen. Und das ist halt das Schwierigste an der Sache, da alles zu koordinieren. Wie gesagt, in Naxxramas ist es sehr viel mit Koordination und so weiter. Aber die sind ja alle schon tot. Ihr habt vorgearbeitet, bevor ihr hier zu Gast in unser Studio gekommen seid. Habt ihr alle Bosse schon mal getötet? Dann habt ihr ausgelockt und die Instanz hat sich das gemerkt, wie das bei World of Warcraft so geht. Da kann man sich nämlich merken, welche Bosse schon getötet wurden. Und jetzt sind wir bei den Endbossen des Todesritterflügels bei den Four Horsemen. Wir sehen gerade im Ingame die letzten Vorbereitungen. Da sehen wir schon, dass den einzelnen Rittern ein Symbol zugeordnet sind. Wenn ihr mal hinten in die Entfernung guckt, das eine ist ein Totenkopf, der zweite von rechts, das andere kann ich nicht so genau hier erkennen. Jetzt verteilt sich der Raid und wir sagen mal go, go, schnappt sie euch und während des Kampfes, weil dieser Kampf dauert wirklich ein bisschen länger. Das ist ein Kampf, der doch etwas länger dauert, nicht so ein 5-Minuten-Quickie. Aber ich glaube, auch hier werden wir nicht fertig, die komplette Taktik zu erklären. Das haben wir bisher noch bei keinem Boss geschafft. Also denn das ist tatsächlich eine der komplexesten im gesamten bisherigen Raid-Content, den Blizzard uns zur Verfügung gestellt hat. Da wird auch schon gepullt. Jetzt pullt ein Jäger zu dem Tank. Das ist natürlich sehr schwierig, weil die natürlich auch reiten. Und da muss der Jäger schon sehr schnell sein, aber hier hatte er Gott sei Dank Glück, weil da ein Hindernis zwischen den beiden stand und der Boss halt einen Umweg nehmen musste. Und jetzt sehen wir das. Ja, da sehen wir auch schon sehr gut die Ability von diesem einen Boss, nämlich links unten, genau da, wo du gerade hinzeigst. Auf jeden Fall ist das eine Void Zone. Wenn man, jetzt steht Nimbs schon in einer, das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn man da nicht sofort rausgeht, innerhalb von einer Sekunde, bekommt man sehr, sehr viel Schaden, um die 4000. Wobei wir wieder bei der Konzentration wären. Pro Sekunde dann auch. Genau. Also nicht nur einmal. Ja, also wenn man dann länger drin stehen bleibt, sozusagen 2 Sekunden, ist man auf jeden Fall tot. Wie diese Sandfallen, die es auch in Akku 20 gibt, wo man auch schleunigst rausgehen sollte, genau, weil man dann auch Schaden bekommt. Sozusagen. Also nur, Nochmal kurz zur Übersicht. Wir haben 4 Reiter. Wir sehen, Nimbs muss hier Lady Blomö tanken, allerdings haut er jetzt ab. Ja. Weil zwischendurch muss gewechselt werden, aus welchem Grund? Genau. Weil es kommen verschiedene Debuffs sozusagen von den Bossen.
die am Anfang, der erste kommt nach 20 Sekunden, und dann kommt alle 12 Sekunden von jedem Boss in 60 bis 70 Meter Range ein Debuff, der ins Unendliche stackt. Also sozusagen, der unendlich oft drauf geht und der macht halt immer wieder Schaden. Daher müssen beim ersten Mal 0, beim zweiten Mal 500, dann 200, 1000, dann 1000, so. Dann 3000, dann genau. 5000, dann 7000. Wir sehen der nächste, genau, wir haben jetzt gerade den Tankwechsel gesehen, der Tank haut ab. Der Tank haut ab, weil er halt dann zu viele von diesen Debuffs bekommt. Dann geht er zum nächsten, weil die halt, weil dieser Boss halt andere Debuffs hat. Aber dafür ist der Nimbus halt schon da und Nimbus hat das Ganze jetzt übernommen. Und wir müssen uns das so vorstellen, wir haben einen riesig großen Raum, in der Mitte die Kiste und in der Mitte auch einen Safe-Spot, in dem... Da stand er gerade. Genau, in diesem Safe-Spot stand er gerade, in dem kann man sich, ist man von allen vier Bossen ja außerhalb der Reichweite aller vier Bosse. Und aber diese Bosse halt werden, nichts machen. Genau, werden aber auf die Ecken verteilt. Richtig. Und da rennen wir hin, nur damit wir das grobe Verständnis, also die grobe Übersicht über die Lage der Map, über die Lage des Raums geben. Hat er gerade getauntet und die sind halt, wie gesagt, auch wie vorhin schon diese Vorbosse bei Thaddeus sehr taunt-empfindlich sozusagen, dass man dann sofort die Aggro hat. Auch. Das ist aber nicht nur so, dass es nur die Tanks machen müssen. Die gesamte Gruppe, die Schaden auf ihn macht, bekommt natürlich diesen 70-Yard-Debuff auch, denn keine Klasse hat eine höhere Range als 70 Yard in World of Warcraft. Insofern bekommt man diesen. Also 100%ig, man muss 100%ig drinstehen. Man muss diesen Debuff bekommen, deswegen müssen alle tatsächlich hier changen. Richtig. Und den Mob wechseln. Das ist das Schwierige an der Sache. Genau. Bei der Lady waren wir gerade, ne? Das ist die mit dem. Ja, das ist. Wir müssen gleich vielleicht mal auf den Tonno switchen, weil das ist so, dass man halt immer nur zwischen zwei Bossen hin und her switcht. Das liegt daran, dass wir halt die beiden Bosse, die Feuer als eine ihrer Fähigkeiten haben, nämlich den Morgraine und Cortas. Cortas und Morgraine, die haben beide Feuerfähigkeiten und daher ziehen da unsere Tanks ein wenig Feuerwiderstand an und dazu gehört halt auch unser Tonno. Das heißt, jetzt mal unser Tonno. Genau, das Tonno genau die beiden anderen Bosse hat. Genau, das ist. Und deswegen frage ich die Regie, können wir mal bitte umschalten auf den Tonno, auf den Main Tank von Illuminatis, dass wir mal anschauen, welche beiden Bosse Erden hat. Das sind also, genau, wir sind jetzt gerade umgeswitcht, auch ein ganz anderes Interface. Genau. Daran kann man es eigentlich schon erkennen, dass es jetzt Tonno ist, wenn wir es nicht sonst auch wüssten. Er hat gerade die genau gegenüberliegenden. Nicht, wie sagt man es? Ja, Die kreuzen. Er hat auf jeden Fall die anderen beiden. Die anderen beiden. Obwohl, jetzt geht er, glaube ich, auch zu Lady Blumö. Ja, da haben wir leider Pech gehabt. Dann sind wir beide die gleichen. Zwei andere. Hm. Ja, das ist problematisch. Das Dumme ist nämlich auch, dass gerade die anderen beiden zuerst down gebracht werden, normalerweise. Ist bei euch auch so? Also, die anderen beiden werden fällt zuerst. Ne? Ja, das stimmt. Aber wir können gleich einfach mal dem Nimbus sagen, dass er so ein bisschen sich ausrichten soll. Dann kann man die anderen beiden auch sehen gut und auch sehen, was die machen. Und eine Fähigkeit der Bosse, die sie alle wirklich einsetzen, ist dieser Schildwall. Ja, der Schildwall bei 50% und bei 20% für jeweils 20 Sekunden machen diese Bosse halt einen Schildwall. Aber das ist halt nur eine Zeitverzögerung sozusagen, die nicht gerade viel bringt. Ja, also aber wieder mehr Zeit, in der ihr euch konzentrieren müsst, in der ihr aufpassen müsst, nicht in die Zone reinzulaufen. Ja, schon, aber wie gesagt, es sind nur 20 Sekunden und die gehen sehr schnell. Aber Phil hat sich noch an was erinnert und dachte, da muss man auch nochmal schnell ansagen. Ja, das kann man ja dann später Shield noch mal sehen. Shield Wall, nicht wahr? Wichtig. Macht jeder einfach nur ein bisschen weniger Schaden an den. Ja, genau. Ja, oder einfach gar keinen, um Mana zu sparen sozusagen, weil man macht ja eh nur 25% des Schadens. Wie sieht denn jetzt die genaue Taktik aus? Wir haben jetzt gesagt, wir müssen bei vielen Bossen auf irgendwas achten, aber wie sieht denn die genaue Taktik aus? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt, was die Tanks hier machen. Dann müssen wir halt noch klarstellen, was die anderen Leute machen. Die anderen Leute laufen halt am Anfang, laufen vier Gruppen zu jeweils einem hin, warten dann, bis dreimal dieses Mark gekommen ist, also insgesamt 36 Sekunden. Wenn es optimal läuft, kann aber auch ein bisschen länger sein bei manchen, dann müssen sie halt weiterlaufen, weil es sonst sehr brenzlig wird, weil sie sonst 3000 Schaden bekommen. Das ist aber auch nicht so verheerend, weil man das halt aushält. Dann müssen sie weiterlaufen und dann laufen alle gleichzeitig sozusagen weiter, sodass dann alle wieder, also dass, wenn die eine Gruppe ankommt sozusagen, die andere Gruppe wieder losläuft. Wir haben also insgesamt 6 Gruppen in der Rotation, weil man sich wahrscheinlich vorstellen kann, dass wenn die eine Gruppe losläuft,
Dann kann ja nicht die andere schon da sein, wenn wir nur 4 Stück da haben, wenn die dann auch loslaufen soll. Also haben wir insgesamt 6 Gruppen in diesem Umlauf. Und in den anderen 2 Gruppen sind halt nur Tanks, sozusagen. Beziehungsweise. Mit einem Healer und einem Hexenmeister. Also insgesamt. Nee, Hexenmeister auch nicht, weil der kann ja auch nicht mitlaufen, weil er sonst zu viel Schaden bekommen würde, weil die Tanks bleiben länger in den, bei den Bossen stehen als die anderen. Und ja, dann haben wir halt meistens noch einen Heiler sozusagen oder 2 Heiler da in diesen Gruppen stehen, damit man halt austauschen kann, falls mal jemand stirbt. Und das passiert hier also eigentlich ziemlich oft, weil es halt auch, beziehungsweise also jetzt eigentlich nicht mehr, weil es früher Bugs gab, wie zum Beispiel Unsichtbare von diesen Void Zones. Und dann hat man die halt einfach nicht gesehen, hat 2-mal den Schaden bekommen und so schnell kann wirklich niemand reagieren sozusagen. Ja. Die stehen aber schon teilweise sehr unglücklich, die Void Zones. Ja, die Void Zones sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass jeder dieser 4 unterschiedliche Fähigkeiten hat. Es ist ja nicht so, dass jetzt bei jedem Void Zones kommen, also Zonen, die man vermeiden muss, sondern einer hat einen Kettenblitz, der sich im Schaden multipliziert, je mehr den Ziele er erwischt. Den sehen wir ja jetzt gleich auch. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen und diesen Kettenblitz öfters springen sehen. Ja, hoffentlich nicht. Ja, denke ich, also wirklich. Meteor haben wir auch. Ja, genau. Also dieser Kettenblitz macht ungefähr 450 bis 650 Schaden. Beim ersten. Und richtig, und multipliziert sich dann halt immer mal 2, je weiter er springt sozusagen. Dann haben wir halt noch den High Lord Morgraine, der nach vorne einen Schaden macht, einen ganz normalen Schaden von 2500 bis 4500 ungefähr. Und dann halt noch, wie wir ihn von Ragnaros kennen, einen Dodge auf den Boss, auf den Gegner, also auf unseren Tank macht, auf seinen Gegner, der dann halt so wie die Faust von Ragnaros sozusagen Schaden macht. Ich dachte, das wäre so ein Waffenprock, so ein Crusader-Stoß. Ja, ist das auch. Achso, ja, also es hat 25%. 25% hat das. Zu pocken, also es kann mal viel Schaden machen, kann aber auch eine Weile kaum Schaden machen. Das ist halt der Dodge, der sozusagen... Ja, ich meine, also der Morgraine kann eine Weile viel Schaden machen, wenn es mehrfach pockt. Das pockt halt und dann hast du den Dotter drauf und ich glaube, die Chance ist sehr gering, dass es mal nicht drauf ist. Okay. Mal eine andere Frage, wann ist denn das wirklich der Versuch, wann ist er denn fehlgeschlagen? Wenn einer der Tanks stirbt? Nicht unbedingt, weil nämlich halt unsere Tanks... also schon so viel HP haben, dass sie dann noch einen Tick mehr aushalten können davon und dann können die eine bestimmte Zeit aber nur halt das aushalten und da braucht man auch schon sehr viel Glück, dass sozusagen genau dann, wenn diese 12 Sekunden wieder abgelaufen sind, der Tank auf der vollen HP ist und also es muss schon gut laufen, aber man kann ja auch halt sich die Combat Rätsel sparen und dann in dieser Zeit, wo dann der Tank gestorben ist, schnell hinlaufen bzw. die Zeit überbrücken, bis man da ist. Es gibt ja manche Accounter, wo dann wirklich der Tod einer bestimmten Person, eines bestimmten Spielers, einer bestimmten Klasse dann wirklich auch den Vibe zur Folge hat. Deswegen jetzt auch, deswegen war halt darum auch meine Frage, bei wer ist denn hier besonders essentiell oder an wem liegt es dann im Endeffekt? Hauptsächlich eigentlich an den Heilern und halt an den Tanks. Also wenn alle Combat Rätsel, die wir gerade schon angesprochen hatten, rausgehauen sind und halt Heiler sterben, dann ist es oft schon ziemlich brenzlig, weil halt auch, wie wir jetzt gleich sehen, also wie wir nicht sehen werden, aber was wir jetzt gleich besprechen, der Cortas halt einen Meteor macht, der 15.000 Schaden macht, aber sich halt auf eine Reichweite von 8 Metern um das Ziel, auf das er diesen Meteor macht, ausbreitet. Das bedeutet, wenn alle zusammenstehen, dann wird der Schaden, 15.000 Schaden, auf alle Leute, die da drumherum stehen, aufgeteilt, was wir auch schon aus Ankirai zum Beispiel kennen. Genau. Und der Kettenblitz down jetzt? Bitte? Ich meine, ich hätte gerade den Morgraine Schrein gehört. Haben die den schon down auf der anderen Seite? Morgraine ist down, haben wir gerade. Die Fähigkeiten sind ja jetzt nicht neu, auch der Kettenblitz zum Beispiel aus Ulgurup kennen wir ihn ja auch. Ist er jetzt auch zu finden. Stimmt. Also es ist jetzt nicht was unheimlich Neues, was jetzt hier eingeführt wurde, aber eine schöne Mixtur. Ja. Oder alleine schon von Zetun, den Kettenblitz. Ja, aber du bist eher in so Grub unterwegs, als du bei Zetun unterwegs bist. Das stimmt. Ja, gut. Als Spieler. Ja. Ne? Ja, heutzutage hat ja jeder das Equipment. Heutzutage hat das ja jeder. Nein, heutzutage hat das nicht jeder. Es gibt auch noch Leute, die neu anfangen zu spielen und auch... Ja.
die wir vielleicht auch mit diesem Beitrag hier inspirieren, neu anzufangen. Ja, sowas von Ihnen. Obwohl mit unserem Fach Chinesisch wird das schon da ein bisschen schwer. Aber deswegen hatten wir ja Lady Blancmeux schon, also links oben sehen wir, dass Lady Blancmeux schon auch schon kurz vorm Krepieren ist. Da ist sie also jetzt gerade auf 20%. Genau. Und es wird leichter, je weniger Bosse. Jetzt haben wir den Schildball, jetzt sehen wir vielleicht, dass Tonno sehr, sehr wenig Schaden macht. Oh, 31, ja, 31 machen. Also nur 25% seines Schadens. Wobei er wird so halt auch sehr wenig Schaden machen. Tonno macht eh keinen Schaden, habe ich gehört. Ja, natürlich. Nee. Ja, mit seinem Airspringer macht er schon gut Schaden. Hat er einen? Aber, ja, er hat tatsächlich? Einen. Ja. Ah, das ist ja schön. Dann kann er uns die gleich nochmal zeigen, falls ja, er nicht droppt. Denn da werden wir noch drauf eingehen und haben auch ein kleines Video dazu noch. Denn der Airspringer ist ja schon so die ziemlich berühmteste Waffe in diesem Spiel. Ja, okay, ist eine berühmt-berüchtigte Waffe, die ist auch, ja auch schon in BWL und eigentlich auch schon in Molten Core. Also da tauchte zum ersten Mal so Scarlet die Screens Monastery auf und so. Ja. Eigentlich. Der Scharlach, der Herr Morgraine ist ja quasi der Vater des Morgraines, den man im Scharlachroten Kloster trifft und ist selber auch der Airspringer. Er war früher einer, der gegen die Geißel gekämpft hat und mit seinem... Wie du immer spoilerst hier, das wollten wir doch alles gleich angehen. Ja, nee, ich möchte dich schon mal darauf vorbereiten. Ah, denn, du möchtest seelisch vorbereiten. Solange leben die hier nicht mehr. Nein, solange die leben nicht. 3% hier. Ich würde mal und sagen, ich denke mal, Cortas ist schon tot. Ja. Ich würde mal sagen, wir schalten auch sofort wieder auf den Nimz um, weil der Nimz vielleicht auch nochmal die Anzeige mit dem Raid hat. Und hier sehen wir auch, es ist noch keiner von euch gestorben. Oder zumindest sind sie schon wieder belebt worden. Ja, ich denke mal, sie sind schon wieder belebt worden, weil... das ist eigentlich schon ziemlich schwierig, besonders weil man halt sehr viele Glücksfaktoren auch da drin hat manchmal. Wie viel sterben durchschnittlich bei diesem Encounter? Also es geht von 5 Personen bis dass am Ende nur noch 5 Personen da sind. Ach, 5 Personen am Ende, das hat überhaupt da auch schon geklappt? Ja, also ich sag mal so, beim ersten Kill waren es gute 35 sozusagen. Und meistens ist dann der zweite Kill der schwierigste von allen, weil halt, weil man sozusagen den Drang hat, das natürlich nochmal zu schaffen, aber auch irgendwie sich denkt, ja, das ist ja easy, den haben wir ja schon mal getötet. Hamas oder was ist gerade los? Nimm's, dreh dich mal bitte um. Da kann man nicht viel sehen. Was ich noch verraten darf, wo wir vorhin schon mal vom Thema Undisputed hatten, dann verrate ich nochmal was über diese berüchtigte Horde-Gilde. Der erste. Da kenne ich übrigens, glaube ich, jemanden. Ja? So eine Taurenkuh, die heißt Alena, kann das sein? Die wohnt in Bochum. Alela? Alena. Also Alena? Die heißt nicht Alena, sondern die heißt im Real Life Alena. Boah, ich weiß gar nicht, wie die Taurenkühe bei Undisputed alle heißen. Ich glaube, die haben 2, aber da bin ich echt überfragt, was Taurenkühe angeht. Sorry, aber was ich noch sagen wollte, ist, die haben den ersten Four Horsemen-Kill mit 2 Leuten, glaube ich, im Endeffekt gemacht. Ich weiß. Es standen noch 2. Da war ihr Freund, saß dann neben ihr und da habe ich mit ihr gechattet. Ach, tatsächlich. Der Stirn oder so. Ah, Leni meinst du? Ja, genau. Tatsächlich, die kennst du? Ja, die kenne ich sogar. So ein Zufall. Okay. Ist auch vielleicht dem einen oder anderen Counter-Strike-Spieler vom Clan Bioxar bekannt. Ja. Und ihre Schwester kenne ich auch. Richtig, richtig. So, wer lebt denn noch von den Gegnern? Wir haben gesehen, die Geister sind wieder auferstanden. Das heißt, Sir Ziliek. Genau, wir haben gesehen, die in der Ecke stehen, das sind nicht die, wir konnten sie nicht anwählen, weil sie schon tot sind und wieder ihr Geist wieder auferstanden. Wahrscheinlich ihr guter Geist, muss es ja sein. Ja, aber sie greifen auch noch an. Also, ja, wenn man sich direkt daneben stellt, dann greifen sie noch an. Aber wir sind ja vorher schon untot, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, aber das ist alles ein bisschen konfus in der Instanz. Man prügelt den bösen Geist davon, oder was, Phil? Kennst du dann die Story? Ja, und dann greifen sie trotzdem noch an. Ja, irgendwie doof. Für Stories, wir haben ja gelernt, für Historisches bist du heute zuständig. Du bist ja immer dann, wenn Phil keinen Rat mehr weiß, ist auf einmal der Flo zuständig. Der Flo ist ja mehr der Typ, der immer den History Channel guckt, immer so Time. Das tue ich sogar tatsächlich. Ja, sag ich doch. Ja. Meinst du, ich erzähle dir ein bisschen Müll? Ja, des Öfteren. Wer lebt noch? Also, von uns leben natürlich alle. Also, Sir Ziliek lebt und er lebt meistens auch als Letztes. Aber, wenn ich mal ganz stumpf noobig fragen darf, warum rennt hier nicht einfach alle drauf los jetzt? Weil natürlich der auch noch diese Marks ausschüttet. Gut aufgepasst. Sozusagen. Und daher müssen die Leute immer noch entweder auf diesen Safe-Spot gehen oder aber sie müssen im Kreis laufen. Aber ist denn das Mark nicht langsam mal ausgetickt? Ja, das tickt ja immer wieder. Sozusagen. Ja, aber wenn man aus der Range sich befindet, dann tickt es doch langsam aus, oder? Ja, klar. Aber man muss ja immer wieder rausgehen aus der Range. Aber ihr könnt doch jetzt einfach warten zum Beispiel, bis es ausgetickt ist und dann ran und mit draufkloppen. Dann tickt es zwar danach, aber... Er macht ja, dieser Sverzilik macht ja diesen Kettenblitz. Ach ja, da darf man ja sowieso nicht ran. Und da erlebt er auch als Letztes, weil man da ja nicht dran gehen darf. Stimmt. Das sind so die Feinheiten hier im Detail. Aber jetzt fällt er.
Jetzt fällt er und das sind die Feinde im Detail. Bevor wir die Truhe aufmachen, möchte ich euch noch ganz kurz dazu aufrufen, es sind garantiert Fragen aufgekommen. Wenn ihr Fragen zu den Four Horsemen hattet, schreibt sie uns in die Comments. Wir werden gleich dazu eingehen, explizit auf die Four Horsemen Fragen. Aber jetzt haben wir diese Truhe da stehen und in dieser Truhe befindet sich hoffentlich, ich wünsche es euch allen echt, der Ashbringer, das ist der verderbte Ashbringer. Das ist nur ein lilaner Gegenstand. Das ist noch kein orangenes Legendary. Und wir schauen mal rein und gucken, was drin ist. Und vielleicht ist er ja für euch auch dabei. Jungs, Truhe auf! Wie viele Ashbringer habt ihr schon? Nur einen, den sehen wir gleich. Aber jetzt erstmal Truhe auf und... Das ist nicht der Ashbringer, denn da ist leider ein Kolben für Paladine und Schamanen drin, den ich mit meinem Char auch besitze. Das ist der was? Das ist, von hier nicht. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Auf jeden Fall ist er... Hat der jetzt alles geklickt? Nein, ja, der hat einfach alles geklickt, aber man kriegt natürlich vorher noch die Message, ob man es auch wirklich loot. Die Krieger, die haben, unsere beiden Krieger vorne haben gerade schon geflucht. Genau. Das ist der schlechteste Loot, ist, den man echt haben kann. Bitter. Wirklich? Der ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht, aber es geht halt darum, dass Paladine im Raid heilen und es daher nichts für den Raid ist. Sozusagen. Ist gar kein Plus. Kein Raid Kolben. Nicht. Kein Damage, kein Heal Paladin. Nicht nur, also da ist natürlich auch Damage und Healing drauf, aber. Jeder blaue Level 60 Kolben oder Level 58 aus Shadowlands und Strut ist besser zum Heilen. Oh. Sozusagen. Ja, schade, Ed. Sagt man in diesem Falle. Ich habe noch ein paar Fragen aufgerufen, bevor wir uns näher dem Ashbringer widmen. Du sagtest ja, wie viele Instanzen gibt es eigentlich und bei welchen droppen die besten Magier-Items? Das ist eine Frage, die Phil, denke ich, am besten beantworten kann. Also der Magier in den Deathmines, da sind super tolle Sachen gedroppt. Und ich habe auch gelesen, dass im Scharlachroten Kloster, da ist auch ein bisschen was gedroppt. Und ich glaube, als Schwerste in Diamol, da kriegt man, glaube ich, als Schwerste Instanz. Nein, es gibt unzählige Instanzen inzwischen. Ich fange nicht an aufzuzählen, aber es gibt eigentlich 3 High-End-Instanzen, sage ich mal. 4. Ja. Molten Core, BWL, Ankirai, Naxxramas. Mhm. Und die besten Magier-Sachen droppen in der schwierigsten Instanz. Selbstverständlich, das muss ja so sein eigentlich. Ist wirklich, also die besten Sachen droppen immer in der schwersten Instanz. Ist keiner irgendwie bevorteilt oder... Also wenn man ein besseres Item, also wenn man ein Item aus Naxxramas kriegen kann, dann nimmt man das normalerweise auch, weil es halt auch ein bisschen Prestige ist. So, die hatte ich ja gerade. Dann haben wir noch, warum raidet man noch Naxxramas, wenn BC bald kommt? Um schneller Level 70 zu sein. Das reicht mir. Weil T3-Set ist immer noch gut. Ja, als Tank auf jeden Fall ist T3 noch das Nonplusultra. Also wir wissen natürlich noch nicht, was alles mit Level 70 kommt. Für Paladin ist es auch schön, nicht mehr das Röckchen zu tragen von Tier 2, nicht wahr? Ach, ja, ich habe ja das Röckchen aus Ankerei. Ach so. Den schönen Rock. Dann haben wir hier noch... Ich muss mal ganz kurz einhalten. Der Raid macht bitte Pause, weil wir... ne, nicht, dass die Jungs schon vorlaufen, Kel'Thuzad ohne uns klären. Jungs, kommt der Pause, setzt euch hin, reckt ein bisschen, kuschelt mit dem Paladin, das kennen wir ja. Ja, klar, kenne ich nur zu gut. Und weiter mit deinen Fragen, bitte. Schöne Grüße vom Undisputed Lost. Ich glaube, inzwischen kommt uns die ganze Gilde zu. Lost Prophet ist das, glaube ich, ein Schurke. Ich wünsche euch bei Saphiron gleich, dass die ganze Zeit Eisblöcke auf einer Seite sind. Sehr fair, ne? Sehr fair, der gute Lost, würde ich sagen. Kommt die Horde wieder. Schäm dich! Das ist das, wofür wir uns auch hier gefürchtet haben. Weil, wir sind... Was, und der Flo wird innerlich sitzen. Nicht, dass Hortler gehässig sind. Ja. Grüße an Andesbüro, ja genau. Dann, ich hasse dich, Felix. Ich hätte nicht von dir erwartet, dass du die Tauren so fertig machst. Ich bin enttäuscht. Ich hasse dich. Und wir sind nicht sperrig. Wir sind kräftig und haben nur schwere Knochen. Ja, gut. Aber so richtig ernstzunehmende Fragen hast du auch, oder? Habe ich auch. Was mich mal interessieren würde, dürfen Paladine in Naxx, da es ja auch Undeads sind, Damage machen, wenn sie Vergeltungsspec haben? Grüße von Mümmel. Oh, Mümmel. Nein, bei uns auf keinen Fall. Also, wir haben Leute im Forum, die sich beworben haben und manchmal Damage machen wollen und die werden da auch schon ausgelacht, weil wir sind wirklich eine nur Raid-Gilde und nur PvE-orientierte Gilde, die... Der Mann. Hier. Mein Mann. Mein Mann. Was machen Paladine? Heilen. Was machen Paladine nicht? Schade. Aber was können Paladine auch nicht machen? Ja, schade. Leider inzwischen also doch schade. Im Gegensatz zu anderen Klassen auf jeden Fall um einiges weniger. Aber der Mann spielt den Paladin so, wie man ihn spielen muss. Ja. Als Röckchen tragender Heiler. Das macht dir wieder Spaß. Immerhin macht er es aus eigener Überzeugung. Finde ich toll. Genau. Und wenn wir durch Röckchen tragende Heiler den Easy-Mode bekommen,
Ich sitze, je länger diese Sendung dauert, desto breitbeiniger muss ich mich hier hinsetzen, denn ich habe langsam das Gefühl, nur von Mädchen umgeben zu sein. Entschuldigt, Jungs. Was steht jetzt auf unserem Plan? Richtig, wir wollten ein Video angucken vom Ashbringer, denn wir haben viel darüber geredet, wollen ihn aber auch mal zeigen. Der Ashbringer, eine legendäre Waffe. Ja gut, erstmal nur episch, aber seht selber, es gibt eine Questreihe. Hier haben wir ein Video von der Gilde Risen. Was jetzt eigentlich... Fängt es denn an? Ja, ne? Ich habe auf Play gedrückt. Ja, genau. Hier von der Gilde Risen. Dort hat Exen, ich glaube, das ist auch der Main-Tank von ihnen, hat den Corrupted Ashbringer, ich glaube, Worldwide First bekommen. Ja, hat er. Und dann gibt es eine sehr spezielle Sache. Man kann durch Scharlachrote Kloster gehen, und zwar ohne angegriffen zu werden. Wird der gute Tonno dann ja auch schon erlebt haben. Hat er. Das ist eigentlich das unfair. Es kriegen immer Death-Tanks den Ashbringer, weil sie einfach unglaublich viel DKP haben. Das ist eine Riesenfrechheit. Oh, da gab es schon böse Threads. Ja, natürlich, gibt es bei jeder Gilde. Und wir sehen jetzt hier als Besonderheit im Shadowrun, sie knien sich hin. Ja, sie erkennen dich als ihren... Als ihren Herren und Meistern. Genau. Denn wir werden gleich sehen, danach kommt auch noch, hat Risen mitgefilmt, kommt auch noch der Morgraine reingelaufen, er trägt zum Beispiel auch die Tier 3 Schultern. Hm. Aus welchem Grund auch immer. Weil wir wollen ja, unser Ziel ist ja, aus dem verderbten Ashbringer wollen wir ja die legendäre Waffe Ashbringer machen. Das können wir aber jetzt noch nicht, das können wir erst mit Burning Crusade. Ja. Und deswegen ist das nur so ein Teil der Vorquest. Ja, möchte ich erste Step, ist einer der ersten erste Steps. Schritt in der sozusagen langen Questreihe. Und wir schauen jetzt mal ganz in aller Ehrfurcht an, was da jetzt am Altar so auf... Ja, wir können das ja mal durch den Tonno kommentieren lassen. Der hat das Ganze ja schon hinter sich, denke ich. Oder? Ja, richtig. Ist aber eigentlich relativ langweilig, die Quest. Aber was heißt die Quest? Es ist eigentlich nur, man geht halt ins Scharlachrote Kloster. Die NPCs knien sich alle nieder und rufen dann, ah, der Ashbringer ist da und hier und keine Ahnung. Man läuft dann, glaube ich, zum Sohn vom Morgraine. Und ja, gut, nach kurzer Diskussion und ein bisschen Geschichtsgeschwafel kommt dann selber der Hochlord vorbei. Und dann unter Vater-Sohn-Gespräch sagt er ihm, er verzeihe ihm und streckt ihn dann nieder und tötet ihn damit. Ja, und dann ist es auch wieder vorbei. Also die Questreihe wie im WC, keine Ahnung, wie die genau aussehen wird, aber das war's dann, also was man jetzt alles noch so in Erfahrung bringen kann über den Ashbringer. Ja, ja, ich habe nicht verstanden, weil ich dieses Lied so unglaublich gut finde und es extra laut gedreht habe bei mir im Ohr. White and Nerdy ist eine Verarsche von einem aktuellen Song. Ja, hier sehen wir gleich nochmal, wie er seinen Sohn brutzelt, aber ich glaube, das hat der Tonno auch schon angesprochen, denke ich. Und danach ist Schluss mit der Ashbringer-Quest, zumindest mehr kann man momentan nicht machen. Du verpasst das Beste, Flo. Ja, ich da fällt er auf die Knie. Weißt du schon, was du machen musst, wenn Burning Crusade raus ist? Aussehen wird, keiner weiß. Keine Ahnung, wie die Stats sind oder so, oder wie das Quest von vor oder so weiterläuft. Es gab mal aus irgendeinem koreanischen Forum, gab es mal irgendwie, glaube ich, eine Fortsetzung dieses Quests, allerdings aber ich glaube, die Stats sind ungefähr mit dem epischen Lockenwickler vergleichbar, oder? Also den ja doch, der ja sehr, sehr weit bekannt ist in der World of Warcraft. Und diese Stats, ich glaube, das ist so dasselbe, oder? Weißt du, wo Phil ist? Ich habe das Gefühl, Nick Adams sitzt auf einmal hier. Hast du nicht gerade vom epischen Lockenwickler gesprochen? Ja, das ist ein Item, das Nick Adams, glaube ich, auch des Öfteren gerne benutzt. Weitner nicht? Ich bin mir fast sicher. Ich weiß es nicht. Es hatte gerade so diesen Flair des Nick Adams WoW-Verständnisses. Fandst du nicht? Eigentlich nicht. Ich wollte nur mal schöne Grüße an Nick ausgeben. Er hat jetzt eigentlich nur versucht, irgendwie auf Seiten der Horde so eine gewisse Aggression, die sich da aufgebaut hat während der Sendung, wollte er hier nur ein bisschen abladen und ist nur so ein bisschen nach hinten gegangen. Keine Ahnung wieso. Lieber Florian. Ich? Ja, du. Tatsächlich? Ja, du. Ich weiß gar nicht, lass uns ein bisschen noch weiter über das Schwert reden. Also das Schwert, die Questreihe hat geendet und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Gar keine Gerüchte, gar keine. Es gibt ja so Exploit-Videos. Genug Gerüchte dann, über den Ashbringer. Ja, und dann lass doch mal einen also, zum Stapel. Also dass es zum Beispiel im Düsterbruch weitergeht, weil dieser Prinz auch was damit zu tun sozusagen. Und da gibt es halt auch Bücher über den Ashbringer in der Bibliothek. Und aber eigentlich konkret weiß es keiner. Das heißt, man muss es auch selbst erst rausfinden, wenn The Burning Crusade dann am 16. Januar erschienen ist, dann müssen wir es halt ausprobieren. Ich denke mal, dann wird Tonno die ganze Zeit noch Düsterbruch laufen, alleine, wird dann in der Düsterbruch farmen ohne Ende, ein bisschen Bücher lesen und den Prinzen tot machen. Und ihr sagt dann immer, looking for member nach Düsterbruch und keiner will mitgehen, wahrscheinlich. Das ist dann total fatal, da kriegt er den nicht. Da muss er noch ein bisschen warten, bis die Taktik raus ist. Ja, Florian? Habt ihr Burning Crusade Beta gespielt? Ja, haben wir. Mir
ist nichts, was den Ashbringer anbelangt, über den Weg gelaufen. Und ich habe alles bis Level 70 eigentlich gemacht. Ich habe da nichts gefunden. Hast du ihn gehabt? Hast du Düsterbruch gespielt? Nee, Diamond habe ich jetzt nicht. Ja. Siehst du? Also, bitte. Also, da gab es aber schon vorher Gerüchte sozusagen, dass es da was gibt, aber wie wir sehen, ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt, dass es mit der Burning Crusade, dann kommt die Erweiterung, man will auf 70 spielen und soll aber, wenn man das Legendary hat. Ja, aber ich meine, man muss ja auch mit dem Corrupted Ashbringer auch nach Scarlet Monastery und das ist ja nicht gerade die neueste Instanz. Durchaus. Sollen wir noch mal ein paar Fragen machen, Phil, schnell? Ja, gerne. Und zwar, das ist natürlich eine interessante Frage. Ich finde auch, dass wir die nicht beantworten sollten, sondern dass ihr einfach hier noch weiter in den Comments postet. Und zwar, was macht den Reiz von WoW aus? Natürlich ist die Antwort, ich finde es geil, jeden Monat 20 Euro hinzublättern, A, Schwachsinn und B, passt auch nicht auf die Frage. Aber da solltet ihr euch lustig munter alle reinschreiben, was ihr findet. Man kann es anders ausgeben. Ja, hier geht es eigentlich nur um Geld. Das ist natürlich völlig falscher Ansatz. Es ist natürlich nicht geil, Geld auszugeben für ein Spiel. Aber überlegt mal, Leute, wenn ihr nicht WoW spielen würdet, dafür aber genauso viel andere Spiele, normale Singleplayer-Spiele, dann würdet ihr euch jeden zweiten Monat ein neues Singleplayer-Spiel kaufen und würdet viel, viel mehr Geld ausgeben. Ja, oder zum Beispiel andere Sachen machen, wie zum Beispiel Drogen konsumieren oder sowas. Die kosten auch Geld. Freudenhaus gehen. Genau. Wie viele haben 9 von 9 Tier 3 Teile aus eurer Gilde? Fragt der Iglo. 3 oder 4? Ja. Also bei uns ist es eher weit gefächert, das Equipment sozusagen. Außerdem ist 9 von 9 Tier 3 Teilen eher Prestige als irgendwie notwendig, weil halt der letzte Bonus mit 8 von 9 Tier 3 Teilen abgeschlossen wird. Und das haben einige. Also den Bonus haben deutlich mehr, 8 von 9. Ja, deutlich mehr. Also ich denke mal 13 bis 15. Boah. Aber ich denke mal, immer weniger Gilden werden auch diese T3-Sets vollkriegen, weil sie halt nicht nach Naxxramas gehen. Mich würde interessieren, warum habt ihr euch als eine der wenigen Gilden entschieden, weiterhin nach Naxxramas zu gehen? Weil es waren viele Gilden, es waren einige Gilden vor euch durch und oder kurz vorm Endpost, haben dann aufgegeben, sind dann irgendwie in Sommerloch gefallen, keine Ahnung. Warum seid ihr dabei geblieben? Ja, die meisten Gilden denken sich halt, wieso weiter Nax spielen, wenn wir bald Burning Crusade haben. Wir haben uns das redlich überlegt sozusagen, ob wir weiterhin Nax machen oder nicht. Und wir haben auch mit allen Leuten darüber entschieden. Und die meisten Leute waren halt ganz klar dafür und die anderen Leute waren halt nur aus dem Grund nicht dafür, weil sie halt anstattdessen was anders machen können. Für die haben wir dann sozusagen eine Alternative gefunden, dass sie sich überlegen, mit dem Spiel weiterzumachen oder dass sie vielleicht also ein bisschen zurücktreten sozusagen. Bei uns hat jeder die freie Entscheidung, vielleicht auch mal ein paar Wochen Pause zu machen oder weniger zu spielen sozusagen. Wenn er dann halt sich darüber wirklich im Klaren wird, ob er noch weiterspielen will oder nicht. Aber du bist sehr zufrieden mit der Entscheidung, Naxxramas weiterzugehen? Und ja, also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich bin jetzt auch nicht der Aktivste, könnte man sagen, weil ich halt auch nebenbei auch noch ein paar andere Sachen mache sozusagen. Aber ich kriege auch immer mein Pensum hin. Und solange die Leute mit meiner Leistung zufrieden sind, bin ich da auch zufrieden. Ja, ihr seid schon eine Gilde, die auch ein bisschen sehr auf Leistung legt. Also ich denke mal, in dem Bereich, in dem ihr euch bewegt, in diesem High-End-Bereich, da muss man auch so ein bisschen drauf achten, oder? Ja, ich muss auch sagen, dass mir sozusagen dieser Erfolg, also man kann ja nicht direkt Erfolg sagen, weil es ist ja ein Computerspiel, sondern dieser Contest mit anderen Leuten, dass er mir mehr Spaß macht als das eigentliche Spiel sozusagen. Mhm. Also dass mir das Spiel spielen nicht mehr so viel Spaß macht. Und das sieht man halt auch daran, dass man keine Lust hat, irgendwelche Sachen zu farmen und sowas. Und das ist halt, das muss halt sein. Das ist so wie das Schuheputzen beim Fußballspielen. Okay, Schuheputzen beim Fußballspielen ist das sehr gute Stichwort, um in die Werbung abzugeben. Vielleicht findet ihr ein paar Schuhputzpaste. Vielleicht ist es dabei, schaut es euch an. Wir sind gleich wieder da mit unserem Giga-Online-Welten-Spezial in Naxxramas. Bis gleich. Willkommen zurück bei unserem großen Giga-Online-Welten-Naxxramas-Special. Der Florian hat heute so ein bisschen die Hoherrschaft über seinen Laptop und die Hoherrschaft über die Naxxramas-Party. Und da möchten wir nochmal aufrufen, kommt hin, wir wollen mit euch feiern. Die
Gilde Illuminatis, die auf Blackmore unterwegs ist. Mit der feiern wir die große Party. Dort werden die Loot-Tables durchgesagt. Dort wird, werden Raketen steigen gelassen. Hoffen wir zumindest. Ich rufe euch auf. Wir sind gleich wieder bei. Wir beantworten jetzt ein paar Zuschauerfragen. Die postet ihr bitte auch in die Comments auf jeher.de. Aber danach sind wir wieder live unterwegs in Elvin Forest und schauen uns an, wie da gerade der Bär steppt. Deswegen kommt alle noch mal hin, bringt eure Raketen mit und dann werden wir gleich noch abfeiern. Vorher aber noch ein paar Fragen, weil ich denke, dieser Raid nach Naxxramas soll euch ja auch ein bisschen Anreiz geben, soll euch Fragen beantworten und was können wir jetzt Besseres tun, als diese Fragen von euch auch zu beantworten? Ja, fangen wir noch mal hinten an. Wie heißt der Song aus dem Ashbringer-Video? Genau, Weird Al Yankovic, White and Nerdy. Das ist die Verarsche von Chamillionaires Riding Dirty. Genau. Hat da schon ein aufmerksamer Zuschauer beantwortet. Ich habe die Fragen vorher noch nicht gelesen, also wir können auch böse Überraschungen jetzt haben hier. Wie viele Leute haben bei euch den Stab, den Legendary Stab? Das ist nämlich der Atiesh, über den wir gleich auch noch mehr reden wollen. Also eine Person, die noch in der Gilde ist, hat den Stab. Die andere Person hat leider schon mit WoW aufgehört. Das ist halt im Moment so bei uns das Problem, dass Blizzard sich ja entschieden hat, 25er Instanzen zu machen und wir könnten entweder unsere Gilde aufstocken und dann so eine Zerg-Gilde machen und zwei Gruppen anfertigen oder halt ein bisschen ausmisten und dann ganz ruhige eine Gruppe machen, die dann sozusagen auch mal, wo die Leute dann auch mal ein bisschen Raum haben und dafür haben wir uns halt entschieden. Und die Personen, die halt nicht mehr hundertprozentig dabei sein wollen, beziehungsweise die sich denken, das war jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit WoW aufzuhören, die können dann halt gehen und dazu gehörte der dann halt auch. Es ist tatsächlich so, dass einer bei euch den besten Healer-Stab in-game bekommen hat und jetzt mit WoW aufhört. Ja, das ist... Verkauft er wenigstens seinen Char, dass dieser Atiesh nicht untergeht? bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß es nicht. Und eine... Also ist auch gar nicht erlaubt, Chars verkaufen. Nee, übrigens. Das wollen wir auch gar nicht unterstützen. Geht auch gar nicht. Funktioniert nie. Nee. Wo denn auch? Nee, ich weiß kann auch man auch gar nicht. Kann man gar nicht. Und eine Person hat halt 20 Splitter bis jetzt, aber der wird seinen Atiesh nicht mehr vervollständigen. Habt ihr jetzt durchgerechnet? Reicht es nicht mehr aus? Auf keinen Fall. Schade. Dann haben wir noch die Frage, wie viel Gold hat ein durchschnittlicher Illuminati? Ja, fragen wir einfach die drei, die wir hier haben. Ja, also ich bin immer der Ärmste, sozusagen. Ja, wie jeder. Mit 30.000 Gold. Viel geskillt. Nee, also immer so gerade die Rennkosten. Ja, das war bis vor ein paar Wochen so der Fall, aber wir haben in letzter Zeit viel Geld reinbekommen und da hat mal der Gildenmeister ein bisschen was bringen lassen. Wie hat man Butter bei die Fische? Ach, ihr habt Items zum Beispiel verkauft. Zum Beispiel. Ja. Butter bei die Fische, wie viel? Im Moment 330, aber das war vor einem halben Monat war es dann noch so bei 15, 16 Gold. Das ist tatsächlich so der Durchschnittsdealer. Also, ja, das ist wirklich so. Holy Priest und sowas haben wir. Und hier unsere Bonzen. Ja, ich würde auch mal sagen, der Linke hier von beiden, unser Nims, der wird doch glaube ich nicht die so Kohle viel satt haben, oder? Wie viel? Naja. Sag eine Zahl. Ich habe 1980 Gold. 1980? Ja, aber er gehört dann, also da gibt es noch schlimmere, aber er gehört so zum guten Mittelfeld. Ja, Tonno? Also ich habe mit 5600 Gold angefangen von Naxxramas und durch 2-3 Mal umskillen pro Woche, da ich ja gerne Damage mache im Battlegrounds, kommt da einiges zusammen und mein aktueller Stand ist gerade 1500. Ich kenne das andersrum, also bei unserem Server hat einer mit 5000 Gold angefangen, hat immer alles aus dem Haar rausgekauft und wieder reingesetzt und ist jetzt inzwischen bei 28.000 Gold. Ja. Oder 30.000, Johnny R., kennst du den? Ja, klar. Ja. Der ehemalige CSler. Wie hieß er nochmal? Der hat ein bisschen kann sehr gut handeln, oder? Der ist, was heißt gut handeln? Der kauft einfach alles von einer Sorte raus und setzt es wieder für zwei Gold teurer rein. Man kann man sozusagen den Preis bestimmen. Wenn man das Kapital bestimmen, hat. Ne? Aber dafür braucht man auch Zeit, ne? Ja. Um den Marktpreis zu studieren und so. Okay, nächste Frage. Warum redet keiner über die UI? Seitdem Blizzard meinen Group-Buttons weggenommen hat, suche ich nach einem neuen UI. Das UI vom Krieger gefällt mir super gut. Was ist das? Gibt's links? Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass danach einer fragt. Ich habe es bisher absichtlich ignoriert, weil Interface-Fragen führen zu endlosen Diskussionen. Oh ja, das stimmt. Und ich wollte es eigentlich weder dem Nims noch dem Tonno antun. Wir können ja vielleicht anbieten, irgendwie das Interface online zu stellen. Sehr gerne, wir haben eigentlich ein eigenes, ist nicht groß anders, das, was wir rausgebracht haben, beziehungsweise wir haben es kurz vor dem Patch rausgebracht, dummerweise. Danach sind ja alle Add-ons kaputt gegangen. Das ist jetzt aber überarbeitet, so cool. Kommt bald. Aber sehr gerne, nimm's. Dein Interface wird gefordert. Zeig doch uns einmal kurz dein Interface und zeig kurz, was du da hast. Können wir einmal in-game gehen bei dir und uns einmal anschauen, was da was ist. Und du erklärst es einmal grob in ein paar Minuten.
Ja, also die Frames, das sind AG Unit Frames. Sehr leicht eigentlich zu handhaben. Was habe ich noch hier? Trinket Menu. Das ist so ein Vorteil halt, wenn man zwischendurch mal sein Trinket wechseln muss. Ja, hier oben, das ist das Add-on Fuba. Kann man sich auch wunderbar einstellen. Nimmt halt unheimlich auch viel Platz weg. Und hier eine Seite, das ist Elkanos Buff Bar. Ja, das ist halt so eine Animation von seinen Buffs. Man sieht halt auch, wie die ablaufen und so. Im Großen und Ganzen war es das dann auch. Ach ja, genau, die Bars, genau. Bartender ist, nennt sich das Add-on. Man kann hier viele, bis zu 10 verschiedenen Bars einstellen. Mit allem Möglichen drum und dran. Man kann die grafisch verändern. Ja, man kann die Anzahl verändern, wie viele Buttons, wie die angeordnet sein müssen oder sollen. Naja, das alles. Und das halt das wichtigste Add-on ist Big Wigs für jeden, der in Naxxramas unterwegs ist, denke ich mal. Weil man hat dadurch diese Anzeigen, wann irgendeine Fähigkeit von irgendeinem Boss kommt. Findet man fast alle auf cursegaming.com. Richtig. Logischerweise. Ja. So. Flo, Party, Raketen und mehr. Ja, Paladine, Raketen und mehr. Ich werde gerade herausgefordert, ich soll meinen Charmy holen, dann machen wir ein Duell. Ich habe gar keinen Charmy, dumme Sache. Ich habe nämlich einen Krieger, zwei Priester, einen Schurken, aber keinen Charmy. Aber so, ich hüpfe hier mal ein bisschen rum. Das ist die Party zu Ehren der Blackmoor-Gilde Illuminati. Und ich hoffe, Raketen! Habe ich gehört. Ich hab's gehört, ja. Ja, ich hab's gehört. Los, Feuerwerk, ich will 10 jetzt. Da die Leute sehen, dass ich mich bewege. Nee, das war eine Duellflagge. Ja. Ey, jetzt bleiben wir ein bisschen in dieser Party, bis ich sage, dass der Stream, die Streamverzögerung vorbei ist. Bleiben wir da jetzt. Und ich möchte jeden AE-Spell sehen, den ihr könnt. Und Feuerwerk, ja? Flo, komm raus. Ja, ich bin hier raus. Flo, komm raus. So, jeden AE-Spell, den ihr könnt, egal ob von Horde oder Allianz, haut mal raus hier. Ich stelle mich mal ein bisschen weg, damit ich nicht direkt alles verlegge. Da haben sie sogar aufs Dach haben sich gestellt. Ja, so. Machen die Party von oben mit. Ja, da komme ich nicht hoch. Ich würde gern, aber da bin ich Movement nab. Deswegen kriege ich das nicht hin. Ja, ist halt CS, so. Aus CS müsstest du das also eigentlich kennen. Ja, eben gerade in CS war ich immer schon Movement nab. Ich habe immer nur ein bisschen was durch Aiming wieder rausgelassen. So, AE-Spells for the win. Ja, da gehen dann zwar die armen Hortler drauf, aber mein Gott, dann ist das nun mal so. Kann ich jetzt auch nicht ändern, obwohl ich Hortler mit Leib und Seele bin. So, das ist die Party. Und ich finde, das ist doch schon relativ beeindruckend, was man hier sieht. Da gehen die Raketen. Ja, es fängt an. Die ersten haben den Leck vorbei, denke ich. Hat so Silvester-Feeling. Nackter Paladin mit nacktem Oberkörper und Sadomaso-Maske auf. Sehr nice. Sieht man auch öfters. Immer gern. Die Maske oder den Paladin? Sowohl als auch. Oh, da traut sich noch ein Taurer aus seinem fetten Kolo durch die Landschaft. Der reitet schon die ganze Zeit hin und her. So, jetzt würde ich sagen, jetzt gleich müsste es kommen. Komm. Kann doch nicht sein, dass wir so wenig Magier hier haben und Hexenmeister. Das sind alles Level 1 Chars. Da kommt es. Da kommt ja, da kommen wir langsam an, da kommen wir langsam an. AE. Ja. Ganz viel. Grüß bitte Katagas von Illuminatis. Oh, den Michael. Wer ist das denn? Giga for the win, ihr seid klasse, Jungs, haut weiter rein. Ja, jetzt kommt der AE, siehst du, jetzt fängt es an zu laggen. Das ist die Party. Und dann geht gleich der Server weg. Gleich geht der Server weg, ja, aber das will ich ja auch damit. Blackmoor ist auch als einer der Offline-Server, glaube ich, bekannt. Euer Server stürzt gerne mal ab, ne? Ja, sehr gern. Aber, also wirklich. Das war ja auch einer der, ja, ich würde nicht mal sagen, ich hatte Angst, als ich gestern gelesen habe, dass total viele Server von einem Ausfall bedroht waren, beziehungsweise absolute Probleme hatten, den Zugang zu gewährleisten. Genau. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, was passiert heute mit unserem Raid? Aber es geht alles glücklicherweise gut aus. Ja, wir hatten auch sehr große Angst, also besonders, weil wir schon mal so einen Fall hatten, wo wirklich niemand mehr online kam und dann nur 5 Minuten so ungefähr. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das ist fatal. Und hier geht, wie haben sie die AOE-Spells? Dazu fällt mir nur eins ein, auf zum Atem! Ja, da hat einer, da ist so einer Simpsons-Fan. Richtig so? Ja, super, vielen Dank an alle, die gerade hier Party machen, egal von welchem Server auch immer. Es sind sehr viele Level 1-Chars dabei.
sprich Leute von anderen Servern, die ich hier grüße. Es tut mir sehr leid, dass wir euch jetzt so viele Fanboys verschaffen auf Blackmoor, aber das Problem haben wir auf Azshara und vielen Wir haben es ja auch. Jetzt also, habt ihr es auch. Ihr werdet, auch, nee, ihr werdet keine ruhige Minute mehr haben, denn alle Gilden, die hier waren, die kommen nie wieder, weil sie danach immer vollgespammt werden. Also nicht das, aber sie haben wir kommen eigentlich ganz gut mit sehr Leuten, viele Leute, die dann auch Level 1 Charaktere auf dem Server anfangen, einfach mal Hallo sagen. Wir sehen ja, das sind alles Level da, sieht ihr, ganz Level 1, die ganze Holzschild. Vorne noch ein 60er Taurer gewesen, ja, hier die Taurer. Ein paar 60er auch da. Ein paar Orks hab ich auch schon gesehen. Also ist auch wirklich nett, dass hier Hortler dabei sind. Ich guck mal, ob da hinten vielleicht noch ein paar Hortler stehen, die sich nicht ganz so weit reintrauen. Zu Recht übrigens, da sie ja hier doch heftig angegangen werden. Vielleicht hier noch ein paar Hortler. Nee. Da hinten links. Da wollt ihr auch mitmachen bei unserer Party? Der Wald von Elvin ist Ziel dieser, oder Oststandort dieser wundervollen Party, Nax Ramas Party. Zu Ehren unseres Giga-Online-Welten Spezial, in dem die Illuminatis Nax Ramas säubern, der Elven Forest auf Blackmoor, macht ein Level 1 Charakter. Mensch, bitte, sonst landet ihr da nicht. Also wäre schlecht, wenn ihr jetzt so einen untoten Zauberer machen würdet. Das wäre fatal, dann könntet ihr lange suchen, wo die Party ist. Wo geht's denn hier zur Party? Stimmt. Dann stehen die da in Undercity. Wo geht's denn hier zur Party? Wo ist denn die Giga-Party? Genau, wo geht's zur Giga-Party bitte? Gnome ist auch ein bisschen schwierig, habt das weit zu laufen. Gnome ist auch schwer, genau. Ist die Sendung vorbei, wenn ihr ankommt? Also Mensch, obwohl, wenn sie als untoten Zauberer anfangen, dann sind sie auf Level 30. Ich hab den Partner gefunden. Gibt's ja, er lebt noch? Da. Gibt's ja nicht. Oh. Ich glaube, der laggt. Jetzt ist er wohl tot. Tatsächlich, die werden hier gerade alle gekillt, aber gut, das muss ich dann wohl mir zuschreiben. Ja. Die Rep-Kosten bitte alle an Nascha schicken. Rep-Kosten PvP. Ach ja, immer noch. Zum zweiten Mal heute. Ja, ich glaube, das soll erstmal vorerst von der Party gelangen. Und ich switch schon mal raus. Gretz zu Level 3, Giga-Party. Ja, Level 3 habe ich vorhin in 5 Minuten geschafft. Ich habe den Tobi Stamer kurz spielen lassen, einen unserer Praktikanten. Der hat mit Level 3 ist er an einem Level 1 Wolf geweiht. Als Paladin. Es war schwierig, aber er hat es geschafft. Und noch jemand, der ein wundervolles Spielverständnis von World of Warcraft hat, ist der Felix von Giga Games, der uns heute World of Warcraft erklärt. Felix, bitte. PvP-Server. Hier toben sich die Helden von Erdbeerfeld außerhalb der Saison aus. Der durchschnittliche Spieler ist männlich, befindet sich in der Pubertät und trägt das Krankheitsbild der Acne Vulgaris oder schlimmer, in mehr oder weniger ausgeprägter Form im Gesicht. Alle Spieler dieses Spiels sind meistens hochintelligent und haben wenige lebendige Freunde. Das Alter des Durchschnittsspielers beträgt ca. 10,48 Jahre. Es soll jedoch auch vorkommen, dass Spiele mit mehr als 40 Lebensjahren gesichtet wurden. Allerdings müssten dann andere den Durchschnitt wieder herunterziehen. Andere, die den Durchschnitt definitiv herunterziehen, sind einige von denen, die gerade die Elvin-Party bestreiten. Und wir müssen nochmal live dahin schalten, denn es gibt Neuigkeiten. Wir haben gerade vom Tonno gehört, was ist passiert? Move da irgendwelche Leute hin und her. Denn es ist wohl tatsächlich durch unsere Sendung zu so starken Lexi in dem Wirrwarr wirst du den GM, glaube ich, nicht finden. Nicht, ja, Target GM geht auch nicht, aber ich wollte nochmal reinschalten und sagen, es sind halt tatsächlich so viele Leute, dass er sich schon ein GM wohl hat blicken lassen und hier ein bisschen für Ordnung sorgt. Was macht er denn? Da ist nicht ganz so viel Er hat gerade gesagt, er sleept Leute, die wahrscheinlich besonders stark spammen und damit die halt den Server nicht zum Absturz bringen, weil bei so vielen Personen und der Berechnung der ganzen Spells ist es schon... Wäre aber lustig, wenn wir hier bei Giga Online Welten mal den Server so richtig einheizen würden. Also, wie ich gerade gehört habe, haben wir schon. Ja, der ist schon ein paar Mal. Ja, aber so richtig... Also, wir hatten einmal ein PvP-Event organisiert, ein Turnier. Da sind so viele Leute gekommen, dass der Server den ganzen Tag offline war. Ich erinnere mich auch gerne das große Event bei der Eröffnung von Ankirai. Ja. Vor den Toren von Ankirai, auch auf Erida. Ja, das war auf jedem Server, glaube ich. Genau, aber auch auf Erida, da war auch dann... Auf jedem PvP-Server. Ja. Das Lustige war, kommt alle dahin. Die ganze Welt pilgerte nach Siditus. Ja. Und warum? Ja klar, der Server wollte unbedingt in die Knie gehen. Man konnte unmöglich spielen. Ja, das sind die letzten Bilder. Das sind jetzt gerade die aktuellsten Live-Bilder von unserer Giga-Online-Welten-Party auf dem Server Blackmoor. Flo, haben wir noch ein paar Fragen? Durchaus haben wir auch noch Fragen. Können wir gerne auch noch mal drauf eingehen. Und drauf Weil wir wollen ja gleich auch noch mal weitermachen mit unserem Raid. Aber vorher, wir wollen nicht vernachlässigen. Fangen wir wieder hinten an. Werden die Gegner von WoW stärker, je mehr Leute rumlaufen, oder sind sie immer gleich stark? Sprich, der fragt jetzt zum Beispiel, wenn du nach Nax Ramas mit 40 Leuten gehst, sind dann die Gegner stärker, als wenn du da mit 20 Leuten gehst? Sie sind gleich stark, sozusagen. Immer gleich stark. Deswegen geht man immer mit der Maximalanzahl hin. Klar, ja.
Also es gab das Prinzip bei Diablo damals, Diablo 2, da hast du dich, je mehr Leute auf dem Server waren, desto schwieriger wurden die Leute. Deswegen hast du auch so, weil bei je mehr Erfahrung hast du aber auch bekommen, weil die Gegner halt schwieriger waren. Es gibt ja auch waren. Zum Beispiel Spiele wie weil zum Beispiel Gothic, da steigt ja sozusagen der Gegner mit dem Level, mit deinem eigenen Level sozusagen. Oder bei. Doch, es war Gothic 3, da steigt der Gegner. Oblivion auch. Nee, bei Oblivion wär's, genau. Das sind, genau, deswegen so unabwegig ist, ist diese Frage überhaupt nicht. Deswegen gehen mittlerweile, machen es auch Gilden bei Molten Core zum Beispiel, das ist auch eine Instanz, die auf 40 Leute ausgelegt war. Mittlerweile gehen da auch nicht mehr so viele rein, da geht man dann auch mit weniger rein. Gleiche Onyxia, der erste große Raid-Boss, kam man mittlerweile mit 5, kann mit 5 Leuten gelegt werden. Das ist also auch ohne weiteres möglich. Ja, das macht man so zum Hobby sozusagen, weil die droppt ja auch ganz gut Geld. Ja, du kriegst jedes Mal 20, 30 Gold, wenn du so wenig machst. Ja, genauso wie zum Beispiel Kazak. Da kriegt man dann sozusagen, wenn man den mit 10 Leuten macht, gute 10 Gold pro Person und der geht auch schnell. Der muss innerhalb von ein paar Minuten down gehen. Schönen Gruß nochmal an den Mümmel. Das ist der hat vorhin schon mal gepostet. Der hat heute auch noch einen 12er Azuregos mitgemacht. Und das hat dann auch dementsprechend lange gedauert. 34 Minuten. Noch eine Frage an euch, an die Illuminatis. Habt ihr auf eurem Server auch Konkurrenzgilden, welche euch einen Wettkampf lieferten? Also, dass ihr so ein bisschen noch extra angespornt wurde. Die Illuminatis hatten mit meiner Ex-Gilde, Dagodasil, einen starken Wettkampf am Ende von Ankirai. Und im Moment haben wir leider keinen Wettkampf mehr mit anderen Gilden, sondern also die sind im Moment noch alle am Konzipieren und am Nachziehen. Zum Beispiel Tempest Legions hat im Moment einen starken Rückschlag bekommen, glaube ich, aber ich hoffe, die werden sich da bald wieder erholen und dass wir bald wieder Konkurrenz auf dem eigenen Server haben. Und meine ehemalige Gilde baut sich auch wieder einigermaßen auf und ich hoffe auch, dass die bei Burning Crusade wieder also mit uns mitziehen. Da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir dann wieder echte Konkurrenz auf unserem eigenen Server haben. Also bei uns auf dem Server war es so, dass sich irgendwann herauskristallisiert hat, dass es bei der Allianz eine Gilde gab, wo die einzige Konkurrenz noch eine Horde-Gilde war. Im Endeffekt. Es gab eine super gute Allianz-Gilde und die einzigen, die ein bisschen mitgezogen haben, war eine Horde-Gilde. Und ist es bei euch vielleicht auch noch so, dass eine Horde-Gilde vielleicht noch annähernd so gut ist? Das ist bei uns, also war auch bei uns noch nie so. Bei uns waren die Horden-Gilden eigentlich immer schlechter. Wobei halt auch, ja, also die Horden-Gilden waren auch mehr PvP-orientiert. Sagen wir es langsamer, nicht schlechter. Ja, also es waren ja keine schlechteren Menschen, sondern sie waren halt nur, wie gesagt, unskilliger, langsamer. Unskilliger, ja. Aber hatten kein Vier-Wort. Aber euer Palas. Skill wird jetzt gefragt sein, denn jetzt kommen wir gleich. Der Programmpunkt in unserer Tagesordnung ist jetzt. Sag jetzt, es uns ganz kurz. Ja, wer wartet jetzt auf uns? Auf uns wartet jetzt Saphiron, der erste Boss des Frostworm Lairs. Und das ist ein wirklich starker Gegner, der auch gerne mal die eine oder andere Überraschung bereithält. Und diese ein oder andere Überraschung werdet ihr gleich bei uns erleben, beim Giga Online-Welten Spezial. Kurz die Werbung und dann sind wir da mit Saphiron, den Frostdrachen. Wir sind schon wieder da aus der Werbepause. Für manche Leute ist sie ein wenig kürzer als gedacht. Ich finde es aber toll, dass Fernsehen auch mal kurze Werbepausen haben kann, wie bei uns. Jetzt steht er an, der frostige Bruder. Ja, ich weiß, er ist nicht wirklich der Bruder, aber der frostige Bruder von Onyxia. Ja. Zumindest von der frostige Bruder und zumindest wie er aussieht von dem Modell und was er macht und so sieht weiter. Ja schon ganz gut so aus. Ja. Saphiron, der letzte Wächter, bevor es dann zum Licht geht, zum verderbten Herrn Kel'Thuzad. Saphiron, ein Drache, den den Kel'Thuzad verderbt hat selber. Oder wie war das? In der Storyline? Doch, Arthas, ne? Ja. Arthas hat ihn verderbt und zum letzten Wächter vor Kel'Thuzad gemacht. Nein, Arthas hat ihn verderbt, aber Kel'Thuzad hat ihn dann gefangen. Hat ihn oder vereinnahmt für sich. Gott, die Geschichte ist aber auch schwierig. Ja, aber also ich bin trotzdem erstaunt. Die Anfangsgeschichten kenne ich alle, aber die Geschichte von Naxxramas direkt ist mir nur in kleinen Teilen bekannt. Wahrscheinlich auch nur aus den Trailern wie mir. Ja, Jungs, unsere zwei kleinen, dicken Zwerge da hinten. Was sagt er denn? Ja, können losmachen. Ja, dann los. Legen wir doch mal los. Dann gehen wir mal los, schalten wir mal rein. Ist das eigentlich auch so, dass die sich abends gerne mal einen zwitschern? Man hört das ja von Zwergen, dass die öfter mal in Ironforge rumsitzen und das eine oder andere Getränk heben. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten eigentlich schon vor, hier
ein Bier nebenbei zu stellen, sozusagen. Virtuell oder? Natürlich nur. Natürlich. Ja, nee, legt also mal ruhig los, Torno. Also, Oh, Moment, ach, da gibt es eine Animation, die wollen wir natürlich sehen. Ja, klar. Der, also, früher lag er da und jetzt ist es aber so, dass da irgendwie Teile rumschwirren. Wieso ja, da liegen immer erst Knochen. Ja, liegen das die kaputten ist Knochen. Genau. Die lagen da vorher alle rum, aber die schwirren jetzt schon teilweise darum. Ach so. Es ist natürlich immer vorteilhaft, den Boss im ersten Versuch zu töten, weil die danach nicht mehr darum liegen sozusagen und der am Anfang noch eine Animation hat, wie die sich zusammensetzen. Die aber kannst du noch einen Schritt vor vielleicht? Und das ist also ganz vorteilhaft, wenn man den im ersten Versuch tötet, weil sonst der Boss halt direkt auf einen zukommt und so hat man Zeit, sich aufzustellen. Okay. Und hier ist es auch wirklich so, dass wir ja bisher alle Bosse, also du musst, um hier hinzukommen in diese Höhle, musstest du alle Endbosse der Flügel töten. Du musst alle Bosse der Flügel töten, beziehungsweise, wie gesagt. Plus die Endbosse natürlich. Ja, genau. Also, die sind ja dann. Also, sind eigentlich ja mit dabei bei alle. Ja, ja, genau. Der Phil nimmt es gerne mal doppelt. Damit dann sozusagen alle Siegel aktiviert werden und man kommt ja unten auf dieser Empore sozusagen, kommt man unten. In Naxxramas rein. Wieder in den Eingang sozusagen, genau, Eingangsbereich. Und dann kann man sozusagen nach oben gehen, einen Stockwerk höher und da kommt man dann halt in diesen Frostwurm. Der Krieger hat sich gerade umgezogen, jetzt möchten wir mal ganz kurz gucken, was hast du dir denn da angeschmissen? Ganz kurz nur. Jetzt laufen wir schon los. Nee, lass lieber erst gucken, wie der Drache sich zusammensetzt und das ja, genau. Danach dann lass uns gucken. Denn der setzt sich jetzt aus den Knochen zusammen, wir sehen hier nochmal kurz unseren kleinen Krieger. Das sieht schon spektakulär, schon schön. Hört man da auch was? Ja, ich glaube schon. Nee, da hört man nur ein Grollen sozusagen. Und, aber sagen tut er nichts. Boah. Jetzt gibt es gleich einen Puff. Und da ist der entspringt der Phönix aus der Asche sozusagen. Ja. Bisschen eisig, der Junge, ne? Bisschen frostig. Ja, und genau das ist auch der Grund, warum sich der Nimbs umgezogen hat. Genau. Denn Frostrisi größer alles bei diesem Encounter. Oh ja, also wir haben echt alle Hebel in Bewegung gesetzt sozusagen an dem ersten Tag, als wir die Frau Horstmann getötet haben und haben innerhalb von einem Tag haben alle Leute ihre Sachen da zusammengefarmt. Das war echt eine krasse Aktion. Und wir sehen auch hier ganz lustig, dass alle Personen dem Boden gleichgesetzt sozusagen in Blau gefärbt sind. Ja, denn die Frostresi-Sachen sind blau, die Naxxramas zumindest, die droppen. Ja, und die man herstellen kann halt auch. Das also ist die diese Frostrunen, die man braucht, um die Frostresi-Sachen herzustellen, die einen Chance drauf zu machen, die leiht man sich ja gern mal von anderen Gilden. Wo droppen die? Die droppen an verschiedenen Stellen sozusagen. In Naxxramas sind die an den Wänden angebracht. Dafür braucht man Drops von den Trash-Mobs in Naxxramas. Ja, das war unglaublich dumm. Also da habe ich mir mit der Hand vor den Kopf geschlagen, wäre da gerade links vom Eisblock weggegangen. Aber das war perfekt, das war aber gut. Das war aber super, um es für uns zu zeigen, was jetzt wirklich da passiert. Also, erklär uns das nochmal kurz, Lars. Also der Drache geht nach einer bestimmten Zeit hoch, ich glaube nach einer Minute. Und dann hat man halt Zeit, sich sozusagen erstmal zu verteilen, weil nämlich er Frostbolts schießt, die dann den Effekt haben, dass man in einen Eisblock kommt. Dieser Eisblock oder fünf? Sind glaube ich fünf. Ja. Also schießt er auf random irgendwelche Leute. Und drumherum bekommen die Leute halt den gleichen Schaden. Und man kann halt nur hinter diesem Eisblock überleben, wenn er halt eine riesig große Kugel von oben runter schießt, die über 70.000 Schaden macht. Und das kann niemand überleben, wie wir gerade an dem Zwerg-Paladin gesehen haben. Ja. Der da unglaublich. Nicht mal ein Paladin. Also, doch, es war ein Paladin. Aber ja, ich meine, nicht mal ein Paladin kannst du überleben. Ja, doch, ein Paladin, aber nur wenn er das Schild anmacht. Angstblase. Nee, ich habe gelesen, selbst in Angstblase doch, überlebst du. Geht. Doch? Ja. Ach, da spricht er aus Erfahrung, ja, der Paladin. Ja, hundertprozentig. Tatsächlich? Ja. Manchmal bleibe ich einfach lustig stehen. Und dann Ruhestein natürlich. Ich schmeiß die Angstblase an, mach Ruhesteine und sag, ich warte in also, IF. Ja, so ungefähr. Ihr macht das schon. Nein, Da sehen also wir jetzt sehen wir das jetzt sehr gut. Wir warten zuerst, auf dass keine Frostballs mehr kommen. Und das ist wieder sowas, was vorhin angesprochen wurde. Wenn jetzt alle auf einer Seite wären, hätten natürlich die hinten ein Problem. Denn man hat nur 6 Sekunden Zeit, bis diese Eisbombe unten landet. Das ist total problematisch und das ist schon uns echt total oft passiert, dass wir so einen perfekten Versuch hatten, dann bei 20% ungefähr
das passiert ist und das ist die Leute so kommen ärgerlich. Halt nicht mehr schnell genug hin. Und man kann es auch nicht steuern. Das geht auch gar nicht. Und man kann es auch nicht steuern, wo dieser Eisblock kommt. Ja, das heißt, ihr könnt nicht durch, dadurch, dass ihr euch bestimmt irgendwo auf, durch eine bestimmte Aufstellung das irgendwie erreicht, sondern es ist wirklich zufallsabhängig. Wir haben auch gerade gesehen, der Drache fliegt. Ja. Unter anderem, wie sind denn so die Phasen in diesem Kampf? Also, das ist die ganz normale Phase. Da läuft nur, also der läuft wirklich, dieser Blizzard, entlang von Person zu Person sozusagen, auch willkürlich und macht dann halt bestimmten Schaden und verlangsamt die Leute auch. Bewegt sich aber auch sehr langsam, dieser Blizzard, genau. Man kann voll weglaufen. Ja, man kann auf jeden Fall voll hinweglaufen, aber das ist ziemlich hinderlich manchmal am Maintank heilen, wenn dann halt der auf einen zukommt sozusagen. Und man dann nicht links und rechts vorbei kann, weil man halt da auch direkt da reinlaufen könnte. Also nicht ein paar irregeleitete Magier, die mal ein bisschen daneben geklickt haben und gesagt haben, ich caste hier mal einen Blizzard. Das ist weg. Das ist kein Spruch der Magier, das ist ein Spruch von Saphiron selber. Jetzt sehen wir die Phase, du hast gerade gefragt, jetzt passiert es, er geht hoch. Wenn er hoch ist, castet er eben diese Frostbolts. Genau, die Frostbolts. Und dann haben wir auch gerade gesehen, dass er da runtergekommen ist. Auf der linken Seite war das. Was macht? Nimm's? Der guckt nach oben und zeigt, wie er fliegt. Okay. Auf jeden Fall war das halt so, dass da auch andere getroffen wurden, die halt zu nah dran standen. Und jetzt sehen wir diese Bombe. Ja, da sehen wir sie doch nicht, weil er sich zu schlecht postiert hatte. Oder einfach aber zu klein die können, ist. Können wir gleich bestimmt nochmal sehen. jetzt ist er, wie gesagt, unten. Er macht ziemlich viel Schaden und auch sehr viele Crits, obwohl unser Tank sehr viel Verteidigungswert hat. Wer macht viel Schaden? Saphiron. Also der macht manchmal 2.000-5.000er hintereinander und dann ist der Tank auf 10% und dann muss ganz schnell alles wieder hoch. Also der Tank hat schon bei euch, wie viel hat er mit Max? Ja, also wie viel hast du denn, Tonno? HP aktuell. Was fehlt da? Also da fehlen Essen? Wahrscheinlich, ja genau. Ach nee, Frostrisi hat er an. Nee, er hat keine Frostrisi an. Also bei dem Kampf nicht, weil er wie gesagt halt sehr starke Crits reinhaut. Also er muss wirklich Max HP eigentlich. Wie viel? 22.000? Ja, das ist aber halt mit Last Stand und mit Trinket. Okay. Und also mit allem drum und dran 22.000 Leben und 22.000 Rüstung war wahrscheinlich das Maximale. Das ist eine Menge. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Aber ist halt auch nicht der Normalwert. Ja, jetzt sehen wir wieder, beziehungsweise wir sehen nicht, wie er hochgeht, aber er postiert sich dann immer und da geht er hoch. Und er postiert sich direkt in die Mitte sozusagen, geht immer auf eine Ausgangsposition und fliegt dann hoch. Von wo aus er dann halt seine Attacken da koordiniert. Sehen wir schon, dann stellt sich schon einer hinter diesem Frostdingen da auf. Aber eigentlich sollte das erst geschehen, genau das passiert dann nämlich, dass, wie wir gerade gesehen haben, an diesen blauen Kreisen, dass dann mehrere Leute das abbekommen. Da haben wir gerade diese Frostbombe gesehen. Gott sei Dank nicht so viele Leute gestorben. Weil wir halt sehr viel HP haben. Wegen Warum darf man nicht so früh hinter dem Block? Das hab ich nicht weil man dann auf einem Fleck steht sozusagen und wenn dann ganz am Ende noch so ein Frostbolt kommt, dann kriegen alle den dann Schaden. Kriegen alle den Schaden. Weil der Damage im, also eigentlich erst im Gebiet macht. Ja. In den letzten 2 Sekunden. So. Ja, wenn die Bombe gerade so runterkommt, dann hat man noch 6 Sekunden. Das ist schon eine ganz gute Zeit, könnte man sagen. Also außerdem hat er hier, wie man rechts unten sieht, die ganze Zeit diese Frostaura, die immer wieder die nachkommt. Die macht 600 Schaden, wenn man keine Frostresi anhat und nichts widersteht. Macht die 600 Schaden pro Sekunde. Das ist schon muss erstmal geheilt werden. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also das ist so viel, wenn man bedenkt, dass er irgendwie ein Gebet, keine Ahnung, 1500 macht. Und 3 Sekunden Casttime dafür erwartet oder 2,5. Dann, und ich meine, davon kann man ja auch nicht die ganze Zeit welche machen, ne? Aber man hat ja Gott sei Dank Frostlady da. Von der Schwierigkeit her, wo würdest du da Saphiron ansiedeln? Saphiron ist eigentlich ein Kampf, wo man nicht so viel Glück braucht, sondern eher Routine. Daher würde ich den Kampf eher also hinter den Four Horsemen ansetzen, aber vor den anderen halt. Also doch so der drittschwerste Boss oder wer ist der drittschwerste? Also Kel'Thuzad Ist, denke ich, also wirklich der schwierigste Boss. Gut, dann Four Horsemen und dann haben wir schon trotzdem schon Saphiron, der auch für, ich meine gut, man muss erstmal da hinkommen, man muss erstmal die Four Horsemen und den Rest der ganzen Instanz besiegen, um dann zu ihm zu gelangen. Das heißt, nicht viele Gilden haben auch jemals die Gelegenheit gehabt, ihn überhaupt mal anzuprobieren. Ja. Den kann man ja nicht mal einfach mal so anprobieren, da muss man ja richtig schön. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel früher auf den Test Realms oder so gab es ja gar keine Möglichkeit, aber das ist ja eigentlich auch richtig so, weil sonst könnte man ja vorher schon
schauen, wie die Taktik ist und dann. Einige haben die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel Death in Texas hat vorher. Ja, aber die haben vorher für Blizzard schon an Patchwork gescheitert sozusagen. Beziehungsweise haben da ihre Taktiken ausprobiert und ja. Obwohl Flickwerk zum Beispiel, den haben wir jetzt nicht dabei gehabt, Patchwork, ja. Auch ein Boss, an dem viele Gilden sehr, sehr lange scheitern, was aber auch durchaus verständlich ist. Ja. Das sind so, sagen wir mal so Gate-Encounter, an denen man wirklich lange erarbeiten muss, wenn man eben nicht das Super-Equipment hat, was vielleicht nicht ganz reicht. Dieser Patchwork mit seinen Schlägen. Ja, wir haben halt am Anfang auch sehr lange an dieser Taktik gesessen. Wir haben die ganze Zeit Rechnungen aufgestellt. Und haben, mit der Agro und so weiter. Ja, genau. Ja, genau. Und haben halt auch versucht, rüstungsabhängig halt das zu machen, sozusagen, den Tank mit wirklich 20.000 Rüstung oder sowas. Weiß man denn inzwischen, wer alles diesen Hateful Strike abbekommt? Ja, schon. Also, man kann es, aber im Moment gibt es auch teilweise Bugs, die das nicht ganz so richtig erscheinen lassen. Was ich gerade sehe, arbeitet ihr nicht mit einem Threat Meter, mit einem KTM, was die Bedrohung anzeigt? Also mit sowas arbeiten wir eigentlich nicht. Da ist er tot! Bei uns gibt's minus DKP. Ach, ihr habt ja auch Paladine, ich vergesse es. Bei uns gibt's minus DKP, wenn einer Aggro zieht. Tatsächlich? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt ja diesen Segen der. Also Rettung. Hier haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Junge ist tot. Der Junge ist tot. Ja, Gretz dazu. Was ist es? Dicker Loot habe ich gesehen. Also einmal die zwei Enchantments für. Für einmal für Schaden für Medis und einmal für Schaden für Caster. Und das ist einmal die Klaue von, also das Claw of Frostworm. Main oder Offhand? Offhand ist es. Die ja, der 73 hat, ne? DPS, genau, die hat der Nims schon. Und dann ist es noch. Ja, da hat der Keltu gesagt. Ah, der Keltu sagt nochmal eben geschrien, genau. Kannst du das mal anziehen, die Klamotten? Bitte. Ja, die Klaue hat und das ist einmal eine Offhand für Heiler. Die ist ziemlich gut. Die hat 62. Das linke Auge von Saphion, ja, genau. Dann quasi. Müsste es zumindest sein. Oder also das rechte Auge. Wir können es ja hier leider nicht sehen. Daher das kann ist die ich Heiler, immer nur, ne? Nee, das ist die Offhand-Klaue. Okay. Und daher kann ich immer nur von den Icons ausgehen. Ja. Und, es ist auf jeden Fall eine der Caster-Offhands und die genau. Offhand-Klaue getroffen. Ich bin auch sehr froh, dass jetzt das Trinket nicht gedroppt ist, weil das hätte da ich hättest bekommen. Du nie gehabt. Also das hättest du auch gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Da ist sie, die. Ja, das ist das linke Auge. Von auf jeden Fall. Heißt dann auch so. Wir halten hier den Raid auch nochmal an. Wir machen es noch ein bisschen spannend und halten den Raid an. Und werden jetzt noch mal kurz rüberschalten zu unserer Naxxramas-Party. Da dürfte nämlich jetzt die Luzi abgehen, da bekannt wurde, dass dass Saphiron, der vorletzte Boss in der Instanz Naxxramas, gefallen ist. Da dürfte jetzt die Luzi abgehen, denn Loot wurde gepostet. Es wurde durchgegeben, dass er überhaupt down ist. Was geht denn da ab, Florian? Schauen wir mal, was hier abgeht. Party, ich werde direkt instant in eine Gruppe invited. Ja, will ich aber gar nicht. Hi! Hallo Flo und das Giga-Team. Hallo Giga in Love. Einen Whisper lesen wir dann doch mal vor. Und machen das dann hier wieder weg mit Alt-Y. Und ja, ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Da geht die Luzi nicht ab. Ich dachte jetzt, wo jetzt Saphiron liegt, da ist mal ein bisschen hier Stimmung angesagt. Wie heißt der Flo in-game? Soll ich's mal sagen? Ja, sag doch mal. Ich zeig dir die Whispers eh nicht. Ja. Obwohl, wir können ja mal die Whispers dann zeigen. Ich heiße Giga-Party. Giga-Party heiße ich. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ja. Oh, da kommen die ganzen Whisper. Ja. Das habe ich vorhin, da habe ich dann noch versucht, das zu auf / ignore zu klicken, die Leute. Oder rechtsklick ignore. Ja, aber ich glaube, so lange kann deine Ignore-Liste gar nicht werden. So viele Duell-Anfragen kannst du gar nicht annehmen und so viele Gruppenanfragen kannst du auch gar nicht annehmen, wie hier an dich durchkommen. Da werden jetzt geht es auch ein bisschen schneller mit den Flächen-Damage-Casts. Und Isle of Lancelot habe ich da auch gesehen. Ja. Die Leute lieben dich. Ja, also teilweise beliebt. So eine Isle of Lancelot-Gilde wird dann wahrscheinlich auch aufgemacht bei dir auf dem Server. Ja, wäre ich doch auch. Du wirst dich dann nicht mehr nach Ironforge trauen können. Das sind alles ganz nette Menschen. Ich glaube, wenn du dann nach Undercity gehst, nach Unterstadt, wie wir jetzt ja sagen, wir müssen ja korrekt sein und Unterstadt sagen, wenn du nach Unterstadt gehst, dann werden sie dich wahrscheinlich nicht angreifen und werden dich auch in ihren Kreis aufnehmen, der Lieblingspaladin von Blackmore. Wenn ihr auch den Lieblingspaladin von Blackmore sehen wollt oder wenn ihr bei der Party, der Giga-Party dabei sein wollt, kommt auf den Server Blackmore in den Elven Forest, feiert mit uns. Wir haben gleich noch den großen, dicken Keltusat vor der Brust. Fragt mal den Lancelot, ob er Single ist.
Ich konnte es leider nicht so schnell sehen, wer es gefragt hat. Cookie? Kennt ihr einen Cookie? Oder eine Cookie? Na, ich denke mal einen Mann, weil du bist ja Paladin doch immer noch. Ja. Also, bist du Single? Kein Kommentar. Oho, kein Kommentar. Ja, wendet euch einfach an phil@giga.de. Wir lassen euch dann, wir lassen ihm dann sämtliche Liebesbriefe zukommen. Chiffre und Lancelot. Ja, genau. Wird dann alles von Chiffre uns weitergegeben. Chiffre@giga.de und dann leiten wir das alles weiter an den Lancelot. Es gibt kein Bier in Crossroads. Es gibt kein Bier. Was? Das Bier schon aus? Drum bleibe ich nicht in Crossroads. Drum bleiben wir hier. Es ist so heiß in Crossroads, kein kühler Fleck. Nur vom Ellis kloppen geht der Durst nicht weg. Ob das wohl der Hortler. Ja, ich denke aber, das ist der Level 1-Char eines ansonstigen Hortlers. Könnte ich mir vorstellen. Ach so. Eines Hortlers. Das hätte ich aber lustig gefunden, wie mit der Übersetzung geklappt hätte. Ja. Ich sag, der Level 1 Allianz-Char eines sonstigen Hortlers. Jetzt, ja, ich bin heute ein bisschen. Ratter. Ja, bei mir rattert's noch. Ja, sehr schön. Grüße nochmal an Teroda von Esto. Natiata sagt Hallo und Giga for the Win, Lancelot und alle anderen Palas auch for the Win. Mich würde mal interessieren, ihr seid ja die Gilde, die bei euch auf dem Server so mit Naxxramas gerockt hat. Ja. Habt ihr das auch in irgendeiner Art und Weise gespürt, indem die anderen Spieler mit euch umgegangen sind? Ja, also ich glaube, also viele Leute denken, weil wir halt Naxxramas als eine der ersten Gilden durchgespielt haben und auch noch jetzt am Ball sind, sind wir irgendwie arrogant oder sowas oder sind irgendwie, also denken, abgehoben. Wir sind was Besseres oder sowas, aber das ist überhaupt gar nicht so und da gibt es schon echt viele Vorurteile. Also ihr macht trotz Zimtschnecken und Sprudelwasser, wird von euch auch noch gemacht, wenn ihr dann angehandelt werdet in einem Fort. So. Man kann nur mal Wasser machen oder Brot. Ja. Da haben wir eine Frage dazu, denn wir wollen ja nicht nur Smalltalk betreiben, sondern auch Fragen beantworten. Und zwar, nochmal der Fuppel, wollte mal fragen, ob Magier bei euch Wasser machen. PS, das verstehe ich jetzt allerdings nicht, muss ein Insider sein. Skarmony heilt rechts und Neida ist AFK. Also Neida kenne ich nicht, aber Skarmony halt rechts kann ich nur bestätigen. Okay. Gut, es scheint wirklich ein Insider zu sein. Auf jeden Fall. Und ja. Neida? Kennt einer von euch Neida? Nee. Ist auf jeden Fall anscheinend. Ich kenne nur Nalja, das war immer ein ganz dieses Gnomenweibchen. Ja, es wird wahrscheinlich von Phil gespielt worden sein. Ja, wahrscheinlich. Ich war nicht immer auf Irina zu Hause. Nee, also natürlich machen unsere Magier Wasser. Tatsächlich. Dann nehmen wir sie jetzt beim Wort. Ich denke auch. Sagen wir mal so, ihr werdet jetzt beim Wort genommen. Das heißt, wenn ihr jetzt jedes Mal Illuminatis in Einforge angequatscht werden. Kann ich dann nicht mehr versprechen, dass unsere Mages dann noch nach 1000 Mal immer noch Wasser machen. So AFK, DND oder gleich ausloggen. Generell sind unsere Magier ganz, ganz nette Leute und die machen eigentlich. Das musst du jetzt sagen. Ne? Du hast den Magier, sonst würden sie dich hier nicht, hätten sie dich hier nicht hingelassen. Stimmt. Also nächste Frage. Wie hoch war euer, hier wahrscheinlich an die beiden kleinen Dicken vorne an den Rechner, die Zwerge, wie hoch war euer höchster Crit und von welcher Klasse stammte er? Also habt ihr da irgendwie noch was in Erinnerung, vielleicht ein Warlock, 12k Damage oder sowas? Den ich selber bekommen habe? Nee, oder, ich weiß nicht, was du damit meinst. Den ich ausgeteilt habe. Und was, erstens, was ihr so ausgeteilt habt, was hast du denn mit Ashbringer schon so für einen Crit gehabt? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe eigentlich nie so wirklich irgendwie so ein Crit-Add-on an oder so, das brauche ich nicht so. So ein Penismeter, wie manche Leute ja sagen. Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoch. Moment, ich darf dich ganz kurz unterbrechen, Tonno. Ich höre da gerade was. Du hast nicht nur den Ashbringer, sondern auch die Might of Manity? Ja, richtig. Oh, das ist so typisch DevTank. Wir haben es einfach mal, Waffenschrank. Das freut mich als Off-Krieger natürlich raus. Man muss auch ganz klar dazu sagen, er ist auch immer da. Und als aber ich bin immer da, ne? Das muss man auch sagen. Eine gewisse Pflicht zu erfüllen. Also. Ja, durchaus. Und zwar den anderen die Waffen wegzubringen. Er hatte am Anfang des Raids, als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, er hat so das Beste, was es in der World of Warcraft so gibt, hat er bei sich im Schrank stehen. Hat er tatsächlich, Might of Manity ist die für Zweihandkrieger die absolut Oberwaffe, aber wahrscheinlich ist der Ashbringer vorher gedroppt. Und da dachte ich nämlich, ach so. Aber der Ashbringer ist eher Prestige. Ja. Ja. Er wird und Thunder Fury hat, und Thunder Fury hat er eh schon disenchanted, oder? Nee, hat er nicht. Ach, hat er was hast du als Tankschwert, wenn ich das noch kurz fragen darf? Konnte ich von hier nicht Reue sehen. Der Witwe, ich hoffe, dass jetzt von Kel'Thuzad das Tankschwert droppt. Dann würde ich es mir holen. Also, hast noch DKP? Ja, natürlich. Warte, wollen wir uns keine Sorgen machen. Man kennt es ja. Und nochmal, vielleicht dann dein höchster Crit nimmst. Als mein höchster Crit, jetzt bei Thaddeus, wenn wir mal von höchsten Crits sprechen, waren 17k Execute. Mit allen möglichen Trinkets an, die ich habe. Also Deathwish und. Muss ich mal eben gucken.
17.000, ne? Ja, das ist ordentlich. Sehr schön. Ich freue mich über meine 3845er an Gnomenmagiern im Battleground. Muss auch dazu sagen, bei ja, im PvP hat man ist das natürlich immer was anderes. Ne? An weiblichen Gnomenmagiern. An weiblichen. Natürlich, wirklich an weiblichen, aber weiblichen Gnomenmagiern. Das dann durch drei wäre dann trotzdem knapp 6000. Also. Das ist auch für Execute auch eine Menge. Zum Thema, du hast ja, wir haben gerade angesprochen, ob man noch DKPs übrig hat. Wie funktioniert das bei euch? Wie werden die Items verteilt? Ja. Wahrscheinlich nach diesen DKP, ja. Dragon Kill Points. Mhm. Aber wie läuft das genau bei euch? Ja, also bei uns gibt es halt wie in den meisten Gilden für jeden Raid und für die Zeit und für den Boss halt Punkte sozusagen. Und dann gibt es noch halt ganz normale Punkteabzug sozusagen. Wenn jemand im Raid war, bekommt er die vollen Punkte für den ganzen Raid, auch wenn er rausgegangen ist. Und dann wird der Rest halt abgezogen sozusagen. Und es gibt massig Strafpunkte, können wir sagen. Also so von der Raid-Leader verteilt das dann mal so eben, wenn mal irgendjemand AFK ist oder sowas. Also ja, das wird dann sozusagen unter der Hand verteilt. Das wird dann einfach gegeben. Mhm. Und aber also wir haben eigentlich ziemlich erwachsene Leute so von der Psyche her, die dann das nicht so sehen sozusagen, die das dann als eigenen Ansporn sehen beziehungsweise als Kritik an sich selber und das auch annehmen. Wie viel kann ich in Naxxramas kriegen? Wie viele Punkte? Einmal Naxxramas durch, wie viele Punkte? Also, ach so, einmal Naxxramas durch. Also der Raid-Tag, wo wir am meisten hatten, das war, glaube ich, 124 Punkte. Mit First Kills dabei halt. Ja, genau. Die First Kills haben dann mehr gegeben. Das war, glaube ich, Ferdina First Kill und dann noch Mexner. Also bis spät abends war das. Und da gab es am meisten. Aber für einmal Naxxramas durch um die 200 oder 180. Und was hat Tono für den Ashbringer bezahlt? Für den Ashbringer, was war das? 1700? 2700? Und Might of Minity wird nicht günstiger gewesen sein. Nö, Might of Minity habe ich geschenkt bekommen. Brauchte keiner mehr. Ja, brauchte weil alle schon übersättigt waren. Ja. Also, Grisil. Flo hat die Augen raus. Ey, das verstehe ich gerade nicht. Vor allem, da eure Gilde ja nicht die Dual-Wield-Skillung vorschreibt. Nee, aber wir haben halt auch Dual-Wield-Warrior. Ach, die dann halt, zum Beispiel, Nimes hat ja auch zwei sehr gute Dual-Wield-Waffen. Und Neferate, der eigentlich der Spitzenreiter mit den Punkten war, hat sich halt Grisil geholt. Das ist eins der besten Schwerter. Von Kel'Thuzad. Einhand von Kel'Thuzad. Ja, genau. Ja. Das im Moment beste Mainhand-Schwert. Und das ist also eine gute Alternative, könnte man sagen. Na gut. Ich kenne einige Krieger, die jetzt gerade zusammenbrechen vor dem Fernseher. Die zwar noch mit Saphiron kämpfen, aber durchaus schon von Might of Menethil träumen. Gib selber, du brichst auch gerade zusammen innerlich. Ja, nur, dass ich mir wenigstens sagen kann, okay, ich habe eh nicht die Chance auf Might of Menethil, da ich noch nicht mal einen Nux-Key habe und ich habe eine Rang 14 Waffe, also ja, ist doch auch was, ne? Nicht so viel schlechter. Für Gnomenmagierinnen reicht es bei mir allemal. Noch ein paar Fragen. Habt ihr in eurer Gilde generell auch Damage-Dudus? Zum Spaß manchmal, könnte man sagen, aber generell nicht, nein. Und nochmal von Charador, einer von eurem Server. Also das geht jetzt speziell an euch Blackmoor-Leute. Welche Spieler haben euch schon öfters irgendwo genervt auf Blackmoor und welche Gilde hat euch schon öfter bei Sachen gestört? Vielleicht meint er bei Outdoor-Encounter oder so? Also die Gummibärenbande hat uns schon öfters bei Encounter gestört, wobei man dazu sagen muss, dass es Allianzler sind und wir auf Allianzler sind. Oh, ja. Die Gummibärenbande. Ach so, ja. Auch so schön. Also euch nerven Allianzler? Ja. Lassen wir mal so dahingestellt. Irgendwie war hier noch eine Frage mit PvP. Das finde ich sehr interessant, weil ich selber sehr viel PvP mache. Ich wollte mal fragen, wer von den Illuminati alles in einer PvP-Gruppe PvP macht. Denn ich habe schon mit meiner Gilde Illuminati im Arati-Becken besiegt. Ja gut, das mache ich täglich. Und wir sind bei weitem noch nicht so weit in Nax. Zur Info, wir haben nur den Spinnen- und Monstrositätenflügel clear. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass du Illuminati besiegt hast. Wir sind nämlich die Illuminatis. Ja, macht. Und also es kann natürlich auch sein, dass du welche von uns besiegt hast. Welche Gilde war zuerst? Die Frage kam nämlich auch schon. Habt ihr von den anderen gewusst, als es euch schon gab? Also das auf keinen Fall, weil der Name wurde eher willkürlich ausgewählt. Ich glaube, den gibt es auch auf jedem Server. Aber die Junge darf ich auch mal in Schutz nehmen. Die Illuminati, die bekannte Gilde, ist nämlich auch auf Ereda zu Hause. Ja. Und am Anfang gab es da Verwechslung. Also die Illuminatis, viele sehen das S am Ende nicht. Das S ist wirklich bedeutungsschwanger. Und ohne S ist es halt, die Ereda-Gilde, die Ereda-Allianz-Gilde und mit S ist es die Gilde auf Blackmoor-Allianz.
Aber beide Gilden sind auch in Naxxramas sehr gut gewesen. Also die Illuminati haben in Naxxramas auch was gerissen. Also die sind aber nicht so viel wie die Illuminati. Nee, die Illuminati kommt ja eigentlich von gehabt. Illuminatus und davon ist der Plural Illuminati. Aber er hat Latein gehabt. Aber wir sind eingedeutscht nennt man es dann der Ablativ sozusagen. Ein Lateiner unter uns, oder? Tatsächlich. Ja, meine 5 in Latein macht mich stolz. aber nochmal zurück zum PvP. Also bei euch, macht ihr denn noch PvP? Geht ihr mal so, wenn so Wochenende ist, mal ein bisschen Tier 3 Fahne spazieren tragen? Aber nicht mit so Fahnenträger mit Tier 3 ist auch mal immer witzig im Warzone. Ja, das Problem ist jetzt einfach, Eher selten. Also wir spielen auch wohl PvP, aber wenn wir eine Warzone oder eine Arati-Gruppe aufhaben, da besteht die Gruppe meistens aus 70% Twinks, die mittlerweile auch sehr gut ausgestattet sind, weil man eigentlich fast jedes Spiel gewinnt und dementsprechend sehr viel Ehre ernten kann. Und dann kauft man sich durch Blizzards neues Ehre-System dann halt die Rang 13, 14 und 12. 12er Sachen dann halt nach und nach so und rüstet so mit seinen Twinks ein bisschen aus. Weil mit Main wird sich, von der Equip-Verbesserung nicht lohnen. Dann ist das mehr eigentlich nur so Setea, was wir haben und was wir können. So. Aber eigentlich nur mit Twinks. Also mit Mains lohnt es sich nicht. Nee, kann ich dem Tonno nur recht geben. Das ist bei den meisten großen Gilden so, dass sie primär ihre Twinks reinschicken, mal aus Spaß mit dem Main mitgehen, weil man halt mal wirklich mal mit Tier 3 gucken will, wie witzig es ist, wenn man die Fahne einmal komplett alleine rüberträgt, ohne einen Heal zu bekommen und die Schurken 30er Backsteps an einem Worry machen. Ja, macht Spaß, aber mehr auch nicht. Fragen über Fragen. Ich habe schon leicht einen Krampf in der Hand von dieser ungünstigen Handhaltung hier. Deswegen hören wir jetzt mal auf mit den Fragen. Freuen uns auf Kel'Thuzad, den Lich, den Endboss, den ich persönlich noch nie wirklich im Spiel gesehen habe, von Naxxramas und bereiten uns vor, indem wir... Und wir werden auch noch auf Atiesh eingehen, das, was wir die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben. Atiesh. Ich muss da klug scheißen. Ja, Atiesh. Wir werden auf das legendäre Item eingehen, was es in Naxxramas schon gibt, Atiesh. Das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und Kel'Thuzad wird auf uns warten, die Naxxramas Party wird auf uns warten. Alles nach einer kurzen Werbung. Willkommen zurück zur Giga Online Welten Spezial. Heute in der Instanz Naxxramas. 4 Stunden haben wir uns das Ganze, haben wir dafür eingeplant. Und wir sind kräftig am Feiern in Elven Forest. Und wir sind auch kräftig am Feiern in Naxxramas, denn Kel'Thuzad, der Licht, steht uns bevor. Aber wir wollen die Spannung noch ein bisschen hochhalten, denn der fetteste Boss der Instanz muss noch warten, kann noch ein bisschen in seiner schlüpfrigen Unterwäsche ein bisschen durch die Gegend eiern, kann sich noch freuen, dass er sie noch tragen darf. Wir werden sie ihm gleich vom Leibe reißen. Vorher werden wir aber uns einem Stab zuwenden, den ich nie aussprechen kann. Florian. Dem ersten legendären Heilerstab, oder der, ja, es ist nicht unbedingt nur ein Heilerstab, aber es ist das erste wirkliche Legendary für die Caster. Ja. Kann man sagen, Atiesh, ein Stab, der klassenspezifisch anders ist. Die größte Besonderheit, denke ich, dieses Stabes ist, dass sie für die gesamte Gruppe eine Aura hat, oder dass er eine Aura hat, die der gesamten Gruppe eine jeweilige Verbesserung der Cast-Eigenschaften mit sich bringt, unterschiedlich nach der Klasse des Spielers, der den Stab trägt. Vergleichbar mit einem sehr seltenen, episch droppenden Stab von Grandmaster Gandling aus Golemans. Der plus Intelligenz. Der plus Intelligenz, der Gruppe mehrere 20, 25, 30, 30 Intelligenz gibt, genau. Ja, beim Atiesh ist es so, dass zum Beispiel bei den bei der Priester-Variante, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, bei der Priester-Variante ist es ein bis zu 300 plus Heal für die gesamte Gruppe. Ja, kann gut sein. Bei den Dudus ein Mana-Rack. Ja. Bei den Hexern ein plus Crit. Und bei den Magiern ein plus Spell-Damage. Aura. Ich glaube, bei den oder Hexern war es. Bei den Hexern war es, glaube ich. Also plus Magier Damage. Und Hexer umgekehrt. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Stimmt so ungefähr, glaube ich, oder? Nimm's? Kann ich nichts zu sagen. Kein Caster. Was mich jetzt interessiert, wie komme ich denn an diesen Stab? Da wird die Maline hellhörig. Da wird die Maline hellhörig, wenn wir Casterstäbe, ne? Ich habe ja gehört, der Stab ist für Magier nicht so die erste Wahl. Oder Magier sind nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, diesen Stab zu verteilen. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie der Magier seinen Char aufbaut. Und ich glaube, bei unseren Magiern ist er nicht so sehr beliebt, wegen dem Plus-Damage halt, der da nicht ausgereizt werden könnte, zum Beispiel.
Also es kann, man kann auf mehr Plus-Damage kommen als mit dem Attach. Aber Phil meinte, glaube ich, eher, dass man auch als Gilde den Stab nicht unbedingt erst einem Magier gibt, sondern lieber einem Heiler. Mhm. Genau, weil der beim Magier wahrscheinlich besser aufgehoben ist. Ja, also bei uns war das so, dass halt darauf geboten wurde sozusagen, weil es ja im Endeffekt auch ein Item ist. Und da hat sich halt zuerst ein Druide den geholt. Und danach ein Priester und das ist dem aber halt auch am sinnvollsten. Erst der Druide, natürlich. Dann der Priester, aber das ist schon sehr sinnvoll, dass man sie bekommt. Für den Druiden und den Priester ist auch der Anreiz am größten, auf diesen Stab zu bieten. Mhm. Aber ich erkläre nochmal kurz die Grundsätzlichkeit dieses Stabes. Genau, solltest du. Es ist so, dass bei jedem Boss ein Splitter droppen kann. Es droppt nicht immer bei jedem, aber es droppen doch schon recht häufig diese Splitter. Nee, Splitter des Atiesh. Da müssen wir erklären, der Stab ist nicht als Ganzes gedroppt, sondern der Stab droppt in seine Einzelteile zerlegt. Genau. Und darauf. Es sind 40 dieser Splitter, die man sammeln muss, plus eine obere Hälfte und eine untere Hälfte, was ja eigentlich irgendwie unlogisch ist, da man ja 40 Splitter hat und dann noch zwei Hälften. Es ergibt eigentlich mehr als ein Ganzes. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Gebilde sozusagen, wo man die Splitter reinstecken muss und dann das zusammenfügen muss. Stimmt, irgendwie auf jeden Fall so läuft es dann, wie es hinterher im Zusammenstecken läuft, ist auch egal, man braucht 40 Splitter, einen Drop von Kel'Thuzad, das ist die obere Hälfte oder untere Hälfte, weiß ich nicht. Nee, die obere ist es. Ja? Und die untere Hälfte droppt dann bei Zitun. Richtig. In Ankirai, die 40er Instanz. Was eigentlich irgendwie unlogisch ist, da, wer eigentlich Kel'Thuzad legt, hat Zitun schon gelegt, das ist irgendwie keine Herausforderung, sondern nur ein nerviges, ey, lass mal bitte für meinen ATS nochmal Zitun legen. Obwohl man ja eigentlich nicht mehr macht, oder? Ja, ich meine. Aber es reicht ja nicht aus, alle Teile zu haben. Also es gibt Gilden, ihr habt zwei Leute damit komplett versorgt. Ja. Einer ist ja mittlerweile abgewandert, wie wir schon gehört haben. Ihr habt zwei Leute komplett versorgt. Das heißt, Splitter droppen ja zuhauf bei den Bossen. Und wenn man viele Versuche hat, dann droppen ja auch immer mehr Splitter. Ja. Aber du hast den Stab noch nicht in den Händen, wenn du alle Teile hast. Sondern da musst du vorher noch was machen. Kel'Thuzad auf jeden Fall töten. Ja, natürlich. Und dann haben wir haben wir wirklich alle Teile. Ja. Und dann? Ja. Da kennt sich einer nicht aus. So, doch, klar. Natürlich. Paladin. Ich habe jetzt gedacht, bevor man Kel'Thuzad tötet, natürlich Zitun töten und dann muss man noch eine lange Questreihe machen, wo man zuerst halt sehr viel hin und her laufen muss und im Endeffekt aber in Stratholm landet, einen Boss töten muss, der es schon in sich hat, könnte man sagen. Und genau da haben wir auch was vorbereitet. Wir wollen euch nämlich zeigen, wie das Ganze in Stratholm ablaufen soll, weil das ist beim Questreihe hin und her laufen, gut und schön, aber richtig knackig wird es am Ende. Und wenn jetzt ihr denkt, Stratholm, ach, da ist doch nur der dumme, popelige Baron unterwegs. Nein, der ist da zwar auch unterwegs, aber den wollen wir garantiert nicht besuchen, wenn es darum geht, Atiesh zu bekommen. Nee, es ist nämlich so, dass wenn man diese Atiesh-Questreihe macht, ich habe hier auch so ein paar Bilder noch dazu vorbereitet, die muss ich mir eben finden. Also, zum Beispiel hier, was ist das denn? Das ist das Falsche. Die Moment, Quest. Ich finde das Richtige, ist kein Problem. Hier sehen wir es, Atiesh Grants Great Stuff of the Guardian. Da sieht man das Quest im Questlog. Man muss den Stab reinigen und dazu muss man dann halt diverse Leute besuchen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wen man, ich glaube auch nach Diamol und man muss auf jeden Fall eine Menge Leute besuchen. Hier sieht man es nochmal, wie der Stab dann im Endeffekt aussieht für einen Priester. Obwohl hier oben Night Elf Druid steht. Obwohl das nur die Gruppe stimmt. Take the stuff to Stratholm and where bla bla bla, you will find irgendwen. Und wen man findet, das zeigen wir euch jetzt, und zwar wieder am Beispiel der Gilde Ryzen. Die wunderschöne Videos gemacht hat. Ja, wunderschön nicht, aber sie machen halt Videos von diesen Quests. wir sehen es hier, der Main Tank von Ryzen, oder nee, einer der Tanks von Ryzen, zusammen mit einem Paladin, einem Rogue und einem Priester. Und da steht jetzt jemand, der vorher da nicht stand, der normalerweise nicht in Stratholm steht. Der Herr Atiesh. Genau, der Herr Atiesh. Herr Atiesh hat es sich da gemütlich gemacht, hat da seine Sofa aufgestellt, seine Sitzkissen positioniert und wir kommen jetzt fies. Oder wir sehen es aber historisch. Sargeras, einer der Hauptdämonen, einer der großen Dämonen der brennenden Legion, schickt seine rechte Hand, diesen Atiesh, einen geflügelten Dämon, nach Stratholm, um eben diesen Spielern Einhalt zu gebieten und zu verhindern, dass der Stab gereinigt wird. So kann man es auch sehen. Stimmt, das ist die andere Variante. Und er hat so schicke, leuchtende Schwerter in der Hand. Und darum ranken sich auch allerhand Legenden. Denn der Spieler selber, der Tank, nimmt dann ein Schwert auf, das auch legendär ist, was aber nur in Stratholm funktioniert. Das guckt nämlich jetzt alle so komisch an.
Da wusste ich nichts von, ganz ehrlich. Also, ich red ruhig weiter, diese Story kenne ich überhaupt nicht. Das verursacht total viel Schaden und nach einer Zeit verschwindet es aber. Jungs! Also Tonno hat die Geschichte so mitgemacht. Da können wir ihn einfach fragen. Du hast das Quest mitgemacht. Gibt's da irgendein Legendary-Schwert, was... Erzähl! Entwaffnet, der droppt dann das Schwert und ein Schurk oder sonst wer nimmt's auf und macht dann Anart hier selber Schaden. Ach, ja. Ta-ta-da, nee, ta-da-da. Aber gesagt, das ist nicht stimmt. Nee, du guckst mich an wie Auto. Dieses Schwert natürlich. Und das ist auch das Schwert, was er trägt? Ja. Das ist das gleiche Model wie das Schwert von Kerturat, ne? Doch, geachtet habe ich jetzt noch nicht, aber ich meine wohl. Und es ist super unheimlich krank. Es ist ein super heftig Schwert. Das Dumme ist nur, das war das bei Ryzen noch nicht so, denn in diesem Video sehen wir gleich, dass das dann wohl buggt war, denn der kann nichts aufheben und er stirbt Ryzen hat es da gerade, oder? Nee, das ist das Schwert von Ferdinand. Widow's Embrace. Aber da hinten ist auch ein Schurke, oder? Ja, ein Schurke. Ein Schurke, hinter ihm ein Paladin, ein Priester und noch ein Redin gerade. Mal sehen. Ja, der hat Thunder Fury und Maladat, glaube ich. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass es nicht besonders... Also ich glaube nicht, dass der Maladat hat, aber... Glaubst du nicht, dass der Maladat Mainhand und Thunder Fury aufträgt? Also, ein Spieler, der bei Ryzen spielt, hat sicherlich nicht Maladat. Meinst du nicht mehr? Nein. Es kann ja, ja tatsächlich nicht. Nee. Also Maladat ist eins der schlechtesten Schwerter für... Ich gebe dir recht, nach Naxxramas nach BWL. Nach BWL trägt es keiner mehr. Aber Thunder Fury definitiv. Ja. Dann wirst du mir recht geben. Ja, nein, er hat das doch, oder? Also das hat auf jeden Fall diesen Schimmer. Also ohne dieses Schwert ist dieser Bond-Modus auch gar nicht zu besiegen. Ich muss jetzt aufpassen, ich muss mich konzentrieren, Leute, ich muss jetzt gleich Pause machen. Ja, der Plum muss gleich Pause machen, das hat nämlich gleich einen Grund. Denn, jetzt. Da sehen wir sie, Failure, der Priest, Failure heißt eigentlich nicht geschafft. Ja. So, das sein. Gegenteil von geschafft. Aber. Ja. Macht ja nichts, er heißt so. Der Priest sehen wir hier mit Full Tier 3, zumindest alles, was sichtbar ist, ist Tier 3, der Kopf, die Schultern, die Robe und Atiesh in der Hand. Und eigentlich schade, so eine Kartoffel am Stiel ist eigentlich für das erste Caster Legendary nicht besonders eindrucksvoll. Ja, aber es kann ja auch so ein Wanderstab sein. Sehr schön, jetzt müssen nur die passenden Lederhosen. Aber wir sehen es im Hintergrund, der Stab von aus BWL, vom Endboss, der ist tatsächlich doch noch um einiges beeindruckender. Wobei, er hat auch die Schultern von Gluth und also... Daher. Ich finde auch diesen Kerzenständer, der da droppt, diesen Stab, finde ich auch schöner aus Naxxramas. Ich glaube, es ist ziemlich viel schöner als diese Kartoffel am Stiel. Muss ich ehrlich gesagt orange. Sagen. Aber vielleicht ist es aber auch ein Stockbrot. Aber es ist orange. Und das Orange ist halt eine der Eigenschaften oder eine der Farben, die Spieler in World of Warcraft ganz fummelig finden. Nicht enchanted übrigens. Ja? Ja, echt. Sowas muss instant enchanted werden. Das ist aber echt so. Also Frechheit. Bei uns werden auch oft Sachen in der Instanz. Ist ja, tatsächlich so, wenn es gedroppt wird, klar. Du hast die Kugel dabei als Krieger. Man wartet ja sozusagen nur darauf. Man weiß ja meistens vorher schon, dass man es bekommt. Und dann hat man es schon dabei. Das sind jetzt... So, ich mache nochmal hier kurz das Ende. Da kommt, glaube ich, noch ein Und das was. Sind jetzt genau die beiden Legendary-Waffen oder die eine Legendary-Waffe und die Vorstufe zur Legendary-Waffe, die es in Naxxramas zu sehen gibt. Ich hoffe, damit haben wir euch da auch nochmal aufgeklärt, denn es gibt immer noch gute Leute, die Fragen dazu haben und vor allem, wenn es darum geht, wenn das Schwert mal gepostet wird, wenn es darum geht, dass dieses eine Einheitsschwert wurde öfter schon mal gepostet im Spiel und dann immer die große Frage, wo kriege ich das? Nein, das kriegt ihr nicht, das ist Teil der Questreihe. Achso, das hat dann auch richtig Stats und so? Ja, das kannst du ganz normal aufnehmen, kannst normal die Stats posten und dann fallen alle immer reihenweise in Ohnmacht, weil das natürlich Hammer-Stats hat. Nur viele wissen gar nicht, dass das dann halt verschwindet. Das Schwert? Welches? Ja, was man da nutzt in der Instanz Hand nur. Of um Atiesh zu besiegen? Ja. Wow. Hand of Zagras oder so? Ich hatte es mal im Lootling. Hand of Zagras? Kann das sein? Ja. Nee, eigentlich ist der Dämon die Hand of Zagras, weil Zagras ist sein Chef und er ist die rechte Hand. Ich habe gedacht, ich hätte ein paar aufmerksame Leute in der Gilde und die würden es jetzt schreiben, aber... Ja, wir haben Verzögerung, deswegen kriegen die das so schnell nicht mit. Na gut. Aber ich kann ja mal schnell noch so lange andere Fragen stellen. Und zwar, wollen die gleich die Damage Meters sehen von euch? Habt ihr da was? Oder macht ihr auch kein Damage-Meters mehr? Ja, er hat, glaube ich. Der Niems hat, glaube ich, was. Ich glaube, nee. Ja, wir haben das vorher schon so abgemacht, sozusagen, dass einer SW-Stats mitlaufen lässt. Also am Ende können wir es auf jeden Fall einmal sehen. Ja, da reicht es. Da hast du auch schon an. Ja, dann zeig's doch mal einmal. Ja, aber der Tonno ist ja der Krieger, der auch gar nicht drauf achtet, welche Crits er macht. Nee, aber er hat ja alle Damage-Stats, Phil. Er hat ja dann von allen. Ja, aber die wollen ja nur sehen, wer ein 1 ist. Der achtet da gar nicht so drauf. Der guckt gar nicht, ob er ganz oben ist. Kann er ja auch nicht. Oder macht doch niemand, oder? Aber wenn man dann macht doch niemand, ist keiner. Können wir die jetzt einmal kurz sehen?
so Tradition, dass immer ja, derjenige postet, der ganz oben ist, sozusagen. Also das ist meistens da, so. Sehen wir es? Ja, klar. Tonno kann nicht an 1 sein, ist natürlich logisch. Nein, natürlich. Wer ist an 1? Ja, ein was? Zurzeit ist Excubitor auf Platz 1, also wird gleich resettet und nur allein speziell für den Boss wird es dann wieder neu gestartet. Also das ist nicht overall aber von ganz von der wollen jetzt hier nicht über Damage Meter reden, dann pushen sie wieder alle und ziehen Argo und Stern dann hoch. Da hinten steht auch schon Kel'Thuzad, zu dem kommen wir gleich. Vorher haben wir aber noch Felix, den wir ja engagiert haben, um World of Warcraft zu erklären. Und ich gebe mal wieder ab zu Felix und mal gucken, was er jetzt für uns erklärt und für euch natürlich. Weiter mit den WoW-Porno-Nachrichten. Chuck Norris. Die sehr simpel zu spielende Klasse wurde bereits wieder aus dem Spiel entfernt. Viele waren der Meinung, Chuck Norris wäre imbar. Er beherrsche lediglich 2 Angriffstaktiken, nämlich den Roundhouse-Kick, der alle Gegner in Nahkampfentfernung sofort tötet, und den Blick des Todes, der einen einzelnen Gegner in beliebiger Entfernung sofort tötet. Das Verschwinden des Königs von Stormwind wird auf ein Zusammentreffen mit Chuck Norris zurückgeführt. Anmerkung Gottes: Dass Chuck Norris aus dem Spiel entfernt wurde, ist allerdings nur ein Gerücht, da sich Chuck Norris physikalisch gesehen nicht entfernen lässt. Ich habe Chuck Norris gespielt in der Prä-Alpha-Phase und es war sehr stark. Deswegen habe ich auch diese ganzen Erfahrungen aufschreiben können und den Felix dann natürlich gebeten. Felix hat mit mir gespielt, deswegen konnte Felix auch darüber berichten. In den Comments gab es ein LOL. Es gibt immer noch jemanden, der Chuck Norris-Witze macht. Wie arm. Passt sehr also, gut zu diesem Witz. So, wir wurde können die gar nicht gekommen sein. Mir gesagt, dass ich Chuck Norris Witze auch, mir merken soll, sozusagen, weil die immer gut kommen. Aber ich habe mich ja, sie kommen tatsächlich gehalten. Noch ganz gut. Wie kommen die denn auf unsere Naxxramas-Party? Ja, auf unsere Naxxramas-Party, dazu gibt's auch einen Comment. Und zwar, hey Leute, war auf der tollen Party und hab ein bisschen rumgespammt und nun wurde ich gerade ohne Verwarnung gebannt. Noch jemand? Boah. Hier unten sehen wir dann gerade eine Mail dazu bekommen. Datum des Verstoßes, 6.1.2007, Art des Vergehens, Zonenstörung, Spam. Betroffener Charakternamen Don Moreau, Maßnahme Accountsperrung für 3 Stunden. Bin ich der Einzige merkwürdig, fragt er noch. Schade, Ed. Leute, selber schuld. Gucken wir nochmal rein, die Party. Ob die Party weitergeht. Wohner wurde jetzt mittlerweile alle gebannt. Wir können ruhig auf sagen, dem Server. Nein, es haben noch einige wegen durchgehalten. Und es werden weniger. Sie wurden alle gebannt und weggeschickt. Natürlich, sie sind dann halt disconnected. Jo, aber wie fies. Und jetzt traut sich keiner mehr was zu sagen. Kaum Level 1 Spieler. Klar, da spammen die noch rum. Als wenn es keinen Morgen bitte geben. Geht der Server down, auch ein sehr cooler Spam. Ja. Nein, die Game Master greifen vorher ein und werden natürlich dann das Ganze verhindern, weil man muss natürlich die Contenance wahren. Nazi-Atar-Server grüßt nochmal. Glückwunsch an euch, Grüße an Giga. Oh, renn nicht rum, Jungs. Und an die Menschenfresser vom Abyssischen Rat. Horde ist das Beste, auch wenn ich keine Tauren mag. Zwinker, beste Grüße schickt der Redremal, ein 60er Orkjäger. Nice Show. Meine Frage, wie viele Schamanen werden die Elos mit BC in die Gilde holen? Steht schon fest, wie viele Raid-Plätze die Schamanen bekommen? Oder steht schon fest, wer von euch einen anfängt? Rerollen ja, einer? Ja, es rerollen Leute. Und wir haben auch schon Schamanen, die bei uns spielen werden. Ich denke, wir werden nicht so viele Schamanen in die Gilde holen, weil wir halt noch sozusagen an unserem Stream festhalten wollen, an unserem Allianz-Stream. Und ihr euch den Easy-Mode nicht kaputt machen wollt, der, genau. Den ihr so gewohnt seid. Ja, Phil, durch durch Paladine und Schaman wird es ja dadurch nicht schwieriger. Aber wenn sie keinen Schaman reinnehmen, halten sie am Easy-Mode fest und... Ja, ich sag ja, durch den Plus-Schaman wird es dadurch ja nicht schwieriger, sondern... Wir widersprechen uns ja auch gar nicht. Wieso? Warum bringt man schon durch Schamane? Durch Schamane ist es doch total schwierig. Die Horde heult ja, weil sie die Schamanen hat. Nur ohne Paladin ist es schwierig. Ah. Ihr missversteht die Horde. Ja, aber man muss die Allianz aber auch dazu sagen, dass der Schamane ein sehr guter PvP-Charakter das ist. Das durchaus. Und das dadurch halt... Fast immer. Also, aber dadurch, dass ihr ja keine PvP-Gilde seid, braucht ihr nicht zwingend Schamanen. Und Schamanen werden auch meistens von Tauren gespielt. Und Tauren sind, wie wir erfahren haben, große Milchkühe, die auch noch gerne mal Naxxramas verstopfen. Und überleg, du hast hier so einen Gang, der zu Kel'Thuzad führt. Du hast so einen Gang, der zu Kel'Thuzad führt. Und wenn da drei Tauren-Schamanen, dann ist es vorbei mit Kel'Thuzad. Ja. Für uns ist es aber nicht vorbei mit Kel'Thuzad, denn wir haben ja die Allianz dabei. Entschuldigung, stopp mal eben. Halt, was ist denn das für ein Mount? Ja, was denn? Was denn? Der da. Wer? Nein, ich sehe ihn nicht. Ein Widerfloh. Ja, aber der hat so einen komischen lilanen Sattel. Der ist ein Widder, ne? Das ist ein PvP-Widder. Der ist ein Widder. Ach, den gibt's? Ja, den gibt's. Den hab ich noch nie gesehen. Das ist so ein ganz normales Epic Mount? Nee. Echt? Krass. Ja. Aber der, ja? Ja. Beziehungsweise, aber der hat bestimmt irgendwas drin. Ja, der hat irgendwas drin. Guck mal. Also, der ist schon übergrößer. Wenn du jetzt dann Elek gesehen hättest, dann...
Ja. Schneller brauner Widder mit Feuerwasser der Winterfälle. So, ja, wäre das auch geklärt. Nochmal zu dem Gerücht, dass Tauren dumm seien. Das stimmt. Zumindest sag ich das auch, weil so kann ich jede dumme Aktion behaupten. Ich sage, Tauren, super dumm. Puh, ey. Müsste ich schnell verzeihen, der Wipe. Deswegen spielt er auch Horde. Ich sollte gestern Terra tanken. Ja. Und wollte nochmal kurz in die Küche. Ja, also pass auf. Terra, muss man erklären, ist ein Outdoor-Drache. Da gibt es zwei Säulen, ganz einfach zu tanken. Tanks stehen hinter der einen Säule, der Rest des Welts hinter der anderen Säule. Ich hatte mich an die eine Säule gestellt, wollte noch kurz in die Küche gehen, was zu trinken holen, komm wieder, lieg hinter Terra, bin tot. Ja, hatte ich dann 15 Minuten Debuff und wir mussten der Allianzen-Try lassen. Gut, war dann meine Schuld, weil ich bin wohl beim Weglegen meines Kopfhörers auf die Outdoor-Taste gekommen und sowas passiert. Entschuldigung nochmal an alle, die mitgemacht haben. Oh Mann. Verzeiht's mir. Ja. Aber wir haben im Endeffekt den Loot doch bekommen, weil die Allianz es dann nicht schafft. Sollen wir dich in der Werbung steinigen? Oder nach der, oder während der Werbung? Ich glaube, das überlebt meine Gilde, wenn ich zurückkomme. Ich muss eh weg, Phil. Mach mal Werbung. Werbung. Ich glaube ja eigentlich nicht wirklich dran, dass er Ashbringer und Might of Minotheel hat als Deathtank. Bin deswegen gerade in der Werbung rübergegangen zum Tonno und habe mir sein Equip angeschaut. Und was sehe ich im Rucksack? Tatsächlich Ashbringer und Might of Minotheel. Zusammen mit Full Tier 2,5 und höchstwahrscheinlich auch noch sämtliches anderes, was es irgendwie an Damage Equip gibt. So wie noch den alten Girdel, Onslaught-Girdel, dann Chromatic Boots und ach, wahrscheinlich einfach alles. Ja, er schüttelt auch nicht auch die ganze Zeit brav. Drakefang Talisman, der droppt irgendwie nie. Gierig. Wie bitte? Hab ich. Drakefang Talisman hat er auch. Ja. Muss. Ja, los, Jungs, macht ihn kalt. Auf zu Kälte satt. Wir scheinen keine Böcke mehr auf das Equip da. Oh nee. Los, gehen wir mal in-game. Gucken wir mal an, wie der Nimz in Richtung Kälte zu satt läuft. Der ist auch, da sehen wir noch die Party. Der ist verbunden mit dem Saphiron über eine Tür. Also man ist direkt. Ja, man ist läuft sozusagen direkt in diesen Gang rein. Ach ja, die bricht so zusammen. Und, die Tür, ne? Ja, genau. Und läuft dann durch dieses Tor hier vorne direkt zum Kälte. Jetzt haben wir ganz vergessen, der Nimz hatte noch kurz das Schwert für uns im Loot, Link. Hast du es noch irgendwo? Ja, dann Sekunde, schauen wir uns das Schwert noch an, da ist es. Und das ist, das kann man, könnt ihr euch übrigens kurz auf dem Kalender notieren, das ist das erste Mal, dass Phil etwas über WoW wusste, was ich nicht wusste. Oh. Ist tatsächlich so. Alter, deswegen lacht er jetzt auch so beschämt. Es ist wirklich so und... Wie heißt es denn? Sag mal den Namen. Ich kann es von hier nicht lesen. Andonidas, glaube ich. Ne? Andonisus. Nisus. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall bösen Max-Damage plus 600 Attack-Power. Sabba. Oh ja. Und ja, schade, dass das wieder verschwindet. Hat aber, wie gesagt, das gleiche Model wie eins der Kel'Thuzad-Dropschwerter. Ja, Grisil. Genau. Das Main-Schwert. Und da werden die Consumables eingeschmissen. Wie läuft die Vorbereitung? Genau, da sind wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase für den letzten Encounter. Gebufft, die Paladine buffen. Ja, kannst du das wieder wegmachen, übrigens, das Schwert? Nimz zieht sich noch seine Tränke in die Leiste, weil er halt wahrscheinlich am Boss dran steht. Also er wird auch mit Death Equip spielen, sehen wir hier. Ja, er macht sich noch einen Kritstein drauf, weil vielleicht irgendwann was helfen kann oder mehr Aggro gezogen wird. Aber in der ersten Phase wird er Damage machen, aber halt im Tank Equipment. Ja, weil in Fight kann man sich hinterher nicht wieder umziehen. Klar. Wäre natürlich sinnvoller, Damage zu machen im Damage Equip, aber wenn er tanken muss, kann er sich in Fight leider nicht mehr umziehen. Und Todstellen haben die Warrior noch nicht. Noch nicht. Wird noch gepatcht. Warrior werden zu schwach. Ja, ja, die Todstellen kriegen sie noch, ne? Ja. Also in der ersten Phase ist es etwas langweilig, könnte man sagen, weil da kommen aus 8 Richtungen. Ecken? Warte mal. 8. Ja, ich glaube auch. Ich glaube 8 oder 7 Richtungen. Zähl mal einmal durch hier, die Löcher nimmst. Löcher durchzählen. 1, 2, 3, 4. Nee, das ist keins. Doch. Okay, 4, 5, 6, 7. Alles klar. 8. Da kommt keiner. Kommen aus 7 Richtungen, also Mobs halt, die, also das sind verschiedene Mobs. Einmal sind das so welche, so dicke Abos, die man auch im Pestwald, in den östlichen Pestländern sehen kann. Oder auch in der Instanz hier schon vorher. In Stratholme schon und in Cholomans und auch, genau, in Naxxramas auch. Die kommen halt an und die müssen nur getankt werden und getötet werden. Dann gibt es noch kleine Skelette, die sind ganz gewieft, weil die explodieren halt, wenn die in Berührung mit jemandem kommen. Aber die kann man vorher ganz leicht töten. Und dann noch diese Banshees, die wir auch schon aus Stratholme kennen.
Die muss man halt auch vorher töten. Das ist ein bisschen schade. Haben die andere Fähigkeiten? Haben die andere Fähigkeiten? Oder ja, die haben nur alle verschiedene Fähigkeiten. Also wie gesagt, diese Abominations, die dicken, fetten, die kann man halt tanken im Raid und kann man da töten. Und diese kleinen Skelette, die kleinen Skelette und die Banshees muss man töten, bevor die im Raid sind. Sag ein bisschen was zur Aufstellung in der ersten Phase. Ja, in der ersten Phase, alle im grünen Kreis? Also einige stehen sozusagen in der Mitte, die warten darauf, eingesetzt zu werden und können halt außen nichts machen, außer vielleicht irgendwie einen Bomben sozusagen durch diese kleinen Skelette. Gibt es noch so einen Debuff, wo man sterben könnte, wenn man... Ja, das ist halt, wenn diese Banshees sozusagen da reinkommen. Man kennt ja das Problem, wenn man nach außen läuft. Ja. Wenn man außerhalb dieses Kreises hier, glaube ich, komplett rausgeht. Ne? Ja. Aber Kel'Thuzad ist erstmal inaktiv. Der schaut sich das Ganze an und kaut sich noch ein Bütterchen. Und genau, so ungefähr. Und ja, das ist halt so ein bisschen aufhalten. Ist das in einer bestimmten Reihenfolge, dass ihr diese Ecken abarbeitet? Nein. Oder wie geht ihr also davor? Da sind bestimmte Leute für bestimmte Ecken aufgeteilt sozusagen. Aber die helfen halt auch woanders aus, wenn es mal da nichts gibt. Und dann gibt es halt bestimmte Leute, die diese Banshees, diese Geister töten. Da gibt es dann einen Leader von diesen Leuten, der dann kommen immer sagt... Kommen die alle, die da rumstehen? Kommen die alle auf einmal, kommen die nach einer bestimmten Reihenfolge? Nein, die kommen auch nicht alle. Also das ist sozusagen nur irgendwie Anschauungsmaterial. Die spawnen dann nachher der Rest. Und jetzt kann man aber raus aus dem Kreis gehen, rein theoretisch, oder was? Da war gerade ein Schurke draußen. Also ja, für kurze Zeit aber nur. Kommen die raus oder pullt ihr die raus? Die kommen von alleine schon. Achso, also der Rest ist da quasi ganz, ganz viele Skelette da. Also ich will da nur noch mal drauf eingehen. Das erste Mal, wo jemand das gesehen hat, war, glaube ich, Death in Texas. Die haben ein Video gemacht von dem, nach ihrem Saphiron-Kill sind die halt einfach reingelaufen und sind alle gestorben. Ja. Instant. Ja. Warum auch immer. Ja, das ist halt, das kennen wir schon von Noth sozusagen. Wenn man da nicht dispelt, den Curse, dann bekommen alle Leute halt so einen Debuff und der tötet dann halt alle nach und nach. Das ist so, ja, ich weiß nicht. Hat irgendwie nicht so recht den Sinn, aber. Nee. Debuff, der einfach irgendwann tötet, ist irgendwo. Ja, ist irgendwo. Den man nur dispellen muss. Bisschen Block und sowas. Irgendwie ein Cockblock, aber. Wir sehen es aber auch hier, die sind nicht besonders anspruchsvoll. Die Abos kann man, glaube ich, stunnen. Nee, kann man alles mitmachen. Also ja, geht schon so 50.000 ungefähr. Also es geht nur wirklich nur darum, eine gewisse Phase zu überleben. Ja, genau, sozusagen. Ein bisschen Konzentration zu zeigen. Wobei, bei der Phase gehe ich oft auch einfach AFK, weil... Ist dein Heal nicht vonnöten? Nö, sozusagen. Also, ich kriege jetzt wahrscheinlich Strafpunkte deswegen, aber interessiert mich nicht so recht. Ja, du bist die ganze Zeit eigentlich auch recht inaktiv und tust nichts für den Raid, also das muss man schon sagen. Ja, echt. Also du machst die ganze Zeit nichts. Ich lasse mich eigentlich nur durchziehen und staub die Items jetzt ab und loot es ein bisschen, ne? Und gleich bin ich aus der Gilde gekickt, aber... Aber interessiert ja keinen. Moderiert. Ja, von daher. Ich frage mal bei Ihrer AOD, ich habe da einen ganz guten Draht. Ja, ich kenne da, oder kannte da jemanden, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch da ist. Es war ein Paladin. Immo. Nee? Immo kennt eigentlich jeder. Nee, den kenne ich nicht. Nur, weil er schwarz ist. Nee, den kenne ich aber aus dem L. Also. Achso. Was wäre, wenn ich jetzt mal ganz dumm gefragt Kel'Thuzad angreifen würde? Geht nicht. Habt ihr schon mal versucht? Ja, natürlich. Er ist jetzt gerade nicht attackbar. Er ist, wie schon gesagt, inaktiv, passiv. Ja, den bitte sein können, dass jemand meint, ach, schieße ich mal auf den und guck, was passiert. Nee, also den kann man überhaupt gar nicht angreifen und nichts mit dem machen. Gar nichts. Der erzählt auch die ganze Zeit irgendwas von wegen, ach, ich bin so gut und meine Jungs werden euch eh besiegen und ich Laberababa. Kennt man ja schon von Nefarian. Jo, und allen anderen. Und, Laberababa machen sie immer. Majordomus erzählt auch, dass Ragnaros uns besiegen wird. Ja. Und immer. Ja, es werden auch nicht weniger in den Räumen drin. Also wie gesagt, die despawnen auch später. Also. Die sind halt nur so als optische, Schocken. Als Füllwelt. Ja, genau. Gerne mal kommt rein und denkt, oh, die muss ich alle machen. Wäre ja eigentlich irgendwie, obwohl man könnte ja dann sozusagen gucken, wo am meisten sind, weil die kommen ja nicht immer gleich aus allen Ecken sozusagen. Oder wo am meisten von den Skeletten sind und sowas. Und das wäre ja dann schon ein Vorteil. Also ist schon gar nicht schlecht gemacht. So. Ist hier eigentlich eine bestimmte Gruppenaufteilung notwendig? Also momentan muss ich das Setup ein bisschen verändern? Aber gleich müssen die Leute halt in verschiedene Richtungen aufgestellt werden, weil Kel'Thuzad eine Fähigkeit hat, die eine Person und alle Leute in 10 Yards Abstand, also 10 Meter, in einen Eisblock verwandelt und die zieht innerhalb von 4 Sekunden
100% deiner HP ab, also jede Sekunde 25%. Also einmal deine gesamte HP. Und dann muss er halt entweder also voll sein und einen Heal bekommen oder extra Heal bekommen. Ja. Und daher müssen die Leute alle auseinanderstehen. Und dann gibt es noch eine Fähigkeit, die heißt Detonate Mana. Die bekommen natürlich nur die Mana-Klassen. Da wird einem die Hälfte seiner Mana abgezogen und den nebenstehenden Personen wird halt dieselbe Anzahl an Schaden zugefügt, wobei man selber keinen Schaden bekommt. Aber da sehen wir es jetzt schon, Kel'Thuzad kommt ins Spiel und der Raum verteilt sich und da haben wir auch gerade schon einer seiner ersten Eigenschaften gesehen, er verschießt Frostbolts auf alles. Auf alles, was nur möglich ist. Also, und da sehen wir es gerade, da haben wir es gerade gesehen, das ist dieser Frostblast, hier natürlich sehr gut aufgestellt von unseren Leuten, dass kein anderer den Frostblast abbekommen hat. Und Riesenschweine. Das ist ja, das ist die nächste Sache. Genau. Kel'Thuzad übernimmt ab Übernimmt und zu mal. Personen, die haben dann die doppelte Größe, doppelten Schaden und 500%, also viermal so viel Heilung geben dann raus und die heilen und buffen Kel'Thuzad auch, wie es nur geht. Deswegen muss man die am besten genau, schieben. Alles. Hier links sehen wir einen Shadowfisher, beziehungsweise wie wir es nennen, Darkfisher. Da muss man innerhalb von 5 Sekunden rausgehen, sonst kriegt man 40 bis 60.000 Schaden. Also bedeutet was ja den 100%igen Tod. Oder 60 ja, es ist, dann, ne? ist so eine Art Voidzone also, wieder. Ja, genau, so sehen wir schön rausgerannt. Ja. Ja. Diese Frostballs schießt er halt auf jeden, aber die sind sehr einfach zu resisten. Wobei natürlich, wenn man einen Priester in der Gruppe zum Heilen hat, eine Frostaura nicht sehr viel bringt, weil der Priester halt mit seinem AOE-Heal alle Personen heilt und wenn dann nur eine Person den Schaden resistet, natürlich der ganze Heal sozusagen vergeudet ist. Der wird sowieso, also geht sowieso bringt, raus. Ja. Es bringt nicht viel, da die Frost-Aura anzuwenden. Also ihr macht es so, dass ihr quasi ein Frost-Aura ist auch irgendwas von Paladin. Ja, genau. Kam mir so unbekannt. Wie sieht das denn aus mit dem Equipment, was ihr euch anzieht für Kel'Thuzad? Wir sehen, einer ist jetzt gerade schon gestorben. Ist das ganz normale Equipment? Das ist also, ganz normal. Also ja. Der Eltharion ist wahrscheinlich gestorben, weil er irgendwie übernommen wurde und dann irgendwas gemacht hat oder im Dark Fisher stehen geblieben ist. Also kein Frostresi? Also, nein, keine Frostresi, weil wie gesagt derselbe Effekt da ist wie... Nimz hat gerade mit 2 Einhandwaffen getankt. Minus DKP, richtig? Nein, würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, da ist irgendwas passiert, was ihn dazu bewegt hat, weil Aggro ziehen mit dem Tank-Equipment... Na, ist schwierig, ist, stimmt. Ist unmöglich. Ist er tauntbar? Nee. Ich würde sagen, dann können wir mal umschalten. Denn, obwohl. Auf Boden liegen ist meistens nicht so. Nee, lass mal, so können nee, wir bleiben aber sehen. Blend mal bitte das Interface aus. Ja. Alt Y und wir bleiben bei Nymphs. Ja. Jetzt also, sehen wir es doch noch viel schöner. Hier seht ihr diese Aufstellung am Boss dran. Da stehen immer 2 Stück untereinander sozusagen. Weil halt Kel'Thuzad manchmal so einen Frostblast macht, nee, nicht Frostblast macht, sondern einen Frostbolt auf den, der gerade Aggro hat. Und der dann halt 8.000 bis 9.000 Schaden bekommt, 8.000 bis 12.000, was man theoretisch überleben kann, aber natürlich auch zum fast sicheren Tod führen kann. Und daher müssen immer die Schurken kicken, also treten den Boss und den dadurch unterbrechen. Damit er das nicht macht und falls, also diese Leute stehen halt so konzipiert an dem Boss, damit falls dieser Frostblast kommt, die halt nicht alle davon betroffen werden. Jetzt ist er gerade kurzfristig aus seinem Mittelkreis herausgebürgt, ja, das war das nicht ist, geplant. Richtig, der Main Tank wurde übernommen. Das ist natürlich wieder Pech. Daher, ja, aber passiert aber halt. Kann ja passieren. Daher wurde, er wird jetzt niemals gerettet, daher wurde halt hat er halt die Aggro verloren an irgendjemand anderen. Dann wurde wieder die Aggro zurückgeholt von jemandem, der bandagiert, nimmt jemanden. Da muss echt alles gemacht werden bei diesem Frostblast. Ein Bandagentick kann schon wirklich bedeuten, dass der Typ überlebt, wenn er vorher volle HP hatte. Ah, da stand einer zu sehr in diesem... Da stand Tonne im Dark Fisher. Ja, dieses Düdüm heißt, dass einer der MTs gestorben ist. Also das bedeutet bei uns normalerweise krasse Minus-DKP, weil 5 Sekunden sind überhaupt nicht akzeptabel. Dass man da nicht rausgeht. Aber ich glaube, er musste auf seiner Position stehen bleiben, um den Raid nicht zu gefährden. Aber ich glaube, der Aufnahmeleiter oder einer der Kameramänner hat ihm gerade im Bild rumgefuscht. Deswegen denke ich mal, ist das alles akzeptabel.
wenn ich das richtig sehe. Ja. Sowohl Tonno als auch Nims. Denn Tonno spielt auch wieder, oder? Ja, Tonno spielt auch wieder, aber er ist auch einer der Haupttanks, soweit ich weiß. Aber natürlich die ganzen Buffs erstmal verloren, wenn du wieder Rest hier, das natürlich. Aber kann die Lasts bleiben drin zumindest. Genug Sachen dabei und. Können ja nachgemacht werden, aber ist wieder Aufwand. Außerdem kann man die geretzten Tanks auch später in der dritten Phase benutzen. Da müssen nämlich nochmal zwei Ads getankt werden. Das werden wir aber gleich dann nochmal sehen. Ja. Wie lange geht der Kampf so weiter? Der Kampf so an sich wird nicht mehr lange so weitergehen, weil wir schon unter 50% auf jeden Fall sind. Weil es ist die dritte Leiste oder beziehungsweise die ganz rechte Leiste, das ist Kel'Thuzad? Ganz rechts unten sollte Kel'Thuzad sein, genau das Rosane sollte Kel'Thuzad sein. Darüber sieht man die ganzen Debuffs. Ja, und jetzt sehen wir es, jetzt stellt sich Nims auf, um die Ads zu tanken. Es spawnen insgesamt 5 Ads jetzt. Und da habe ich wieder in der Historie gegraben. Und zwar sind das nerubische Wächter, die ursprünglichen Bewohner dieser, wie heißt es nochmal? Nekropole. Nekropole, genau, danke Phil. Und die sind die Wächter Kel'Thuzads, die letzten Wächter Kel'Thuzads, die sind auch unsterblich. Ja. Die kann man auch, brauchen wir auch eigentlich kein Damage drauf machen, denn die leben eh so lange, bis Kel'Thuzad tot ist. Man kann 3 Stück von den Viechern checken, also das ist ein Priester-Skill. Untote Fesseln. Genau, untote Fesseln. Und also 2 Stück kann man von den tanken. Wenn man aber versucht, den vierten zu shackeln, dann springen alle Shackles raus. Außerdem, wenn sie nah beieinander sind, können die das Shackle des anderen wegmachen. Ja, das stimmt. Und außerdem noch, wenn die, also mit ihrem Target, also wenn die einen anderen anvisieren, werden die immer größer und stärker. Wenn die das Target verlieren. Also das wenn bedeutet, jetzt der also Nims kein Aggro aufbaut, sondern der Priester ihnen vielleicht zu viel heilt, genau, und er irgendwie kein Rüstungsverreißen drauf macht. Richtig. Und das Ding dreht sich um und guckt auf den Priester, dann wird er doppelt so groß. Dann wird er ein Stück größer. Könnte Nims sich vielleicht so hinstellen, dass er den Kel'Thuzad noch ein bisschen im Hintergrund hat, oder ist das technisch nicht möglich? Weg. Das Ding ist auch noch, das sind jetzt nicht nur die vier, sondern Kel'Thuzad macht weiterhin all seine normalen Fähigkeiten. Er weiterhin das ist gerade das Schwierige an der Sache. Daher muss diese Phase besonders schnell überbrückt werden, weil man halt neben den Group-Heilungen wegen diesen Frostbolts und den Heilungen für die Tanks auch noch die Heilung für den Main-Tank braucht. Und Kel'Thuzad macht auch nicht gerade sehr, sehr wenig Schaden, könnte man sagen. Gerade kaputt. Ja, der ist auch ein ganz lustiger Junge. Und das ist halt ziemlich schwierig, da die Tanks zu koordinieren, die Heiler zu koordinieren, beziehungsweise da alle Leute richtig zu heilen. Da sterben da auch einige. Da sind jetzt schon 4 Leute tot. Ab wann gibt's hier, bei der Frage seid ihr letztes Mal gewalt? Nee, das ist, ja, genau. Ab wann gibt's... Das stimmt. Nein, also das sieht jetzt noch überhaupt gar nicht nach einem Vibe aus. Wir sind schon sehr lange dabei. Und aber wann wenn der Nims mal kurz Kel'Thuzad anvisieren könnte. Ah, der ist kurz vorm Abnippeln. Der ist schon bei ungefähr 5% und es sind gerade mal 4 Personen tot. Also normalerweise sind wir so mit 25 bis 35 Personen am Ende noch ganz gut dabei. Wir sehen da vorne auch die gescheckelten Wächter. Ja, kann man den hier nicht mal wegscheckeln und einen anderen rausholen? Ja, vorhin war das sozusagen, war er schon gescheckelt, dann hat Nims draufgeschlagen, deswegen habe ich ja auch gedacht, dass er jetzt weggeht. Oh, das gibt, er schlägt ja auch schon die ganze Zeit nicht drauf. Ja. Wieder Minus DKP. Wieder Minus DKP. Nee, also wegen sowas. Nein, aber da Kel'Thuzad meistens nur beim Wipe. Moment, dürfte gleich. Lass uns doch auf Kel'Thuzad gucken, drücke mal als Y, du verlierst die Aggro eh nicht mehr. Da, 1% und da ist er. Ist er down! Die Animation. Da verpufft er. I shall return with powers beyond your ja, und da ist Tonnos Schwert drin. Da freut er sich. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, also Illuminatis. Das war wundervoll. Wir haben einen Endboss gelegt. Ja, zeig es uns nochmal. Jetzt geht's ans Looten. Tonno hatte eigentlich versprochen, hier Purzelbäume zu schlagen, wenn das Schwert drin ist. Ja, die wollen wir sehen. Tonno, so. Purzelbäume. Hier, wir haben hier genug Platz hinter Tonno. Da wollen wir jetzt ich schreibe gleich meinen Bauch einmal für euch alle. Ja. Ringe sind auch drin, Ringe sind auch drin. Ringe sind auch 2 drin. Korrekt. Sehe ich da und grade. Noch den, ist das noch der Kolben? Ja, das ist der Heilerkolben. Mit 234 plus 238. Das heißt, das Ding hat sich für euch heute richtig gelohnt? Ja, es hat sich schon ganz gut gelohnt. Also der Heilerkolben ist auch sehr gut. Und dann noch Grissil. Grissil, nee, nicht Grissil. Nee. The Hungering Cold ist das, oder? Die Offhand? Nee, nein. Mainhand, Tankwaffe. Grissil ist die. Grissil ist die Mainhand für Damage-Leader. Okay.
Und da haben wir alles gut. Ich meine, ich hätte mal von einem Dual Wield Warrior gesehen, der die beiden zusammengetragen hat. Mit diesem Dezimation-Video. Das ist nicht so schlau, könnte man sagen. Das ist quasi jetzt deine neue Main Hand. Richtig. Sehr schön. Jetzt bin ich komplett. Jetzt habe ich alles, was es gibt. Ja. Jetzt müsst ihr eigentlich aufhören. Jetzt habe ich alles. Jetzt kann er aufhören. Jetzt kann er seinen Account verkaufen. Oh, dann, ne? Auf Level 70 habe ich dich wieder. Ja, ich glaube. Das kann gut sein. Stimmt, Flo hat extra Urlaub genommen. Ich bin sowieso der langsamste Leveler, den es gibt. Echt? Ohne Spaß. Mit dem Equipment? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich bin so langsam. Nein, das freut mich sehr für euch und insbesondere für dich. Ist das euer erster Drop vom Hungering Cold? Ja. Ja, ist doch wunderbar. Hat sich's doch gelohnt. Es war sehr unkompliziert. Und sehr diszipliniert. Nax Ramas Party gucken, was da gerade abgeht. Ja, gerne. Was da gerade abgeht, weil wir sind zwei Spieler gebannt. Ein Wipe bei Thaddeus. Thaddeus und vier Tote, okay, sechs Tote bei Kettelbad. Man muss sagen, der Thaddeus-Vibe war wirklich, also, nicht mit eingeplant. Wie gesagt, der Damage steigt mit den Waffen, aber die Aggro, die der Tank produziert, nicht. Das ist schon irgendwie schlecht Jungs, gemacht. Jungs, Kell ist tot. Lasst mal ein bisschen die Puppen tanzen da auf der Nax Ramas Partys. Blackmore in Elven Forest. Vielleicht kriegt ihr wieder einen 3-Stunden-Bann vom Game Master ist, aufgerückt. Ist aber nicht schlimm. Genau. Es ist gleich Nacht. Aber wir wollen noch mal ein bisschen Party machen. Kell, du seid ist tot. Ich denke mal, das ist ein Grund zu feiern. Wir feiern hier auf jeden Fall. Ihr habt echt einen Grund zu feiern. Könnte dich einfach der ganze Raid mal ganz schnell nach Stormwind porten und dann mal auf die Nax Ramas Party kommen. Genau. Erst einmal. Jungs, der Raid wollte auch noch hinkommen. Der Raid danach hinten nach Stormwind porten. Blacklight, die Helden habe ich ganz am Anfang gesehen und der ist immer noch da. Die Helden von Nax Ramas kommen dann einmarschiert in Elven Forest. Ich denke mal, das wäre doch mal eine Maßnahme. Nee, er hier. Das wäre super. Der. Ja, genau. Hart aus auf der Party. Die Helden kommen. Angerauscht. Blackladin. Ah. Ich habe auch mal letztens einen gesehen, der hieß, warte mal hin. Shadow Paladin. Ja, bei uns gibt es jemanden, der heißt Shadow Warrior und ist ein Paladin. Ja, das ist auch sehr Giga lustig. Forever, Edo Forever and Ginei Roydan. Wie spricht man die Gilde aus? Ginei Ryodan? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es lesen würde, wüsste ich bestimmt. Ginei. Wo denn? Da, links. Links hier, da, wo der Master ist. Ginei Ryodan. Nein, keine Ahnung. Da war der Typ vorhin, der dich. Du hast gesagt, ihr habt total viel gefarmt, dass dieser Raid heute so erfolgreich über die Bühne gelaufen ist. Was hat das euch jetzt mal an Gold gekostet? Ah ja, die Frage gab's auch, genau. Die Frage, was hat das Ganze jetzt heute an euch an Gold gekostet? Weiß ich jetzt so genau gar nicht, aber ich weiß, dass wir, wie gesagt, bei uns alle Frostresi-Pots zum Beispiel und sowas, also jede Person für durchgehend Frostresi-Pots hatte. Bei Saphiron und bei Kel'Thuzad und halt Shadowpots bei Loatep. Dann noch hat jeder für sich selber halt zum Beispiel Mungos gefarmt und Elixier der Riesen. Also und ein paar hundert pro Person kann man schon sagen. Ja, kann man schon sagen. Und halt noch von der Gildenbank selber 80 Flask of Titans. Und das mal 40, weil ein paar hundert Gold pro Person und das mal 40, weil 40 Mann. Wir haben zwei Mann im Studio gehabt, ein Kommentator, aber zu Hause vor den Bildschirmen in Nax Ramas waren live mit uns 38 Kollegen der Gilde. Ich wollte noch ganz schnell an euch zwei. Sagt mal, dass ich nicht. Aha, das ist jetzt natürlich auch blöd. Wenn ich das jetzt euch sage, hören das die Zuschauer auch. Ja, das ist normal so, Florian. Ich stehe kurz vor Goldshire auf jeden Fall. Die anderen habe ich auch schon gefunden. Also versucht mal irgendwo eine Reihe zu finden, wo nicht so viele Leute sind. Also es ist ein bisschen voll, damit euch die Leute sehen. Baut mal eine schöne Reihe auf den Mounts. Wir gucken so lange noch schnell ein paar Comments. Wo rein? Wir wollten uns gerade hier vor an der Brücke und wollten dann alle... Ja, im Schritttempo, ja, im bitte. Schritt reiten wir. Ich verfolge das von hier und schalte dann rüber. Jo, alles klar. Im Schritttempo schön eine Reihe und zu mir reiten. So, was haben wir denn hier noch? Achso, ich muss nochmal zurück hier. Ich würde sagen, bevor du suchst dir die Comments raus und wir lassen einmal noch Felix von Games, lassen wir einmal nochmal World of Warcraft erklären, während du. Ja, wir haben noch was. Wir haben Felix ist noch bereit und Felix erklärt nochmal World of Warcraft für uns, während Flo noch ein paar Comments anschaut und sich die besten raussucht. Film ab. Der Paladin. Ein Paladin zeichnet sich dadurch aus, dass er im Grunde gar nichts kann. Er heilt nicht besonders gut und macht vor allem keinen Schaden. Paladine sind unwichtig für Raid-Gruppen, da sie nur eine Angstblase und Port können. Paladine haben allerdings eins der bestgestaltetsten Sets von allen Klassen. Tipp: Um einen Paladin zu töten, benötigt man einen Level 1 Gnome-Magier oder man wartet, bis der Spieler an Langeweile endlich gestorben ist. Ja. Kannst du das so unterschreiben, ja, ne? Ganz klar. Flo, das war doch mal wieder Wasser auf deine Mühlen. Ach.
Die armen Paladine müssen eh viel zu viel leiden. Ich mag das direkte Geflame gegen Paladine nicht. Ach, gar nicht. Du bist mehr so der Subtile. Ich bin mehr so, auf jeden Fall. Für den intelligenten Humor. Hey Leute, ich habe eine Frage, die mich schon länger quält. Welche Klasse macht ihm? Macht ihm? Wem ihm? Achso, macht im. Ein kleiner Tippfehler. Ja. Der Rechtschreibteufel. Ganz kleiner. Macht im PvE den meisten Damage. Ja. Da streiten sich die Gemüter, könnte also, man sagen. Ich kann dazu sagen, vom Spielprinzip aus müssten es A, Rogue oder Hunter sein. Oder noch Mage. Kann man auch noch dazu zählen. Ja. Warlock müsste knapp dahinter liegen, hat aber auch noch andere Aufgaben. Also Warlock ist eher... Ja. Noch ein bisschen Supporter. Genau, ein bisschen zu Supporter, damit er zu den Top-Damage-Dealern gehören könnte. Korrekt aber ist es, dass mit dem Endgame-Equip... Ja. Warlock macht auf jeden Fall sehr viel Schaden, aber Warlock hat nicht so eine lange nicht so ein langes Durchhaltevermögen, beziehungsweise nur wenn er geheilt wird. Wer macht denn am meisten? Ich sag Warrior. Dual Wield Warrior mit dem perfekten Equip macht mehr als ein Schurke mit dem perfekten Equip. Auf jeden Fall sehr viel Schaden, aber du musst auch dazu zählen, dass der Schurke zum Beispiel auch die Gifte hat und sowas. Und er hat auch noch mehr Abilities. Der hat Aggro Reduced, das ist der einzige Vorteil, den er hat. Ja, das auch zum Beispiel. Und wenn der Paladin mal wieder ganz oben steht, dann spiele ich den auch mal wieder. Ist doch was, oder? Okay, dann spiele ich dauernd Mage. Dann werde ich bei Mage bleiben. Nie Paladin Jungs, wie weit seid ihr denn mit eurem Einzug? In Lex hat sich das aufgelöst. Jetzt gucken wir, dass wir uns irgendwo zusammen. In Lex hat sich aufgelöst. Der Tonno, in Lex? In Lex hat sich aufgelöst. In Lex aufgelöst. Tonno ist schon rausgekickt worden. Ja. Den hat es erwischt. Jetzt auch noch eine Frage. LOL, einen Hunter mit Thunder Fury, wo habt ihr den denn her? Ist bei uns auch. Erstes Thunder Fury auf Achara war auch ein Hunter. Ja, der ist in unserer Twink-Gilde. Ist das denn Raid-Dien? Es gab, am Anfang wusste man nicht, was mit diesem Item zu machen ist und dann hat man halt drauf gewürfelt, hat drauf geboten. Twink? Hat drauf geboten und dann. Das ist Black Bunny, den kennen wir eigentlich gar nicht so richtig. Der ist aber irgendwie in unsere Twink-Gilde gelandet, weil der von einem anderen Server gekommen ist und nicht mehr so richtig spielt. Und wie ich vorhin schon erklärt hatte, Hunter haben wir im Moment einen kleinen Engpass, weil halt der Kollege Tuka gerade hier aus Österreich zu Besuch ist und keinen Platz zum Spielen gefunden hat. Und deswegen habt ihr den mitgenommen. Und deswegen haben wir den da mitgenommen. Ja. Ist aber auch tatsächlich so, dass man Thunder Fury nur eins braucht eigentlich. Na, ich habe gehört, der Johnny R. hat auch... Der hat auch Thunder Fury. Der war der Erste auf Achara, der es hatte. Flo, die Bugs Party. Ich wollte eben kurz zu Thunder Fury. Es ist ja auch keine Waffe, die man wirklich haben muss, denn man braucht den Debuff nur einmal auf dem Bossmob haben und da ein Thunder Fury würde reichen. Sie macht nicht so wirklich viel Damage. So, dann schaue ich hier mal, ob ich hier irgendwen sehe. Sind schon an mir vorbei? Ja, ich glaube schon. Ach Leute, ihr habt doch gesagt, vor Gold. Hier vorne steht aber, glaube ich, nur einer. Ah, nee, doch nicht. Ja. Hier, der hier? Was ist das denn hier? Das ist doch. Nee. Der heißt vom Hanseziertel. Oh, ja, ich glaube, der ist es nicht. Den kenne ich auch. Ja. Wo seid ihr denn? An welchem Grasbüschel? Da, Gronkh habe ich gefunden. Da, wo der. Der Forni. Wo ich normalerweise der Jahrmarkt steht. Da sind wir ihr solltet doch eine Parade machen. Ich glaube, ein paar unbeteiligte Wölfe haben bei dieser Party ihr Leben gelassen, oder? Ein paar Level 1 Wölfe. Hier ist noch einer. Stopp! Gestorben sein. Nein, der hat. Ja, ja. Schild, der kann nicht von euch. Ein Lanzejungen habe ich da gerade gesehen. Hier. Ja, da heißen, glaube ich, kommen noch schon ein paar. Da Illuminati. Kaskia hier. Eltarion ist genau. Da sind ein paar. Ich will jetzt einen Atiesh haben, sofort. Hier. Ein Atiesh, da musst du. Hier, der ist auch schick. Hier drei Priester. Atiesh wollen wir. Ein Elter macht kein Damage. Wo ist denn der Atiesh? Hier haben wir ein paar. Atiesh. Illuminatis. Hier ist Eye of Nerub, das ist heute auch gedroppt. Dann reitet mal rein, Jungs, oder seid ihr schon drin? Ja, wir sind schon drin, aber das ist hier. Da ist der Timo. Hier, haben wir doch, Leute. Sehr schön. Schön reinreiten. So langsam nicht draußen stehen bleiben. Nee, ist okay, dann können wir sie einmal alle sehen. Ja, wir haben sie. Ja, gut. So, wir können gerade hier auch schon gesehen. Wo seid ihr beiden denn? Hier vorne ist der Kolben, der gedroppt ist. Wo bist du denn? Wo bist du unter die 4 Millionen hier? Nein, er lockt aus. Der Healer-Kolben lockt aus. Die Sau. Ich glaube, die Leute haben. Wahrscheinlich gesehen, hat er gerade einen Bann vom Game Master bekommen. Da ist Might of Minitil. Ja, das ist meine. Der ist der auch bei Kel'Thuzad. Ich muss mal kurz Slash Spit eingeben. Ach ne, ist gar nicht, Tonno. Nee, ist Lasche. Nee, ich bin Gigaparty. Ich stehe neben Flashur. Und Nima. Und Nima. Beim Auswischen. Moment. Ein Level 3 Paladin, Female im schwarzen Kleid. Flashur ist bei denen. Ja, hat Phil ausgesucht. Kann ich auch nichts für. Gib zu, du wolltest das Hochzeitkleid haben, aber das gab es erst auf Level 35. Nein, 30. Ach, 30, okay. Ich habe versucht zu leveln, aber es hat nicht mehr gereicht. Ich bin bis Level 3 gekommen. Ja, gratuliert Ihnen nochmal allen.
Mal gucken, was hier abgeht. Tauren werden überbewertet. Trolle for the win. Weil Trolle auch gar nicht hässlich sind, Kollege. Nee, Trolle sind überhaupt nicht hässlich. Nee, geht. Noch 3,5 Minuten. Haut noch schnell Grüße an die Illuminatis raus, www.giga.de/tv/onlinewelten, um es ganz genau zu sagen. Ansonsten einfach oben auf die Sendungsnews klicken. Ich finde es super, dass das Ganze so reibungslos heute gelaufen ist. Hätte ich eigentlich nicht erwartet. Aber es ist tatsächlich so, ja, dass man tatsächlich Naxxramas schon planen kann. Ich erinnere mich noch an unsere letzten Raids, da haben Phil und ich gesagt, nee, Naxxramas wird nicht planbar. Nicht. Haben auch alle gesagt, als sie gerade rauskamen, haben wir alle gesagt, nee, 4 Stunden nie schaffen und so. Gut, wir haben jetzt auch nur die Endbosse gemacht, aber... Aber Naxxramas gab es ja auch schon, muss ich dazu sagen, gibt es ja schon ein paar Monate. Es ist vor dem Sommer rausgekommen, im Frühjahr ungefähr rausgekommen. Wir sind auch, glaube ich, eine der einzigen Gilden, die durchgängig Naxxramas geradet haben, beziehungsweise auch, nachdem sie Kel'Thuzad getötet haben, auch noch dran gegeben. Aber die Zeit brauchte man auch, die Zeit braucht die Gilden, um auch... die Erfahrung zu sammeln, um das jetzt heute so in den 4 Stunden zu machen, zu können. Nach 1-2 Monaten wäre das absolut nicht möglich gewesen. Ja. Alle Bosse lagen noch nicht, die Routine war nicht da. Als dann Kel'Thuzad fiel, habe ich gesagt, hey, gut, jetzt können wir anfangen, das Ganze auf Farmstatus zu bringen, um das bei Giga Online-Welten mal endlich zu zeigen. Aber es hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Es ist dann im Endeffekt 2007 geworden. Aber bei diesen High-Level-Instanzen hat das halt, braucht es seine Zeit, bis ihr die Erfahrung da habt und das Equipment habt, um das Ganze dann auch unter diesen extremen Bedingungen hier dann über die, durch die, Also in den letzten Wochen gab es auf jeden Fall auch noch Bosse, wo wir halt ziemlich oft gewiped sind, auch schon so 3-4 Mal. Und da haben wir im Hinblick auf dieses Event hier schon so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber also jetzt ist ja alles einigermaßen gut abgelaufen, bis auf diesen einen kleinen Ausrutscher. Jetzt hast du auch nochmal Zeit, dich bei den Jungs zu bedanken. Hoffentlich verzeihen. Ja, wir bedanken uns bei den Jungs, denn das war wunderschön. Ich meine, ich glaube, es ist am schwierigsten ist es für dich gewesen, Lars, hier einfach zu sitzen und so. Ich auch. Hoffentlich machen die Jungs keine Scheiße. Ich kann nicht eingreifen, man kann nicht selber was machen und man ist halt darauf angewiesen, dass 40 andere Leute sich konzentrieren. Und er war derjenige, der sich getraut hat und sein Gesicht hingehalten hat für die Leistung von den anderen 40. Nicht eure beiden Leistungen zu schmälern, aber ihr konntet euch ja immer hinter dem Headset verstecken und sagen, ich muss gerade spielen. Was ein bisschen traurig ist, dass es die letzte Aktion dieser Art und Weise war, letzte Mal, dass wir 40 Leute zusammengetrommelt haben, um die höchste, schwerste Instanz in der World of Warcraft zu meistern. Denn mit The Burning Crusade, dem Add-on, was am 16. Januar bei uns auch in den Läden steht, war es das. 40 Mann-Instanzen sind Geschichte, 25 Mann-Instanzen sind das Maximum. Wie sieht denn eure Zukunft jetzt in Burning Crusade aus? Ich weiß. Unsere Zukunft sieht so aus, dass wir halt schauen. Wir wollen die Leute nicht irgendwie rauswerfen oder sowas, sondern wir wollen gucken, wer passt zu uns und wir wollen gucken, wer hat wirklich noch Spaß am Spiel, beziehungsweise wer ist noch bereit, da seinen Einsatz zu bringen. Und genauso wird es bei meiner Gilde auch laufen und ich freue mich schon auf das erneute Leveln und freue mich auch drauf, dass ich mit meiner Gilde leveln kann. Wäre ich Allianz, wäre ich sehr gerne bei den Illuminatis. Ich hoffe, das ist euch Kompliment genug. Gratulation, tolle Leistung. Ja. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und wir wenden uns, wenn wir dann das nächste Mal wieder eine Horde-Gilde gehabt haben, danach wieder eine Allianz-Gilde brauchen, wenden wir uns an euch, um die 25er Instanz zu erkunden. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz schön darauf hinweisen, dass wir am Dienstag wieder Giga Online-Welten haben, 20 bis 22 Uhr mit Vanguard. Da werfen wir exklusive Blicke in die Beta. Bis dann, macht's gut.